Meister der Drogen. Now, as I was saying, drugs are bad. Gelesen und geschrieben von mir, Ugly Clooney. Hinweis: Dieses Hörbuch stellt keine Anleitung oder Aufforderung zum Konsumieren von Rauschmitteln dar. Es handelt sich hier lediglich um Ratschläge und Tipps für den Substanzgebrauch, aufgebaut auf eigene Erfahrung und ein paar wissenschaftlichen Belegen. Jede Art der hier von mir beschriebenen Anwendungen schließt nicht mögliche Komplikationen oder Folgeschäden aus. Die Verantwortung des Konsums liegt bei jedem Menschen selbst und sollte bestmöglich medizinisch abgesichert sein. Also, wie gerade eben schon gesagt, geht es hier um ein Tabuthema. Genauer gesagt handelt dieses Buch über den effizienten Einsatz von Rauschmitteln. So, gleicht es vielleicht schon einer Werbung für Drogen, oder ist es eher eine gut gemeinte Mahnung, vor allem an all diejenigen, die denken, über andere urteilen zu können? So, ist es vielleicht nur ein Generationskonflikt, Trinker gegen Chiller? Denn die passende Droge, die gibt es für jedes System. Aber entscheide selbst, an was du lieber glaubst. Ich will hier auch meine Hingabe zum Konsum nicht als eine gute Sache oder gar Tugend hinstellen. Es soll aber eben auch nicht umsonst gewesen sein. Neugierde hat seinen Preis. Es hat mich Jahre gekostet, mir mein Potenzial klarzumachen und dies endlich als meine Aufgabe zu betrachten. Und so ist das halt. Ihr wisst, Bettler träumen, Diebe träumen, Beamte träumen, selbst der König muss träumen. Die Masse tut dies leider unbewusst. Wir schlafen, alle. Schon viel zu lang, dass wir nach so langem Konflikt, dem Ganzen belehren und kriminalisieren, heute immer noch Gesetze aufschreiben müssen, um uralte Natur- und neumodische Chemierauschmittel zu verbieten. So, wenn man sich vielleicht eines Tages in Harmonie versöhnt, wie gewohnt, immer im festen Rausch. Und so habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, einen Teil zur Aufklärung im Umgang mit Drogen und Süchten beizutragen. Ich möchte für Konsumenten eine stärkende Unterstützung geben, um mit Hilfe des Bewusstseins ihre Blockaden im Kopf besser zu lösen und somit eine bewusste Konsumweise ohne geistige Abhängigkeit fördern. Über Drogen wurde schon viel zu viel Schlechtes geschrieben. Verteufeln oder auch beschönigen soll hier gar kein Thema sein. Viel eher fließen hier eigene Erfahrungen und Berichte mit ein, die den Blick aus der Sichtweise eines jungen Konsumenten zeigen, der es geschafft hat, mit einigen Gedankenübungen zu einer eigenen inneren Erleuchtung zu finden. Ich habe das Wirken entdeckt. Ja, wer macht jetzt Özgür, Mann? Özgür King, Bag of Business. Wieder back in der Booth, ich hab's immer versucht, aber nie was genug. Ich bin immer noch broke, Digga. Smoken immer noch das Dope hier im Elf. Deine Gegend, meine Gegend, zwei andere Welt, Digga. Hier ist nicht schön, aber sein. Ich bleib am Block, Ticker. Die Glock ist entsichert, mein Kopf ist gefickt, ja. Seh ich die blaue Lichter, dreh durch im Gerichtssaal. Seh ich die Freude im Gesicht des Richters. Zu viele Freunde hinter Gitter, mieses Schicksal. Fick den Staat, ich bleib radikal, assoziiert. Aus meiner Chance zu kommen. Es fehlte die Vernunft, wir waren viel zu jung. Schau dich doch hier um, aus Deutschland. Meine King ist voll weg, meine King ist voll mehr weg. Aus Deutschland. Fast jeder macht Geschäft, aber keiner kommt hier weg. Meine King ist voll weg, meine King ist voll Der Meister der Drogen, er half mir dabei, Körper und Geist besser zu verstehen. Er führte mich von einem dunklen, kalten Dasein, vom Materialismus zur Spiritualität und Selbsterkenntnis. Und diese Lebensphilosophie möchte ich gern jedem, der sich abhängig fühlt, aber auch Suchtberatern und Freunden und Verwandten von Drogenkonsumenten mitgeben. Ich bin Ugly Clooney und unter Esoterikern würde man sagen, ich bin so etwas wie das Medium vom Meister der Drogen. Einleitung. Im Jahre 2023 sind Drogen immer noch so etwas wie ein streng verschlossenes Buch. Wenn man fragt, was darin steht, dann hört man, wie die Massen tadeln und mahnen. Gewalt, Armut, Sucht, Krankheit und Tod. You shouldn't do drugs. If you do them, you're bad. Because drugs are bad. Dies sind die peitschenden Argumente der Gesellschaft. Ich meine, man hört ja immer wieder von Kartellen,
Banden, Verbrechern, die sich damit völlig skrupellos ihre Taschen füllen, indem sie anderen diese Substanzen regelrecht aufdrücken. In Diskos und Clubs mischt man den Opfern heimlich etwas ins Getränk. In dunklen Gassen konsumieren Süchtige und in ihrer Ekstase fallen sie wie Zombies über wehrlose Bürger her, um diese auszurauben und womöglich noch anzufixen. Wer jetzt nicht abgeschreckt ist, der braucht nur mal den TV einschalten. Hartes Deutschland auf RTL 2. So sehen also die Abhängigen, die Verlierer der Gesellschaft aus. Keine Arbeit, keine Ordnung, kein Geld, keine Perspektive, nichts außer Drogen und Rausch. Da fragt man sich, wieso gibt es immer wieder Menschen, die sich trotz der ganzen offenkundigen Gefahren für diesen Weg entscheiden? Sind sie einfach nur blauäugig? Was treibt einen Menschen bewusst dazu, sich dieses Gift einzuflößen? Verzweiflung, Gruppenzwang oder doch die Neugierde? Drogen sind nach Definition der WHO Wirkstoffe, die in einem lebenden Organismus Funktionen verändern können. Natürlich ist diese Aussage sehr verallgemeinernd. Umgangssprachlich wird der Begriff deutlich enger gefasst. Demnach sind Drogen Stoffe und Zubereitungen, die primär zur Erzeugung eines Rauschzustandes oder bei Vorliegen eines Abhängigkeitssyndroms eingesetzt werden. Nun gut, bei näherem Hinschauen fällt auf, dass man auch hier wieder differenzieren muss, nämlich in kulturell-gesellschaftliche Rauschmittel, also legale Substanzen, pharmazeutische Drogen, das sind die halblegalen Substanzen, und die streng verbotenen Substanzen, die wir üblicherweise als Drogen im Volksmund definieren. Volksdrogen, wie ich sie nenne, sind allgemein akzeptiert. Da hätten wir zum einen Nikotin, dann Alkohol und Kaffee. Das sind wohl die bekanntesten sowie die am weit verbreitetsten Rauschmittel auf der Welt. Verankert in der deutschen Kultur sind diese drei schon recht lange, wobei der Alkohol uns wohl am längsten begleitet. Berauschend sind sie natürlich alle und toxisch auch. Genau differenzieren kann man da aber nicht. Es gibt keinen direkten Wert, wie schädlich oder wie berauschend eine Substanz sein darf, denn so wie die Dosis in der Medizin entscheidet, ob etwas hilft oder schadet, so sehr zählt auch der körperliche Zustand des Nutzers und die jeweilige Konsumform des Stoffes. Abhängigkeit hängt in den meisten Fällen am seelischen Bewusstseinszustand eines Menschen und oft fehlt auch einfach der Grund hinter dem Konsum, der bewusste Gedanke. Zu körperlicher Abhängigkeit führen nur Stoffe, die in gewissermaßen einer körpereigenen Struktur ähneln. Legale Substanzen sind deshalb auch nicht weniger schädlich als andere Gifte. Raucht man Zigaretten zum Genuss oder raucht man aus einem gewissen Nutzen? In den meisten Fällen ist aus einem anfänglichen Interesse oder kollektiven Hinreißens eine Abhängigkeit heraus entstanden, oft unbewusst, dass man sich irgendwann gar nicht mehr fragt, warum und für was konsumiere ich überhaupt? Natürlich muss man auch hier unterscheiden zwischen den einzelnen Wirkweisen. So diente beispielsweise Alkohol damals zum Desinfizieren von Wasser. Doch diese Methode hat schon lange keine direkte Anwendung mehr. Heute geht es eher um Genuss oder eben um den Missbrauch der Wirkung. Kollektives Dazugehören, allgemeines Interesse oder die Suche nach spiritueller Geistigkeit sind wohl die Hauptgründe für einen Menschen, um die gesellschaftliche Grenze zu übertreten. Da man eher allgemein wenig aufgeklärt ist von Wirkweise und dem bewussten Umgang mit Rauschmitteln. Da lockt somit viel eher das Verbot der Substanz und das damit verbundene Geheimnis und das Geschäft, das man damit unterbewusst propagiert. So begibt man sich dann in ein Milieu fernab der normalen Gesellschaft, konsumiert meist heimlich und im Verborgenen aus Angst vor Repressionen und Strafe. Der Konsum ist allgemein nicht strafbar, nur der Besitz und der Handel. Süchtige stehen in vieler Hinsicht alleine da. Gute Ratschläge von Beamten und Sozialarbeitern, die meist nie eigene Erfahrungen mit dem Konsum von verbotenen Drogen gemacht haben, sind nichts mehr als leere Phrasen ohne die nötige Empathie. Denn süchtig werden, das kann schließlich jeder. Dies hat nichts mit gesellschaftlichem Stand oder Umfeld zu tun. Sucht steckt in allem, nicht nur in Drogen. So auch in Sex, Leistungssport, Gewalt, Zucker, Computerspielen und ganz gewöhnlichen Lebensmitteln. Sucht bestimmt also nicht das Verbot. Genauso wenig wie die schädliche Auswirkung auf Körper und Psyche, denn sonst müsste man Fastfood wohl genauso verbieten. Auch die direkte berauschende Wirkung kann nicht Grund des Verbotes sein, weil Fliegenpilz, Engelstrompete, Muskat und vor allem auch diese ganzen pharmazeutischen Stoffe sind ganz leicht für jeden auf legalem Weg zu beschaffen. Doch wer konsumiert heute schon Fliegenpilze? Genauso kann man sich fragen, wer konsumiert heute Heroin? Scheinbar sind das mehr Menschen, sonst bräuchte man doch kein Verbot, oder? Jeder weiß, dass der Fliegenpilz giftig ist und bei Überdosierung auch tödlich wirken kann.
Wie sieht das zum Beispiel bei dem von Bayer patentierten Wirkstoff Heroin aus? Richtig, genauso. Jeder weiß, dass diese Substanz schädlich ist. Dennoch wird konsumiert, selbst mit Verbot und Strafe. Was hat dann das alles für einen Sinn? Gibt es dadurch weniger Konsumenten, weil es nicht frei zugänglich ist? Oder war die ganze kostspielige Aufklärung einfach völlig nutzlos gewesen die letzten Jahre? Denn diese war nie aufklärend, nur abschreckend und verleugnend. Man wünschte, es gäbe sie nicht. Verbannt Pflanzen und Zutaten, das alles ohne einen spürbaren Erfolg. Hingegen setzt man Kinder auf Amphetamin, Verstimmungen behebt man mit Antidepressiva und Reizhusten behandelt man heute immer noch mit dem passenden Opiat. Symptomatik lässt man verschwinden mit einer kleinen Pille. Damit wird die eigentliche Ursache ignoriert und ausgeblendet für eine gewisse Zeit. Dem Körper entgeht dies natürlich nicht. Es ist nur unser Bewusstsein, was damit getäuscht wird. Getäuscht haben sich auch all die Abhängigen. Bewusst wird man sich dem erst ab dem tiefsten Punkt. Deshalb habe ich mich in diesem Buch dafür entschieden, einmal einen nützlichen Beitrag zum Thema Drogen für Konsumenten und Therapeuten zu erörtern, um das Bewusstsein der Gesellschaft gegenüber diesem so lange verfälschten Thema wenigstens ein bisschen zu erweitern. Als langjähriger Konsument fließen eigene Erfahrungen und Ansichten als Kontrast oder Mahnung in das Werk mit ein. Eine direkte Empfehlung zum Konsum gebe ich niemandem. Einen unbewussten Einsatz von sämtlichen Substanzen sowie ein Experimentieren ist in jedem Falle nicht zu empfehlen. Wer es dennoch tun will oder einfach nur neugierig ist, dem will ich hier ein Ratgeber sein. Und auch dem, der schon länger tief drinsteckt und nicht rauskommt, weil es ihm wahrscheinlich am nötigen Mindset fehlt. Denjenigen will ich erreichen. Denjenigen will ich Mut machen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Hörbuch. Man sagt, du bist, was du isst. Doch ich erinnere mich nicht, einen asozialen Junkie gegessen zu haben. OG. Ich bin noch da, ich war noch etwas da. Ich bin noch hier, ich bin noch drauf. Sag, wer fickt Rap, wer nimmt es mit euch auf? Ich war nie weg, ich war noch etwas da. Kriminell, mach ich Geld, komme wieder mit der Gang. Sieh, wie wir am Blocker pennen, creepen so wie eingesperrt. Voll im Benz, wieder wie Benz. Auf der Jagd nach dem Benjamin. Digga, guck mal, wie die Kette glänzt. Nehm paar Teile, keine M&M's. Schieß dir mein Rap, der ist so fancy. Leg das Koks und du es wegziehen. Wer macht wieder gute Action? Wer gibt euch das Zeug zu flexen? Trucks in den Packs und Guap im Back. Fuck, Arbeitsamt, Termin vercheckt. Mit dem Amphetamin wird das Koks gestreckt. Gib die Kohle her, ich will noch mehr Cash. Man sagt, du bist, was du isst. Doch ich erinnere mich nicht, einen asozialen Junkie gegessen zu haben. OG, bin noch da, ich war noch etwas da. Ich bin noch hier, ich bin noch drauf. Sag, wer fickt Rap, wer nimmt es mit euch auf? Ich war nie weg, ich war noch etwas da. Kapitel 1. Junkies und Schamanen. Der Kulturunterschied ist eine große Gemeinsamkeit. Keine Zeit ist gleich. Heute ist nur für einen Tag. Ansonsten dann halt gestern oder morgen. Jetzt ist jetzt und quasi gerade eben schon vorbei. Und somit wird alles nur bestimmt von diesem einen flüchtigen Moment. Irgendwie paradox, oder? Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass sich die Dinge ständig ändern? Und das Einzige, was gleich bleibt, die Veränderung selbst ist? Genau, und deswegen YOLO. YOLO? Lebe den Moment, denkst du? Noch viel wichtiger ist aber, bist du dir bewusst, dass du das tust? Wie jetzt? Wahrhaft darüber urteilen, was ein Mensch tut, das kann man nicht. Sollten wir deshalb nicht? Die Antwort ist wieder paradox. Ja und nein. Seinen Weg werden wir niemals vollständig durchleben können, das ist klar. Aber was wir können, ist Empathie zeigen, uns in ihn hineinfühlen und zuhören
um zu verstehen, seine Hintergründe, wenn auch Abgründe, nachvollziehen. Denn würden wir das nicht tun, wie sollten wir die Umstände verbessern, die Missstände erkennen, um die ganze Scheiße bestmöglich zu vermeiden? So schreibt sich die Geschichte. Verzerrt und grausam erscheint das Bild der alten Welt. Und wir wollen es diesmal besser machen. Die Opfer, sie sollen nicht umsonst gewesen sein. Und so zahlt jeder seinen Preis, hat jeder sein Schicksal, jeder seine Geschichte. Und meine Geschichte? Tja, geführt vom Meister der Drogen. Ein Sachbuch voller Trips und Philosophie, assoziiert auf verständliche Weise aus der Sicht eines Konsumenten. Mit bestem Gewissen will ich die Themen Rausch und Sucht nach und nach durchgehen. Und vorneweg sei auch gesagt, ich werde auf viele wissenschaftliche oder medizinische Belege verzichten, weil in erster Linie der Geist den Unterschied macht zwischen Junkie und Schamane. Und was die Wissenschaft heute beweist, das kann morgen schon wieder falsch sein. Also verlass dich nicht zu sehr auf deine Wahrheit. Weil am Ende ist jede Meinung nur eine Sicht. Deswegen rede ich hier eher über Erfahrungen. Eine Anleitung, wie man es machen kann. Aber auf keinen Fall soll das eine Empfehlung sein. Denn ich kann jetzt sagen, nach den ganzen Exzessen und dem ganzen Geballer, es kostet Kraft, Geist, Wille und vor allem zerrt es an der allgemeinen Gesundheit. Faulheit, Abhängigkeit und Dummheit, das sind die wahren Krankheiten in der Welt. Es wird Zeit, unseren Lebensstil in Frage zu stellen. So fängt schließlich jeder mal an. Das Durchhalten wird belohnt. Aber durchhalten? Was heißt das? Einfach nicht zu sterben? Ein seelenloser Gedanke meiner Meinung nach. Nur weil ich nicht sterbe, heißt das für mich nicht, dass ich für mein Leben belohnt werde. Wo ist der Sinn hinter meiner Vergangenheit, wo doch Millionen von Menschen an meiner Geburt in vorhergegangenen Zeiten beigetragen haben? Nur zu diesem einen Tag. Nichts daraus zu machen wäre irgendwie unverzeihlich. Umso eher du dein Potenzial entdeckst, umso besser geht es dem Leben um dich herum und somit der gesamten Welt und somit der Galaxy, dem Bewusstsein oder auch genannt das All. Es durchdringt alles, jeden Partikel. Das Leben ist in ständiger Vibration. Es manifestiert sich in jeder Art von Schwingung und Frequenz. Der Teufel, so sagt man, sitzt im Detail. Das heißt, wenn man tiefer in die Sache eindringt und dessen wahre Quelle ergründet, dann verlieren die Dinge schlicht und einfach gesagt ihren Reiz. Ihre Mystik zu behalten und nicht bis zum letzten kleinen bisschen auseinandergepuzzelt zu werden, darin liegt ein besonderes Verständnis. Die Menschen sind wissbegierig, eben so lang, bis sie es verstehen. Aber was heißt verstehen? Verstand. Es steht zurück, vergangen. Es ist deshalb besser, Fantasie zu haben, anstatt viel zu wissen. Denn Wissen kann sich ständig ändern. Wissen ist begrenzt. Die Fantasie ändert sich auch, vor allem wenn man sie nicht trainiert. Aber ihr sind keine Grenzen gesetzt. Es ist das Nichts, was alles enthält. Wieder Paradox. Unser Verstand reicht nicht aus, das zu verstehen. Aus diesem Grund wurde der Begriff Gott geschaffen. Und schreibst du einen Gedanken, schreibst du den Gedanken Gottes. Nicht weil du Gott bist, sondern weil Gott in dir steckt. Die Wahrheit ist, alles besteht aus Atomen und Atome zerfallen. Was heißt das jetzt genau für dich? Ganz einfach. Dein Tod ist geplant, also sieh zu, wie du am besten stirbst. Du brauchst deswegen auch keine Angst haben, dass dir irgendetwas passiert, was nicht sein soll. Verläufst du dich tief oder bleibst stehen, dann reißt der Strom dich mit, überfährt dich und du wirst mitgezogen von der Massenanziehung, weil du nichts anderes tun kannst, als die Wahrheit zu erkennen und dich hinzugeben. All dem Guten, welches im Kern heißt, das Beste. Und nicht nur das Beste für dich, sondern das Beste für uns alle. Genau, so sieht's aus. Gute Schamanen waren nur die bewussten Weisen, spirituell forschend in den Gedanken des unendlichen Alls. Menschen glauben heute, ein Universum ist nur der Weltenraum. Dabei trägt doch jeder sein spezifisches Universum in sich, welches die Welt kreiert, in der man denkt und wirkt. Man hört, was man hören möchte und sieht nur, was man sehen möchte. Man geht von dem aus, was man seine Annahme nennt, die eigene Vorstellung, die bestimmt. Bewusst oder unbewusst. Und so wie sich diese beiden gegenüberstehen, so teilt sich die Welt. Alles hat seinen Gegenpol, sonst wäre es für uns nicht wahrnehmbar. Das heißt zum Beispiel, es muss den Zustand kalt geben,
damit wir den Zustand warm empfinden können. Im Kern jedoch sind beide Zustände das gleiche. Sie sind die Temperatur. Es sind nur zwei verschiedene Grade. Das heißt also, es muss also die Dunkelheit geben, damit wir das Licht erkennen. Vollständig bewusst heißt, sich selbst bis ins Kleinste zu kennen. So kann man allen unbewussten Handlungen zuvorkommen, um diesen Impuls in die richtige Richtung zu lenken. Konzentrierte Gedanken, das ist nicht immer einfach, doch kann man es relativ easy lernen, wenn man den Willen dazu hat. Wer ein Warum hat, dem ist kein Wie zu schwer, sagt Nietzsche. Nur, wo ist dein Warum? Weshalb bist du da? Du willst etwas erreichen, deine Sorgen loswerden, das Leben genießen und trotzdem Geld, Spaß und Party? Das ist auch gut so. Das harmoniert hervorragend. Doch irgendwas läuft falsch. Das Hauptproblem ist nicht die Zeit, das Leben oder die gegebenen Umstände. Schließlich gibt es sicher Ärmere, die es geschafft haben und sicher einige Menschen, denen es deutlich schlechter geht als dir in diesem Moment. Ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert und sind scheinbar nicht glücklicher mit all dem Hightech-Kram, dem Internet, der ganzen Bequemlichkeit und den leckeren Süßigkeiten, als unsere Großeltern, Urgroßeltern und vergangene Generationen es früher waren. Ich will, sagte einst ein Mann. Ich möchte bitte, sagt man heute. Aufgrund, dass die Menschheit eben nicht nur aus Männern besteht. So macht eine Frau doch letztendlich den Mann. So wie die Substanz den Junk. Den Kiffer, Sniffer, Säufer, Raver, Ficker, Bodybuilder, Rentner, Farmer, Lover und Schmerzpatient. Alle sind sie Drogennehmer. Es gibt aber deutliche Unterschiede, sowie auch deutliche Gemeinsamkeiten. Das Gemeinsame ist das ganze Körperliche. Wir scheinen nach außen so, wie wir uns im Inneren fühlen. Doch zum Großteil stellen wir uns aus taktischen Gründen oft zu unseren Gunsten schauspielerisch dar. So zeigt man selten das wahre Gesicht. Der Notleidige wird von der Gesellschaft nicht mehr erkannt. Das hat den Grund, dass Schwäche wie Stärke aussehen will und die Stärke, unscheinbar schwach, sich rein äußerlich zeigt. Am Großtun erkennt man die Kleinen. So sind wir zu einem Großteil doch alle gleich ausgestattet, mit dem Körper, der Seele, einem Geist. Zwar werden wir alle unter den verschiedensten Umständen groß, doch haben wir alle die gleiche unsichtbare Kraft. Es ist ein menschliches Privileg, über den Willen selbst herrschen zu können und somit genau das zu schaffen, was wir uns vorgenommen haben. Sicher leben manche Menschen unter besseren Umständen als du, hatten Glück, aber ist das Leben deshalb allgemein leichter oder lebenswerter? Überleg mal. Bessere Umstände schaffen nicht die besseren Menschen. Bessere Menschen schaffen die besseren Umstände. Das heißt im Klartext, ein Vorteil kann auch schnell zu einem Nachteil werden. Eben dann, wenn man glaubt, diesen gegebenen Umstand einer Art Verlässlichkeit oder Selbstverständlichkeit nachzusagen und sich über den Zustand des Glücks und dessen Erbauer ihre Mühe, Schweiß und Blut über Generationen hinweg völlig unbewusst ist. So ist beispielsweise ein reiches Elternhaus oder Schönheit und Wissen keine dauerhafte, keine beständige Gabe. Der Wind kann sich überraschend drehen und so kommt es dann, dass das Schicksal eine Prüfung für dich bereithält, meist noch plötzlich und unverhofft. So werden die Eltern eines Tages von dieser Welt gehen. Und dann wird das Geld knapp, der Reichtum war kein andauernder. Genau wie ihr hübsches Gesicht zur Waffe wird, um ihren Willen durchzusetzen. Sie macht den Männern schöne Augen, versucht sie zu bezirzen. Sie hält es für ein Talent, ein Können. Versteht sie somit nicht die Gabe als ein Test der Schönheit, sondern verkennt diese sogar noch als ein Privileg dazu, andere Menschen als hässlich zu betrachten und ebenso mit dieser Hässlichkeit herab zu behandeln. Doch eines Tages wird auch sie alt und dann wird sie die Anziehung verlieren. Was bleibt, ist ihr Narzissmus, die falsche Eitelkeit, und schließlich die Selbstzweifel. Ihr Glück brachte ihr letztendlich Pech, indem es lediglich verschwand. Die Fassade bröckelte. Sie kann den Verfall nicht mehr kaschieren. Ihr Spiegelbild wird unerträglich. Aus Charme wurde Scham. Ähnlich ist es auch beim Wissen, welches letztendlich auch nur ein Glaube an Halbwissen und die Illusion der eigenen Annahme ist. Heute möge man noch von vielen Dingen meinen, man wüsste bereits alles. Doch kann sich nur durch eine Entdeckung oder Theorie die Beweislage und die bisher geglaubte Wahrheit um 180 Grad drehen. Mögen wir auch noch so sicher sein, was wir mit den eigenen Augen gesehen haben. Das Bild, die Szene, wurde von uns lediglich interpretiert mit Hilfe vom Gedächtnis und den bereits gelernten und erlebten Dingen. Wir bauen ein Fundament in einer Blase aus dem unendlichen Gedankenmeer.
Wir können messen, berechnen, planen, kalkulieren, spekulieren und all solche Überlegungen, Experimente, Theorien und Anstrengungen unternehmen. Wir finden kein spezifisches Ende, weder im Kleinen noch im Großen. Geht man immer tiefer in eine Sache, so stellt man fest, dass alles viel komplexer, umfangreicher ist und eine eigene Welt im Verborgenen liegt, welche von außen scheinbar schlicht und einfach wirkt und somit oft nur durch eine erhöhte Aufmerksamkeit wahrgenommen wird. Das Wort einfach setzt immer eine Reihe von Manifestationen voraus. Wenn wir etwas nicht verstehen, suchen wir nach einer passenden Erkenntnis, einem Puzzleteil, welches uns ein Stück mehr von der Welt und dem Bewusstsein offenbart, solange wir nur unser Interesse darauf richten. Dieses sich ständig verändernde Weltbild ist die eigene Ansicht von den Dingen in uns. Sie projizieren unsere Sicht auf die Welt um uns herum. Gründe zur Beruhigung des Gewissens, die sucht sich jeder Mensch selbst. Über Möglichkeiten, Ansätze, Sinn, Strategie und logische Schlussfolgerungen zu diskutieren, zeigt uns oft, wie stark beschränkt der Horizont jedes Einzelnen in Wahrheit ist. Die gleiche Sache oder Situation wird völlig unterschiedlich bewertet. So entsteht dann ein individuelles Luftschloss, welches gut in unsere Umwelt passt. Um das Schloss unserer Träume zu bauen, brauchen wir Konzentration und eigenen Willen, um Stein für Stein unsere Gewohnheiten zu manifestieren. Durch ein logisches System wird möglichst schnell ein festes Fundament aufgebaut. Ein Mittel für den Fokus ist hier Amphetamin oder in verstärkter Form Methamphetamin. Ich fange direkt hart an, ohne Zweifel daran, ob es gut oder schlecht wäre, in dieser Weise von Konsum und Nutzen zu berichten. Über Schlechtes wurde schon zu viel geschrieben. Deshalb sollte jeder, der eine Substanz gebrauchen will, sich mit der jeweiligen genauestens vertraut machen, am besten Anwender befragen und sich über einen Grund der Einnahme sowie Wirkung und Auswirkungen im Klaren sein. Wer nicht weiß, warum er konsumiert, tut dies nicht vollständig bewusst. Es kommt schnell zu Missbrauch, Nebenwirkungen wie Panik, Angstzustände, Depressionen, Überdosierungen, Nahtoderfahrungen und leider auch zu rascher, verheerender Sucht bzw. Tod durch Vergiftung. Also, kommen wir zu einer unglaublich historischen Substanz, mit der der ein oder andere Kampf zum Vorteil ausgefochten wurde. Ey, Patze Schokolade oder was? Methamphetamin, kurz Meth. Methsteine sind hier sowas wie die Diamanten für die armen Kids. Im Osten von Deutschland ist Crystal Meth direkt nach Marihuana die zweitbeliebteste und zweithäufigst anzutreffende Substanz. Man kommt eigentlich kaum an ihr vorbei, weil auch die Aufklärungsarbeit eher einer Werbung gleicht, mit einem satirischen Hintergrund betrachtet, der übrigens für intellektuelle Geister gang und gäbe ist, erscheint der Slogan: Früher zog sie alle Blicke auf sich, heute zieht sie Crystal. Doch fast so, dass sie durch Meth zur ordentlichen Hausfrau geworden ist. Schließlich war das noch vor 90 Jahren als Hausfrauenschokolade frei verkäuflich. Also wie schlimm kann diese Horrordroge dann sein? Der große Unterschied liegt hier in der Konsumform. Das heißt, oral in kleinsten Mengen ist Meth sehr gut verträglich und höchst potent. Im klaren Sinne ist dies ein Mittel, welches durch wenige Milligramm zur Leistungssteigerung, Tatendrang, höhere Konzentration, innerer Zufriedenheit und Euphorie führt. Sowie sich auch zum Fasten sehr gut eignet. Um einen inneren Schweinehund zu überwinden, ist es perfekt. Das setzt voraus natürlich, die Droge nie zu missbrauchen, die Droge lenken, sich nicht von ihr steuern lassen. Es ist abhängig vom eigenen Geist. Ich habe Menschen gesehen, die Bereiche der Dosierung überleben, die scheinbar unmöglich sind. Ihr Geist ist dazu in der Lage. Der gleiche Geist zieht auch einen schwer verletzten Körper aus einem brennenden Auto und zieht ihn bis zur nächsten Notsäule, wegen einem Drogenmix des Körpers. Crystal kann das in etwa auch, es löst den Notmodus aus. Plötzlich ist man bereit, für das, was man will, alles zu geben und wenn nötig, dann auch zu sterben. Man hat eine zufriedene innere Sicherheit, ein Gefühl der hohen Konzentration. Die Selbstüberzeugung sorgt dafür, dass die höchst intensiven Gefühle der sicheren Überlegenheit einen überkommen. Dieses Gefühl, konzentriert und behutsam gelenkt, kann durchaus zu Rekordleistungen führen. Eine ungewohnte Schnelligkeit und Lernbereitschaft. Aus eigenem Antrieb habe ich meine gesamte Ernährung umgestellt, nur in einer nächtlichen Manifestation mit Methamphetamin und dem Lesen etlicher Lektüren über Vitalität und Gesundheit. Eine kleine Anmerkung, man muss die Festgänge beachten. Man sollte sich dazu am besten einen Wecker stellen oder eine Erinnerung, dass man genug Wasser trinkt und sich immer mal aus den Festgängen rausholt, weil man einfach zu viel macht. Und
auch mal in die Ferne starren, dass man seine Augen etwas entlastet. Sollte man jetzt länger am Rechner sitzen zum Beispiel. Ja, und ansonsten dann halt noch die Energiekosten ausgleichen mit einer gesunden Ernährung, gegebenenfalls die nötigen Nahrungsergänzungsmittel, um den Speicher wieder aufzufüllen. Das Wichtigste ist aber Wasser. Schlaf sollte nicht mehr als 3 Tage ausgelassen werden und dies auch nur, wenn Notwendigkeit oder extreme Schaffenskraft besteht. Schlafrhythmus sollte maximal 1 Woche unterbrochen werden und dann aber 3 bis 5 Wochen ohne Substanz. Sein Fokus sollte man in diesem Fall auf das Schaffen setzen. Ein kreierendes Hobby zum Beispiel, zeichnen oder schreiben. Man nimmt sich 3 bis 4 Wochen Zeit, einen Flow dafür aufzubauen. Irgendwann braucht man keine Substanz mehr oder nutzt diese weiterhin, um im kreativen Rausch gezielt an etwas zu arbeiten. Es verstärkt die Fähigkeit und das Wesen wird gefühlt etwas fester, kantiger und behauptender. Das Lernen allgemein wird leichter, monotone Arbeit geht über Stunden, ohne das Gefühl der Einfachheit als störend zu betrachten. Hier nochmal ein Hinweis auf die Festgänge. Wecker oder Erinnerungen sind extrem wichtig, um sich eben auch an das Trinken und die Pausen zu erinnern. Man sollte nicht zu viel und zu lang an einer Sache festhängen, sondern eine andere Beschäftigung oder eben Pause einlegen. Des Weiteren ist es ein Mittel zum Definieren der Persönlichkeit. Wie gesagt, hüte es vor unbewussten Menschen. Den Menschen mit dem schwachen Geistern wird es oft zum Verhängnis. Die Aufklärung findet nicht statt. Nur manche verstehen rechtzeitig und nutzen die Droge auf geschickte Art und Weise und manche verstehen nie und sterben in dieser Hinsicht dann dumm. Eine Leistungsgesellschaft sorgt nicht immer für Depressionen. Gesunde Menschen bräuchten also keine Powerdrogen. Ja, das ist ein guter Gedanke. Doch Menschen cheaten, indem sie Dinge für sich nutzbar machen, die andere ignorieren oder nie kennenlernen wollen. Somit setzen Drogen ganz neue Maßstäbe. Sie haben Denkweisen positiv und negativ. Das heißt, nach der negativen Erfahrung hat man immer eine positive. Gut und böse ist nichts. Richtig und falsch ist nichts. Nur beides ist wahr. Gut und böse ist die Harmonie. Richtig und falsch ist die Einsicht des Positiven. Probleme sind Herausforderungen. Süchte sind da, um sie aufzulösen. Angst ist da, um mutig zu werden. Furcht ist Manifestieren von Schlechten. Aber alles ist und endet positiv. Was ist eigentlich die Drogensucht? Ist es eine unerkannte Lücke oder eine festgeschriebene Vorausahnung? Etwa ein Gedanke, der ab da an Realität ist, sobald man ihn denkt? Wie kann man sich bewusst sein, Drogen zu konsumieren und vor allem das auch noch zu wollen? Das etwa zu müssen, ist immer falsch. Ein schmaler Grat trennt die Sucht von dem Bewussten. Balancieren muss gelernt sein. Man muss Reife besitzen, um sie geschickt zu verwenden. Grundsätzlich zum Guten, das ist wichtig. Grundsätzlich ist genau treffend. Man braucht für jeden Konsum einen Grund, einen Kern, warum und weshalb. Der Gedanke rauscht heimlich vorbei und schleicht sich bei unbewussten Handlungen und routinemäßigen Ritualen ein. Es fällt mir zum Beispiel schwer, im Auto keine Zigarette zu rauchen. In diesen Situationen bin ich unbewusst durch alltägliche Routine hineingerutscht. Gewohntes Loslassen kostet immer Überwindung, aber wird schnell belohnt und das mit gutem Gewissen. Die Regeln waren von Anfang an immer die gleichen. Nur die Spieler lernen erstmal zu verstehen. Mit jeder Siegessträhne beginnt die Hochmut ab einem gewissen Punkt sich ins Fallen zu bewegen. Mit jedem Sterben ist ein universell entspringender Gedanke sozusagen abgeschlossen. Er veränderte, wenn auch nur wenig. Das, worauf dieser Gedanke in seiner Erscheinung Einfluss nahm, ist seine Aufgabe gewesen. All die gesprochenen Worte, Taten, erschaffen in feinstaublicher, wirkender Weise. So spielt selbst der Narr seine Rolle perfekt, oft ohne es zu bemerken oder zu hinterfragen. An dieser Stelle sollte man auch nochmal die Gesundheit erwähnen. Wir haben nur ein Immunsystem. Achtet darauf, ernährt euch bewusst und handelt diesbezüglich gewissenhaft. Es ist der wichtigste Schritt in der Vorbereitung auf den Konsum. Ich sag dir was, ich hab kein Corona. Bin ich sowieso immun dagegen, Digga. Ich, ne, konsumiere synthetisches Zeug, Digga. Das ätzt alles weg, Digga. Du, sie. Samstagnachmittag. Techno-Fan Tim hat ein paar Raver-Freunde zur gemeinsamen Dröhnung eingeladen. Sie wollen anonym bleiben. Neben Ecstasy erleben noch Cannabis und Kokain, Speed und LSD neue Blütezeiten. Typisch für Jugendliche der Techno-Szene ist der Mischkonsum.
Speed, reines Amphetamin, Peppen genannt, zum Durchhalten für die lange Nacht. Hasch oder Gras zum Antörnen oder Ausklingen. Ein Zug aus der Lachgasampulle für den Extremflash. Kapitel Nummer 2. Im Rausch der Kindheit und Jugend. Einen Blick in die Vergangenheit werfen, in die wilde Jugend eintauchen und sie gezielt vor Augen nochmal erleben. Kein Problem. Gib mir ein Szenario und ich bin drin. So einfach ändere ich meinen Gemütszustand. Die geübte Kontrolle über seine Vorstellungskraft. Das verschafft Bewusstsein. Ich tat dies jahrelang unbewusst, als jegliche Form von Kreativität zum Ausdruck gebracht. So bereitete mir das Fantasieren schon seit Kindheit an viel Freude. Die stets ausgedachten Bilder versteht man als Kind noch als wahr. Man denkt sich mit Spielfiguren einfach willkürliche Szenarien aus, kämpft zum Beispiel gegen fiktive unsichtbare Feinde oder versetzt sich im routinierten Schlaf in ein gefühltes Träumen. Schlafen, das heißt nicht stillstehen, weil nie irgendetwas stillsteht. Selbst Tod ist verwest und wird nur in seiner Form immer feiner werdend in den ewigen Rhythmus des Lebens und Sterbens einfließen. Die alte Zeit, die ja vielmehr mich selbst beeinflusste, als ich sie. So war ich rebellisch, hatte viele Träume und Wünsche. Die Vorstellung der Welt trübt sich nach und nach, die Fantasie verschwindet. Das Kindsein an sich habe ich aber nie verlernt. Nein, ich würde sogar sagen, ich habe es wieder erlernt. So denkt man doch recht früh schon daran, die Dinge zu seinem Vorteil zu nutzen. Ich war als Kind meinem Namen treu, wie Max von Max und Moritz, immer frech und gewitzt. Ja, ich war sicher ein ganz schönes Arschlochkind. Fand aber dann meine Freude in der Ruhe und konnte mich sehr gut alleine mit meinen Spielsachen beschäftigen. Mit mir selbst sein zu können, ist heute ebenso zum Vorteil geworden. Musik liebe ich schon seit ich Kind bin. Ich habe mich oft verkleidet und gesungen oder schauspielerisch Witze performt. Im späteren Verlauf gehörte ich dann mit zu den coolen Kids, hatte immer ältere Freunde. Mein Traumberuf war es damals, Radiomoderator zu werden oder Journalist. Aber eigentlich hatte ich weder auf Schule noch auf Arbeit Lust. Ich dachte, ich werde Musiker oder meine Freunde und ich machen eine TV-Show, so wie Jackass. Ja, aus Scheiße Geld machen. Ich dachte, das Leben ist so einfach. Und so denkt man doch eher unwirksam als Einzelner. Schmeißt mit Worten um sich und handelt seinem Leben entgegen. Man muss immer so viel. Schon als Kind fängt das an. Etwas zu müssen. Da hatte ich nie Bock drauf. Ich wollte Spaß haben und nicht lernen oder arbeiten. Ich finde meine Berufung auch so, dachte ich. Jedoch lässt man mich nicht dem nachgehen mit ganzer Leidenschaft, sondern zwingt mich zum Interesse zeigen. Was für ein Scheiß. So kommt es dann, dass man unter Druck gesetzt wird, dem Leben entgegentritt wie einem bösen Schatten. Es scheint zu groß und roh, dennoch versucht man das Leben zu bezwingen, so als würde man einen Stock im Arsch haben und sich vor ihm fürchten. Dabei ist doch das Leben erst das, was uns hervorbringt. Wieso also sollte man dies bekämpfen oder gar vernichten wollen? Umso verbissener ist man dann in seiner Einzelheit, Kurzsichtigkeit, Dummheit und deshalb Feigheit. So stellt man sich die Frage der Polarität, der Zweiseitigkeit der vergangenen Dinge, dann stelle ich heute fest, dass ich mich an Scheiße besonders gut erinnern kann. Diese eher fokussiert als meine Vergangenheit deute, als die positiven Dinge, die sicherlich in der Überzahl lagen, aber vergessen durch die alltägliche Routine wohl als selbstverständlich betrachtet wurden. Selbstverständlich ist doch nur alles oder nichts. Als ich ein Kind war, da war diese Magie noch vollständig erhalten. Das Surfen im Mind alltäglich und ganz normal. Dann gab es eine Zeit, da hat mir die Meinung oder gar das Ansehen anderer Menschen, beziehungsweise was diese anderen Menschen über mich dachten, so sehr imponiert, dass ich mich als Kopie derer wiederfand, denen ich mich im jugendlichen Dasein am nächsten fühlte. Dies muss aus folgendem Grund so sein. In der Jugend darf man keine Produktivität an der Gesellschaft haben. Im Gegenteil, man muss rebellisch sein, ungehorsam und aufreibend, aber natürlich ohne dabei jemanden arg zu schaden, außer sich selbst. Das muss passieren. Die Selbstverletzung ist menschlich. Der Meister der Drogen sagt, wer suchtet, der findet irgendwann. Ein Tag verändert nichts. Eher ist es ein Anreihen von Tagen, die auf Zehenspitzen schleichend zum Überraschungsangriff dir in dein Genick springen oder eben eine Überraschungsparty für dich veranstalten. Das kommt darauf an, wie du zu diesen Tagen standest. Als wütender Gegner mit Missgunst, Zorn und Trickserei?
dann wird das Leben zum ewigen Fluch und Stressfaktor. Oder als Freund mit Freuden, das heißt lachen, raufen, hinfallen und aufstehen. Im lebenslangen Duell ehrwürdig und vor allem gelassen, weil man gegen das Leben weder verlieren noch gewinnen kann. Esme, как ты это сделал? Checkst du's nicht, dass das für dich hier zu einem Hänger macht? Du sitzt die ganze Zeit nur rum und denkst nach. Und du fragst mich, wie du in deinem Leben was ändern kannst. Doch, Bruder, denk nach. Es liegt nur in deiner Hand. Wach endlich auf und fang es an. Wach endlich auf. Es liegt nur in deiner Hand. Wach endlich auf und fang es an. Wach endlich auf. Worauf wartest du? Auf ein Wunder? Dann denk mal nach, dass du halt hier sein darfst. Du sagst, du hast keine Chance gehabt. So ein Quatsch. Du hast nur keine genutzt. Dein Bild von dir hast du dir selbst manifestiert. Somit bist du nur selbst schuld, was du bist. Verschenkst dein ganzes Potenzial, setz dir ein Ziel und pack es an, mach was du fühlst. Und das nur für dich. Rette dich selbst, zeig endlich Mut. Sei ein Held und tu dir gut. Rette dich selbst und dann die Welt. Ignorier, was dich aufhält. Und plötzlich scheinst du hell. Und plötzlich scheinst du klar. Wenn du's kapierst, Digga, das Leben gehört dir. Ja, dein Leben gehört dir ganz allein. Mach endlich auf, geh deinen Weg und lebe dein Leben. Zu viel tun, nur drüber reden. Also hör nicht zu. Weil sie tun nicht unternehmen, was sie dir erzählen. Checkst du's nicht, dass das wie dich hier zu einem Hänger macht? Du sitzt die ganze Zeit nur rum und denkst nach. Und du fragst mich, wie du in deinem Leben was ändern kannst. Doch, Bruder, denk nach. Es liegt nur in deiner Hand. Wach endlich auf und fang's an. Wach endlich auf. Es liegt nur in deiner Hand. Wach endlich auf und fang's an. Wach endlich auf. Ein Sprung ins Jahr 1997. Die erste Zigarette, an die ich mich erinnere, war mit 5 Jahren von meinem Vater aus der Schachtel. Meine Mutter rauchte nie, aber er rauchte viel und fast überall. Ich ahmte das damals nach. Er ging aus dem Haus, ich hatte vorher eine versteckt und zündete sie an, sobald die Tür zu war. Doch statt zu ziehen, blies ich rein. Die Tür ging wieder auf, er hatte was vergessen und erwischte mich genau im richtigen Moment. Ein Jahr später klaute ich dann mit ein paar älteren Kindern im Netto eine Schachtel. Mit etwa 8 bis 9 Jahren zog ich um in die Altbauplatte. In dieser Zeit, da konnte man mit dem nötigen Kleingeld am Automaten noch problemlos Zigaretten kaufen. Ich rauchte etwa seit meinem 13. Lebensjahr dann regelmäßig. Am liebsten Lucky Strike. Natürlich war das damals alles heimlich in irgendeiner Ecke, in einem Hauseingang oder in ähnlichen Verstecken. Warum? Aus Drang zur Zugehörigkeit. Allgemeines Gruppenverhalten meiner Freunde und natürlich auch von kindlicher Neugierde getrieben. Der viel intensiver spürbare Rausch war damals noch viel eher gegeben durch das gewisse Adrenalin bei dem Tun von Verbotenem. In meinem Leben hörte ich immer mal wieder auf, doch zog es mich früher oder später immer wieder zum Genuss, zum Rausch. Mit Genuss hatte das nur selten was zu tun. Dasselbe gilt für den Alkohol. Betrunken war ich das erste Mal mit 13. Ab 14 gehörte das dann schon zu fast jedem Wochenende dazu. Und kurz darauf tranken wir auch unter der Woche. Wenn zuerst nur Mischgetränke und Alkopops. Ich denke, man sollte allgemein in der Jugendzeit zwar Erfahrungen treffen, jedoch durch ein bewusstes Elternhaus offen mit Drogen und Rausch umgehen, um so ein verhältnismäßiges Heimlichgetue schon von Grund auf im Keim zu ersticken. Nur der Drogensüchtige weiß in Wahrheit, wie sich die Drogensucht anfühlt. So sind Tabak und Alkohol in unserer Generation weniger heimlich. Vielmehr sind beide Substanzen gesellschaftlich und kulturell bedingt notwendig geworden. Ich komme aus Ostdeutschland, nähe der Grenze zu Tschechien. Hier ist der Hund begraben. Ach nein, was sag ich? Ich meinte, hier war der Hund begraben. Seit Grenzöffnung haben die Jugendlichen endlich wieder etwas zu tun. All die Langeweile und überschüssige Energie findet Genuss am Rausch. Eine bemerkenswerte Anzahl an Subkulturen und Außenseiterstrukturen haben sich in den letzten 40 Jahren gebildet.
in dem in den 80ern bis 90er Jahren Skinheads und Krawallchaoten die Menschen in links, rechts, schwarz und weiß geteilt haben und vor lauter Langeweile die sich geeignete Feindbilder und falsche Ideale geschaffen haben, bis hin zur Lebensmüdigkeit, Selbstgeißelung und dem Zufügen von tiefen Schnittwunden. In den 90ern, verstärkt dann in den 2000ern, entdeckte Deutschland den Rave. Durch die Techno-Szene und Alt-Hippies kamen die Partydrogen und somit vermehrt auch das Auftreten von Beschaffungsdelikten und die unkontrollierte Verallgemeinerung von Psychedelika, Narkotika, Kriegsdrogen und Graffiti-Entferner, GBL. Mit 14 Jahren rauchte ich den ersten Joint. Ich erinnere mich gut. Es war etwas heftig, aber es war okay. In meiner Familie war ich sicherlich nicht der Erste, der diese Erfahrung traf, jedoch wohl der Jüngste. Ich kiffte mit Freunden im Skatepark, türkische Runde bei 32 Grad im Schatten. Es war ein angenehmer, traumartiger Rausch mit einem leichten, karussellartigen Gefühl. Die Hände und die Umgebung wurden klobig, rund, die Sicht leicht verschwommen. Ich würde sogar sagen, etwas nebelig. Und die Wahrnehmung allgemein fließend weich und langsam. Stimmen empfand ich etwas dumpf hallend. Nach 15 Minuten Traumgefühl wurde es etwas flau. Ich kotzte ganz lässig im Schneidersitz. Vollkommen zufrieden lachend legte ich mich dann völlig high ins Gras und starrte durch eine Birke in die Baumkrone, bis hoch in den Himmel, zusammen mit meinen Gedanken. Wir dachten, die Zeit steht still. Das Gefühl scheint etwas schwächer, aber dennoch den ganzen Tag weiterhin uns zum Ruhen zu zwingen. Denn die Glieder waren äußerst schwer. Es war mühselig, in der Hitze überhaupt etwas zu tun. Ich meine, zu tun hatten wir sowieso nichts, außer Skateboard fahren und spielerischen Blödsinn anzustellen. Ich finde, in diesem Lebensabschnitt sollte man auch Zeit nicht zwingend vor Augen haben. Man muss sich nicht der Nötigung oder des elterlichen Wunsches hingeben, bereits in der Jugendzeit seine Leidenschaft zu finden. So übt der gute Sohn nach Schulunterricht die Orgel im katholischen Jugendzentrum und erntet Lob von stolzen Eltern, Verwandten und Gemeindemitgliedern. Dadurch ausgezeichnet, dass er so gut ist, wird er immer besser und besser. So wünscht es der Vater. Der Vater, der seinem Sohn so nahe steht, dass er seinen eigenen Wunsch sehr früh zu dem Wunsch seines Sohnes werden lässt. Das geschieht letztendlich durch Lob und nicht durch Tadel. Die Mutter, die ihren Sohn aufgrund schlechter Noten tadelt und ihn als aufgedreht in Behandlung gibt, ist in der Wirkweise wie der Vater im ersten Beispiel. Der Kern ist der gleiche. Beide wirken mit ihrer Annahme und eigenem Urteilsvermögen darüber, was aus ihrem Kind wird. Man will nicht anzweifeln, dass beide ihr Kind über alles lieben. Nur befragt man beide über die Definition von Liebe, wird man hörbar vernehmen können, wer liebt aus Eigennutz und wer liebt aus reinem Anstand. Eigennutz ist in diesem Fall der notwendige Antrieb des Vaters, dass er verantwortlich ist für die Entwicklung seines Sohnes und schließlich sein eigenes Leben später als abhängig von dem seines Sohnes sieht. Liberalismus und Entscheidungsfreiheit ist sozusagen nichts für Kinder. Regeln und ein gewisser disziplinarischer Ehrgeiz der Erziehungsberechtigten ist wichtig. Eltern mit nur liberalen Erziehungsmethoden, welche keine Methoden, sondern eine Egalität von Erziehung sind, denen möchte man selbst Lustlosigkeit und blauäugig gewissenloses Handeln vorwerfen. So wenig wie das Verhohnepiepeln oder die Disziplinerziehung zum potenziellen Wunderkind führt, so wenig führt die Alleingelassenheit zum Ziel. Denn die ist nichts anderes als Liberalismus bei der Kindererziehung. Allgemein stehen Eltern ihren Kindern routinär zu nah. Zumindest denken sie das. In Wahrheit sind Kinder häufig distanziert und unehrlich. Oft erkennen die Nahestehenden die spezifischen Talente und Eigenarten nicht, hören viel eher von anderen Personen Dinge über ihre Kinder, die sie nie gemerkt oder gedacht hätten. Eine dritte Person mit etwas psychologischem Verständnis würde innerhalb kurzer Zeit sagen können, wo das Kind gewisse Verhaltensweisen her hat. Meistens reicht ein Blick in das soziale Umfeld, in den Freundeskreis oder die Familie. So wundert sich die Mutter zweier Kinder, die selbst seit Jahren in der Suchtklinik arbeitet, doch letztendlich darüber, dass eines ihrer Kinder ein Kleinkrimineller, ein Junkie wird, der von Seiten seiner Familie wie das schwarze Schaf präsentiert wird, wenn man über ihn spricht. Das ist doch paradox, wenn man mich fragt. Doch auch unverwunderlich bei einer Unaufgeklärtheit, die gerade von Seiten der psychiatrischen Einrichtungen und Suchtkliniken konstant mit Studien, Statistiken und chemisch-neurologischen Prozessen erklärt wird, als ob die Sucht und die Psyche von Süchtigen lediglich am Wirkstoff selbst liegt, der einfach böse ist.
Mama, ich bin wieder hyperaktiv, ich brauch bitte was von diesem Ritalin. Gib mir was vom Hitler-Speed, Blitzkrieg in mein Zimmer spielt. Ritalin, bin wieder voll konzentriert, dank der Medizin. Ritalin. Komm bitte mal, gib noch was. Ich komm sonst in der Schule nicht mehr, na. Bitte mal. Genau. Mach doch mal noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hab ich schon gesagt, dass ich mich sonst nicht konzentrieren kann. Was gibt es hier? Schön, dass ich eine Ratze kann. Mann, wie soll ich mich entspannen, wenn ich kein Ritalin habe? Tut der Arzt mir kein Rezept, dann muss ich ihn wohl zusammenschlagen. Allen Lehrern in der Schule, ja, denen wird schon Angst und Bang. Weil Ronny Sechs, der hat kein Ritalin empfangen. Als Alternative leg das Video auf den Spiegel. Ich will jetzt sofort was ziehen, Hauptsache Mama, ich bin wieder hyperaktiv, ich brauch bitte was von diesem Ritalin. Gib mir was vom Hitler-Speed, Blitzkrieg in mein Zimmer spielt. Ritalin, bin wieder voll konzentriert, dank der Medizin. Ritalin. Kapitel 3. Mische und Kopf. Der Anwalt erzieht Koks, genauso wie der Junkie. Im Kern sind beide Substanzanwender. Doch der Anwalt wurde zuerst Anwalt und dann kam er mit Kokain in Kontakt. Der Junkie hingegen begann in der Jugend und wurde deshalb auch nie Anwalt. Kinder auf Ritalin zum Beispiel sind weniger begeistert davon als Studenten, die dringend noch am Wochenende fürs Examen büffeln. Hier sind wir bei dem Punkt, worauf sich ein Hauptaugenmerk dieses Buches richtet. Das eigene Wollen. Nutzlos ist unbewusst, das heißt auch schnell schwindend. Nützlich ist fördernd und erfahrend. So fragt jeder, der Drogen benutzt, sich doch irgendetwas. Geheimnis und Unklarheit sind eine Hauptursache zur Drogeneinnahme. Das war schon früher bei den Schamanen so. Manch einer aber stellt die falsche Frage oder hofft nie auf ein direktes Beantworten seiner Frage. Und er manifestiert sich so im Bewusstsein Folgendes, nämlich die Annahme, dass er selbst ungewollt abhängig von der jeweiligen Substanz sei. Das heißt, er sieht sich ab da schon als abhängig, deshalb auch gesellschaftlich fremd und unterbewusst verurteilt er sich damit selbst zum Außenseiter. Aus einer gewissen Scham heraus zum Selbstschutz. Gerade eben bei Suchtproblemen ist ein Verheimlichen oft zu beobachten. Nicht aufzufallen sorgt für großen Stress und unbedachte Handlungen. Früher oder später führt dies immer zum Einsturz des wackeligen Kartenhauses. Wie viele Trümmer man dann beseitigen muss, ist also abhängig von der Einsicht und dem Mut, sich zu öffnen. Es gibt immer einen Menschen, der einen versteht oder vielleicht selbst Hilfe benötigt. Wenn du einen besten Freund hast, dann trägst du ebenso die Verantwortung für dessen Wohlergehen. Motiviert euch gegenseitig, redet offen zueinander und vertraut euch eure Sorgen an. Ebenso werde ich nahestehende Familienangehörige über die Situation aufklären, selbst wenn kein Verständnis dafür da ist. Wenn du ganz offen Reue zeigst, dann werden dir, gerade auch die mit dem wenigsten Verständnis, in deiner Situation behilflich sein. Da die Gesellschaft aber in ihrer Moralität eher kaltherzig und abwertend Urteile fällt, zieht sich der Süchtige immer weiter zurück. Dann also kommt es dazu, dass der Abhängige sich ohne ein Berauschtsein nicht mehr wohlfühlt. Der Satz, ich muss rauchen, ist das gleiche wie, ich muss aufhören, die eigene Zusage, dass man süchtig ist. Den Grundstein dafür legen oft Außenstehende mit falschen Urteilen und kritischem Tadel, also sofern die vom Substanzgebrauch wissen. Oft höre ich die Worte, ich nehme Drogen, weil ich eine scheiß Vergangenheit hatte und das alles vergessen möchte. Gequirlte Scheiße. Begegnet ist mir jedoch bis heute keiner, der irgendwas vergessen hat. Viel eher noch sich im Grunde genau dieselbe Scheiße ins Leben holt. Das alte Leid, die Erfahrung, welche vor allem in Kindheit und Jugend sehr schmerzlich war, ist jene Narbe, auf die man als erstes verweist, wenn es um die Frage, warum bist du, wie du bist, geht. Entweder mit emotionalem Klagen, ein Opfer gewesen zu sein und heute immer noch zu sein, oder gegenteilig, diese schmerzliche Phase als Grund für eine Art Stolz und Wille werden zu lassen. Wie harte Hammerschläge auf einen Amboss, den leicht zu formenden weichen Stahl zu einer charakterisierenden Klinge mit individueller Prägung
und überaus stabilen Kern zu schmieden. Somit ist der Rohling zwar noch stumpf, wird aber durch Wetzen und weiteres Abtragen, nicht durch etwa Auftragen oder Schönreden, immer schärfer geschliffen, bis das Schwert dann schließlich Schneid genug hat, die schlingenden Triebe der Dornhecke zu zerschneiden und endlich sein Ich bin aus der Ohnmacht zu befreien. Dieses Schwert ist dein Verstand. Und es geht darum, die Bewältigung der früheren Negativität durch die geistige Polarisierung einfach umzukehren. Somit wird aus dem Opfer ein Held, der je nach Erleben und Gewissheit seiner wahren Stärke bewusst wird, und zwar indem er einfach gesagt immer noch lebt. Ein Drogensüchtiger ist ein solches Opfer. Allgemein wird Abhängigkeit als Schwäche gesehen. Sofern wird also die Sucht nicht als ein Problem gedeutet, wenn der Konsument gesellschaftlich kein auffälliges oder kränkelndes Verhalten zeigt, sondern lediglich als eine Form von schwachem Geist. Abhängigkeit geistiger Natur ist keine Frage des Müssens. Der Süchtige macht dies selbst dazu. In Wahrheit ist es keine Notwendigkeit, von der irgendwas abhängt, sondern eine selbstbestimmende Willenlosigkeit. Auf Deutsch könnte man noch sagen, es ist die unbedachte Hingabe zur Lust. Wenn die Neugierde gestillt ist, keine Frage mehr relevant und die Suche nach gewissen Sinneseindrücken routiniert im Alltag verschwunden ist, gibt es keinen Grund mehr zum Konsum. Ein Dauerhigh als Zustand, wenn möglich, würde schon nach kurzer Zeit den Aspekt verlieren und somit nicht mehr wahrgenommen werden. Der Zustand ist der Kern. Das High ist ein Grad. Ohne das Low gäbe es weder die Definition des Zustandes selbst, noch gäbe es ein spürbares High-Gefühl. Und aus diesem Grund ist auch die Unabhängigkeit kein Gegenpol zur Sucht. Ist es nicht selbsterklärend, dass das Wort Sucht stark an Sucht oder an Suche erinnert? Ein Opfer wird man aus Angst davor zu verlieren. Opfer, so nennt man die Darbietung bzw. Hingabe von Dingen, die für einen selbst oft bedeutend, oft schmerzlichen Verlust meinen. Im persönlichen Aufgeben oder Darbringen von Opfern wird sich durch die Darreichung dessen ein entsprechender Gewinn erhofft, der den Verlust des Opfers aufwiegen soll. Somit ist der Opferbegriff keiner Negativität angelehnt. Ähnlich der Aufopferung, bei der man sich willentlich selbst zum Opfer darbietet und dieses vor allem aus Gutherzigkeit und Glauben an die Sache, der ich das Selbstopfer bringe, welche mich am Ende glücklich machen soll. Weiterhin definiert der Begriff Opfer auch im passiven Sinne zum Beispiel Geschädigte durch Unfall, Verbrechen, Naturereignis, Krankheit und sonstige Gewalt. Zählt also der Süchtige unter dieser Definition? Ich denke, die Antwort liegt in der Möglichkeit der Veränderung der Zustandsform. Diese ist bei der zweiten Definition unabänderlich und Fakt. Maßgebend ist hierbei die Relativität. So ist beispielsweise ein Kriminalitätsverbrechen, wie Geiselnahme, definiert in Geiselnehmer und Geisel. Man kann eine exakte Aussage treffen, ohne Grad. Geiselnehmer bleibt Geiselnehmer, Opfer bleibt Opfer. Solange wie dieses Szenario besteht und auch noch danach, die Person war Geiselnehmer oder die Person war das Opfer. Im Wort Drogenopfer hingegen scheint viel eher die Aufopferung des Süchtigen gemeint zu sein. Denn gibt es einen Messwert, der Sucht bestimmt? Oder ab wann ich süchtig bin? Sagt mir ein Psychologe, wie süchtig ich bin? Oder woher weiß er, dass ich es überhaupt bin? Sagt er mir doch viel eher, wer ich selbst bin und wie ich selbst meine, zu Drogen zu stehen und nicht, dass ich es bin. Das tue ich selbst mit meiner bereits manifestierten Annahme. Er liest es also aus meinem Bewusstsein. Er sagt mir in diesem Sinne, was ich allein selbst von mir halte und denke. Ich bin der Gradzeiger. Die Skala legt er fest oder das Gesetz. Die Ernsthaftigkeit oder der eigene Glaube daran, der wird von mir bestimmt. Ich smoke wieder laut, ich kenne, siehst du nicht die Cloud, yeah. Baby, ich bin der Zeit voraus, bring die New Wave, so wie Tesla. Baby, schick mir was im Kopf, ich sag dir safe, fühle ich mich da noch besser. Fuck, ich bin so numb, viel zu viele Drugs, ich schieß mich wieder ab. Baby, ich flieg so hart, Baby, ich werd ein Star.
bis zum letzten Tag. Lebe wie ein Rockstar, nehme es ganz locker mit dem Kopf. Ich mach so viele Scheine, doch bleib für immer broke. Lebe wie ein Rockstar, frag mich nicht, was ich für ein Rockstar bin. Ich lebe wie ein Rockstar. Mich auf der Stage, ich turne so ab. Ich geb ein Konzert und mach wieder Quark. Wie die Crowd, sie will mehr von dem Sound, den ich mach. Und tausende Bitches, die laufen mir nach. Und killt meine Love, nur den Track. Alles, was ich mach, ist auf Drugs. Alles, was ich mag, sind die Drugs. Alles, was ich hab, sind nur Drugs. Lebe wie ein Rockstar, nehme es ganz locker mit dem Coke. Ich mach so viele Scheine, doch bleib für immer broke. Lebe wie ein Rockstar, frag mich nicht, was ich für ein Rockstar bin. Ich lebe wie ein Rockstar. Digga, denkst du, ich hab Angst vorm Sterben, Alter? Ich hab Respekt vorm Tod, Digga. Aber scheiß drauf. Ich will leben, ne? Digga. Aber ich hab keine Angst vorm Tod, Junge. Ey, wir müssen eh irgendwann sterben, Digga. Aber ey, ich will mindestens noch 40 Jahre werden. Und wenn ich 40 bin, will ich 50 werden. Aber jeder Tag, ne? Warte mal, ich wechsle mal die Straßenseite. 1, 2, 3, über Rot. Ach nee, ist gar keine Ampel an. Guck mal hier. Kapitel Nummer 4. Widerwille, Widerpille. Das Verbrechen ist nicht der letzte, sondern der erste Ausweg, der sich uns anbietet. Es entspringt oft einem Mangel an Fantasie. Ernst Jünger. Durch gelegentliche Wochenendsessions mit Freunden wurde Alkohol zur Gewohnheit, ähnlich wie das heimliche Rauchen zuerst ein verbindendes Erleben mit Freunden war. Oettinger Cola Mix ersetzte dann langsam die Limonade. Zucker, Alkohol, Nikotin, Fast Food, Gifte über Gifte ohne Verwendung und Nutzen. Das machte mich später krank. Das Besondere ging nach und nach verloren, im täglichen Genuss. Aus Langeweile wurde Lust zum Rausch. Reichlich sauer schmeckte so mancher Morgen nach übermäßig viel Alkohol. Kopfschmerzen und ein flauer Magen waren zwar oft unangenehme Nebenwirkungen, doch der Abend in Gesellschaft, die genussvolle Hemmungslosigkeit und Lachflashs wischten jeden Zweifel schnell weg. Gesellschaftlich gab es ja nichts Verwerfliches daran, außer unser damaliges Alter, welches man jedoch als Kind garantiert nicht als sein geistiges Alter definiert. Man denkt, weiß Gott, immer das letzte Wort haben zu müssen und bereits eine gewisse Reife zu besitzen. Ein kindlicher Trugschluss, stellte ich später fest mit den stillen Worten. Meine Eltern hatten wohl doch hin und wieder recht. Die Zeit bereuen? Darf man nicht. Daraus lernen muss man. Schließlich würde ich heute nie wieder dieses Interesse an Alkohol aufbringen, weil ich es längst gestillt habe und bereits seine berauschende Wirkung, welche ich damals mit noch jungem Verstand erkundete, heute als vergorene Früchte und Hopfenextrakt mit Wasser kaum mehr Beachtung oder Mystik zuschreibe. Gesellschaftlich lasse ich mich gern zum gelegentlichen Bier- oder Weintrinken ermutigen, jedoch maximal nur bis zum gewissen Schwips, nicht zum Schwindel oder Schwund. Hauptsächlich sollte jedoch Wasser getrunken werden, wie bei allen Formen und Arten des Konsums. Denn kräftezehrend ist es immer für unseren Körper. Um lange Drogen nehmen zu können, muss man also gesund bleiben. Dies ist auch die Hauptaufgabe des Konsumenten, seinen Körper fit, versorgt und ausgeruht zu halten, seiner Nahrung besondere Beachtung zu schenken, sowie den Wasserhaushalt mit genügend Flüssigkeit zu versorgen und wie schon gesagt, gönn dir genug Erholung. Die Routine des Drogenkonsums sollte zumindest so gehalten werden, dass bei Nichtvorhandensein der Substanz das innerliche Verlangen mit einem Gedanken der Unabhängigkeit verknüpft wird. Wenn ich Verlangen habe und dieses nicht stillen kann, dann entsteht unbewusst ein Zustand von Stress. Nichtbefriedigung heißt, man verschwendet Energie mit einem ungesättigten Verlangen, vergleichbar mit Durst oder Hunger. Wichtig ist, diesem Zustand keinerlei Festigung zu geben, weil er ist einfach nicht förderlich für dich. Also, sieh, wie stark du sein kannst. Sonst scheißt du doch auch auf alles. Also wieso schreibst du dem Berauschtsein einen so großen Wert in deinem Leben zu, dass sich dein Kopf nur noch um das Stillen eines fremden Verlangens dreht? Belohne dich mit gutem Gewissen und Selbstbewusstsein. Dieses Gefühl befriedigt genauso. Du kannst es mit dem Verlangen einfach austauschen. Dazu muss die Unabhängigkeit dein höheres Ziel sein. Somit kann man als unabhängiger Mensch jede Droge zu jeder Zeit so oft wie man möchte konsumieren. Du musst dich etwas drillen, sobald das Verlangen nicht packt.
Mach ein paar Liegestütze oder Sit-Ups oder irgend so etwas. Wende die 3-Sekunden-Regel an. Das Verlangen kommt in deinen Kopf. Dann zählst du 1, 2, 3 und stehst einfach auf. Nach etwa einer Woche brennt dir der Bizeps sowas von, dass dein Kopf diesen Schmerz mit dem Verlangen verbindet. Und dann hört er auf. Und außerdem stärkt es deinen Willen. Und das heißt, du bist Herr über dich. Du kannst diese Übung immer wieder anwenden und du kannst sie jederzeit deinem Körper androhen. So erhofft sich doch jeder Konsument irgendetwas vom Konsum. Man hat eine gewisse Erwartungshaltung. Wichtig ist, diese in positiver Formulierung zu halten. Beispiel, ich will geistiger werden. Dafür muss man Drogen in Ruhe konsumieren, um ungestört deren Wirkung zu studieren und zu gebrauchen. Psychedelika, Narkotika und Downer fallen hier bedeutender hinein als Pusherdrogen. Jedoch passen diese genauso in die Ruhe, wenn man sie richtig anwendet. Ich denke, prinzipiell soll man die ersten Male die Substanz zu verstehen lernen und nur nicht zu viel Erfahrungsberichte davon hören oder lesen. Allein zu konsumieren ist dennoch keinesfalls zu empfehlen. Der Safe Use sollte immer gegeben sein. Angebliche Lehrer, heißt Langzeitkonsumenten, sind eher voll von Negativberichten, weil Gebrauch an der Grenze zu Missbrauch balanciert und dieses Übertreten die meisten als eigentlich berauschendes Gefühl definieren. Jedoch raucht keiner 6 Kippen, bis er einen Rausch verspürt. Bei Tabaküberdosierung empfindet man meist ein Gefühl des Schwindels, Heißwerdens und Erbrechen. Die weißen Punkte eines Fliegenpilzes sowie das Wurzelmyzel zu trocknen und anschließend zu rauchen, war wohl früher ein Mittel der germanischen Schamanen. Der Glaube, Fliegenpilze hätten eine tödliche Wirkung, ist nur ein Überrest der damaligen Christianisierung und der Hexenverfolgung. Die Zerstörung des heidnischen Wissens hat gezeigt, je schneller und gewaltsamer die Auslöschung und Verfolgung der Ketzerei den alten Glauben, das alte Wissen und den Geist vertrieben hat, desto tiefer sind sie in der Klerikermystik versunken. Doch ein Pfaffe heilt nun mal nicht mit seinem Segen. Genauso wenig wie ein Psychologe oder ein Psychiater eine Depression oder einen Süchtigen heilt. Auf das Verbot der heidnischen Bräuche änderten sich sicherlich sehr viele alte germanische Namen von Pflanzen und Pilzen. Die Heilkunde wurde dann später im Namen des Christentums und voran Hildegard von Bingen als Sache von Nonnen und Medikus christlich zurechtgelegt. So haben heute viele Kräuter biblische Namensvetter. Nie ganz untergegangen und fest im Volk verankert, sind sie dennoch wahrhaft und immer heilsam gewesen. Und auf eine heilige Art und Weise finden diese Urkräuter heute wieder verstärkt zurück in die Medizin. Anbei lockert sich auch Justitia, was ihre Einstellung zu Marihuana betrifft, in manchen Teilen Deutschlands spürbar. Medizin ist heute der Fokus, nicht Rausch. So ähnlich wie bei Ritalin. Doch Kinder und Drogen passen nicht zusammen und Pharmazeutika sind nichts anderes als Drogen. Es ist kein Rausch, eher ein vorsichtiges Füttern mit Drogen, um Toleranz aufzubauen. Toleranz ist ein Wort, welches viele für eine gute Eigenschaft halten. Aber ist es das? Schleichende Gewöhnung in immer höher werdenden Dosierungen und wo bleibt die Genesung? Ganz einfach, es gibt sie nicht. Eine Sucht wie eine Krankheit zu behandeln, ist paradox. Nein, Krankheit wird heute einfach verkannt. Es ist die Sucht nach Krankheit, die leidenschaftliche Behandlung, um ihnen als Halbweise oder Lebensratgeber eine Anleitung zum Drogengebrauch zu geben. Hier sei gesagt, ein schlechter Arzt tut dies am laufenden Band. Und das nicht um die Gesundheit derer, sondern der Bereicherung seiner oder letztendlich reiner Verantwortungslosigkeit und disziplinarischen Folgen von diktierten Gesundheitsorganisationen und Pharmalobby. Die wahre Quacksalberei aber scheffelt selten aus den Krankenkassen. Privatärzte sind als Freund ein wahrhaft guter Ratgeber, was Gesundheit betrifft, aus dem Grund, dass man sieht, wie er sich privat gesund hält, ohne Pharmaka und ohne Leiden. Der Durchschnitt an Patienten will bestmöglich die Art und Weise ihres Lebens nicht ändern. Sie ernähren sich ungesund, nehmen Rauschmittel zum Frühstück, Rauschmittel zum Genießen und Entspannen, Rauschmittel zum Ertragen von Schmerzen, Rauschmittel zur Linderung oder Hemmung, Rauschmittel zur Senkung und Hebung, Rauschmittel hier, Rauschmittel da, Symptome weg, weiter nix. Bis zur Verschlechterung. Ein Wiederaufleben meist deutlich schlimmer. Krankenhäuser sind für Kranke da und Kranke für die Krankenhäuser. Gesundheit hat keine Waffe, mit der sie angreift, sondern es ist in erster Linie wichtig, das Fundament gar nicht erst angreifbar zu machen. Ein Riss im Fundament und das ganze Gebäude stürzt nach einiger Zeit durch die einziehende Fäule zusammen, egal wie oft man die Fassade verputzen mag. Drogen lassen keine Krankheiten entstehen, sie unterdrücken, verheimlichen die höchstens. Die grundlegende Schwäche entsteht bei falschem Gebrauch, Mangelernährung und Unbewusstsein des Kranken. So ist es zum Beispiel für Rastafaris streng verboten, einen Arzt zu besuchen,
Nicht aus Abneigung vor Ärzten, sondern viel eher ist hier die spürbare Antwort des Leidens als eine Antwort auf das eigene Leben der Punkt. Die Betäubung von göttlichen Wollen kann für einen Gläubigen nur zu verachten sein. Ein Punkt ist dabei besonders zu beachten. Die Ortschaften haben alle ihre eigene Quelle zum Heilen. Die Menschen sind schädlich, sagte die Ratte. Pro oder rich, für mich gibt es nichts dazwischen. Alles oder nichts, häng ich wieder in der Kitchen. Muss ich gestern am Block noch die Packets verticken, den Jungs aus der Heimat paar Päckchen rausschicken. Wie viel musste ich schon durch Kombis einbüßen, wie oft hatte ich schon die Zivis im Rücken. Nie wieder vor den Ballen fliehen, doch eins bleibt, ey, ich schrei ICP. Nie wieder müsste ich Drogen gehen, doch kriegst du heute immer noch alles von mir. Tracks auf Speed, mach ich heute mit Kokain. Na, na. Statt ne Ghetto-Bitch pop ich heute eine Diva. Ich muss nie wieder dealen, doch mach es trotzdem. Lass mich nie wieder manipulieren von Fotzen. Doch spiel ich weiter mit ihnen, so als wär es ein Game. Ey, dein Hit, der kratzt mich nicht, denn ich bin Fame. Nie wieder vor der Stadt macht Knien. Nie wieder werd ich so wie sie. Nie wieder weniger verdienen. Nie wieder wegen Guap für mich schieben. Nachdem ich den Spice-Abstoß gehabt habe, ne? Digga, da habe ich mir eine Taschenlampe gewünscht, Alter, in dem Moment, weil ich nicht aufstehen konnte. Ich konnte das Licht nicht anmachen und saß da im Dunkeln und habe alles vollgekotzt, Alter. Fünftens. Vorbereitung und Vorsichtsmaßnahmen. Man sagt, die Medizinmänner der Azteken und anderer Uramerikaner bewahrten ein Urzeitwissen, welches eben gleich der unseren Vorfahren das wirkliche Geheimnis von Gesundheit enthielt. Der Fakt ist, wir haben nur ein Immunsystem. Das gilt es, körperlich und vor allem auch geistig zu pflegen. Genau da liegt der Schlüssel, um die Krankheiten allesamt in die Büchse der Pandora einzuschließen. Der gestärkte Körper geht also einher mit einem reinen Geist. Dies ist nicht aus Gründen der eigenen Sicherheit von Bedeutung, sondern auch für das nüchterne Erfahren und Erleben der Wirkweise. Ein beinahe zwingendes Muss ist, sich über den Gebrauch gut im Klaren zu sein und den Grund des Gebrauchs einem höheren Zweck zu widmen, statt lediglich nur der Erfahrung, welche in Großteilen selbst nicht Sinn und Zweck des gewöhnlichen Junkies ist. Ich persönlich dachte irgendwann, dass Genuss nicht dauerhaft bzw. täglich sein kann. Die wirkliche Magie liegt in der Besonderheit, eine Palette an Bewusstseinszuständen aus dem Schoß von Mutter Natur. Die Chemie setzte den Grundstein, die Gewächse in ihre Bestandteile zu zerlegen, um ungewünschte Toxine zu entfernen. Hierbei geht jedoch das Große und Ganze verloren. Das heißt, selbst wenn man alle Einzelteile extrahiert hat, ist es dem Menschen nicht möglich, die Einheit wiederherzustellen und aus den Einzelteilen wieder ein vom Leben durchströmendes Geschöpf hervorzubringen. Und so ist ein chemischer Konsum oft unspiritueller als ein pflanzlicher. Nützlich sind dennoch beide. Im Kontext gibt es für jede Substanz in pflanzlicher Form eine chemische Verwandte. Ich empfinde den pflanzlichen Gebrauch als äußerst wirkungsreich und wirklich nur für erfahrene Schamanen vorgesehen. Eine Anleitung zu schreiben wäre sinnlos. Ein paar einzelne Stichpunkte sollten reichen, um das Thema gesunder Konsum durchzugehen. Erstens, gesunde Ernährung. Ich manifestierte mir mit bewusstem Amphetamingebrauch eine vollständige Umstellung meiner Ernährung. Ich war lange Zeit unbewusst zuckersüchtig, das heißt Heißhungerattacken, Dauermüdigkeit, Hautausschläge. Nach kurzer Recherche ohne Arzt war mein Fazit Candida, eine vermehrte Hefe im Darm. Ich bin mittlerweile symptomfrei, jedoch ist eine Heilung eigentlich ausgeschlossen. Radikale Bekämpfung des Organismus wegen der dabei freigesetzten Toxine sind auch nicht zu empfehlen. Man muss anfangen, mit ihm zu leben. 70% aller Menschen sind betroffen. Der Grund für die ständigen Migräneattacken, Blasenentzündungen und Stimmungsschwankungen bei Frauen. Ich bin mir sicher, dass dies unter Ärzten bekannt ist, doch wurde mir stattdessen Antibiotika, Schilddrüsenmedikamente, Cortisoncreme, Insulin und andere tolle Pharmakas verschrieben. Krankheit manifestiert auf Rezept. Und solange wie man sich falsch ernährt hat, spürt man den Erfolg erst nach mehreren Monaten oder vielleicht auch Jahren. Doch ich kann heute mit gutem Gewissen sagen, es lohnt sich wirklich. Zieh ein Jahr durch und du bist auf gutem Weg, nie wieder krank zu sein. Ich kann gar nicht mehr anders, als dem fernzubleiben, was mich negativ bewegt, und tausche alles Schlechte sofort mit positiven Aspekten und Denkweisen aus.
wie mein Ziel, dieses Buch hier bis Ende zu schreiben, immer wieder die Perspektivlosigkeit und Langeweile verdrängt. Ein Tier zu essen ist das eine, eins zu töten das andere. Insekten sind da ja noch leicht platt zu machen, so aus der Ekelreaktion emotional angewidert zu zerklatschen. Wir sind von Mikroorganismen umgeben, das ist ein Fakt. Sichtbar wird das nur durch flächenmäßigen Befall, doch es geht noch viel kleiner und feinstäubiger. Und da sind wir bei Punkt 2, Bildung eines gesunden Bewusstseins. Gedanken, die krank machen, Placebo, Panikattacken, Psychosen, sind im Frequenzbereich verankert und übersteigen unsere Wahrnehmung. Doch jeder kennt gewisse Situationen, wo ein erleuchtender Gedanke, Blitzeinfall oder Verbindung zu einer anderen Person als merkwürdig passend, als müsse es so sein, sich augenscheinlich zeigt. Klar, ein Zufall. Zufall nur deswegen, weil du die genaue Ursache nicht kennst. In Wahrheit ist es doch so, dass alles einen Grund hat. Das Prinzip von Ursache und Wirkung. Dieses Prinzip ist bei jedem Konsum mehrfach in den Aspekten vor Augen zu halten. Die Ursache des Konsums entscheidet schlussendlich über die Wirkung auf den Konsumierenden. Die Ursache des gebräuchlichen Wirkstoffs, sie wirkt sich auf unsere Bewusstseinsvorstellung aus. Ein falsches Bild schafft von vornherein eine völlig zerrissene Wahrnehmung. Man lässt nur schwer von seiner Annahme los, ohne es selbst gesehen oder versucht zu haben. Deswegen bei schlechtem Bauchgefühl nie überreden lassen. Die erste Annahme entscheidet häufig, ob dir etwas Spaß macht oder es von vornherein scheiße ist. Lass dich nicht von fremden Meinungen beeinflussen. Glaub dir selbst und schenk nur dem Aufmerksamkeit, was dich voranbringt, nicht dem, was dir anhängt. Des Weiteren sei gesagt, dass ein Herantasten im Wesentlichen bei neuen Substanzen, die man konsumiert, absolut zu raten ist. Oft hat man sogar durch Mikrodosierung ein schärferes Erleben durch eine gewisse innerliche Konzentration auf die zu erwartende Wirkung der Droge. Die Vorteile ergeben sich von selbst. Das Erleben macht einen sicher im Geist, was aber natürlich nicht heißt, dass man danach Rauschmittel geistlos missbrauchen soll. Des Weiteren ist die Verträglichkeit ebenso möglich, Allergien besser abzuschätzen und im Notfall besser zu behandeln. So wird einer Überdosierung durch Toleranzaufbau entgegengewirkt. So war es Jägern damals möglich, die Tollkirsche zur Erweiterung der Pupillen und somit zur Steigerung der Sehkraft bei Nacht einzusetzen, durch Fingerspitzenkonsum, Mikrodosierung. Zwiespältige Probleme, Einsamkeit, Trauer, geistige Müdigkeit, Leere, Trostlosigkeit und weiter hinderliche Gedanken sollten vor Konsum bewältigt werden. Im schlimmsten Fall verfällt man tief in Depression oder Psychose, da man sich nicht so einfach aus der Gedankenschleife befreien kann, vor allem wenn man dies nüchtern schon nicht kann. Das Fallenlassen klappt nur schmerzfrei, wenn man nicht gerade Karussell fährt. JK, really? Der Johnny ballert übel, ich hat's wieder nen Dübel. 4:20 Uhr in der Nacht. Komm, wir smoken noch ne Tüte, Baby, ich bin noch gar nicht müde. Und wir puffen einen an auf dem Dach. 4:20 Uhr in der Nacht. Du stehst grad auf, ich bin noch wach. Find mal wieder keinen Schlaf. Verpenn dafür den ganzen Tag. Und ich smog mich wieder ins Koma. Und ich zieh wieder das Coca. Coca wieder. Lines auf dem Spiegel und ich zieh sie weg. Weiß ich mein, ich hab weiß, ich zieh's mir wieder immer rein. Weil ich dann nicht schlafen kann, dann find ich mir wieder einen. Dreh das Gift ins Paper rein, direkt im Port aus Amsterdam. Auch so viel vom Kelly Weed, dass ich wieder marschiert. Oh, she's sweet, ganz gepiekt, ungesunder Lebensstil. Ich bin dicht, ja, und ich rauch und rauch. Lass den Smoke in die Wolke. Der Johnny ballert übel, ich hat's wieder nen Dübel. 4:20 Uhr in der Nacht. Komm, wir smoken noch ne Tüte, Baby, ich bin noch gar nicht müde. Wir puffen einen an auf dem Dach. Und ey,
Lieber, ey, mal einen Joint rauchen, ne? Als immer nur Chemie, Alter, in die Fresse, Digga, ne? Und ey, ich hab jetzt einen Laptop, ne? Und da kann ich auch mal... Kapitel 6. Trip gut vorgestellt. Trippe auf einer Fantasie weg. Stell dir unter jeder Erfahrung die wohl einfachste Erfahrung deines Lebens vor. Du meisterst ja scheinbar alles. Bis hierhin. Ach, und morgen lebst du auch noch. Weil du verdammt nochmal gut bist, darin einfach du zu sein. Also sei du. Eifer dem nach, was dich glücklich macht. Stell dich da, in tausend Situationen. Spiel deine Rolle, wirke auf der Bühne des Erlebens mit einem heldenhaften Schauspiel. Zahle Aufmerksamkeit und Zeit im geistigen Bewusstsein der Erde. Du bist Teil von etwas ganz Großem. Aber unvorstellbar für uns ist das Größte, was lebt. Wir schaffen ihm einen Ort der Schönheit. Er lebt, er liebt, er lässt Licht und Dunkelheit harmonieren. Sein Wille ist es, indem er uns, also die Menschheit, teilhaben lässt an seiner unbeschreiblichen Lebenslust. Aber versteht Lust nicht falsch, wie Sex oder Rausch. Das ist es auf keinen Fall. Nur das Prinzip des Geschlechts steckt in allen Dingen. Das Prinzip der Schöpfung bezieht sich immer auf zwei Dinge. Mann und Frau. Positiv und negativ. Das Negative ist auf gar keinen Fall nichtstuend. Ganz im Gegenteil, von ihm geht die umkreisende Kraft auf das positiv geladene Teilchen aus, welches die ausführende Kraft am Ende sozusagen wirkt. Nur weil eins das andere anzieht. Ein Mann mit Macht zieht Frauen an, aber eine Frau ist es, die die Männer antreibt. Wie auch immer. Auf einem Pegasus reitest du mit deinen Gucci-Shorts durch die Atmosphäre. Ketamin Galaxy. Stell dir Dinge wie Zauberei vor, Gedankenspiele und die schönsten Träume. Denk an schöne Menschen, schöne Orte, Liebe und unintelligente Dinge. Blödsinn. Humor ist Blödsinn. Aber es ist schön. Wie eine Droge. Aus Blödsinn wird nie was Schlechtes. Es bleibt auf das, was es ist. Also versau dir die guten Dinger nicht, indem du sie dir immer und immer wieder erzählst. Denk dir neue aus, buntere, mit mehr Ruhe, mehr Frieden, mehr Brüder, mehr Schwestern und Familie. Eine heile Welt. Wir leben im Paradies. Hast du es immer noch nicht gecheckt? Werd erwachsen. Lern endlich deine Scheißwelt zu vergessen. Die neue ist da. Schon längst. Sei aufmerksam. Das ist das höchste Gut, was ein Mensch besitzt. Was glaubst du, warum dieses Spiel im Kindergarten Reise nach Jerusalem heißt? Eine gewisse Anzahl von Personen laufen mit Musik im Kreis um eine Reihe Stühle. Die Anzahl an verfügbaren Plätzen reicht aber nicht für alle Spieler. Mindestens ein Stuhl fehlt. Wenn die Musik plötzlich stoppt, solltest du zusehen, dass du einen Platz eingenommen hast, oder du scheidest aus. Game over muss nicht zwangsweise heißen, dass du keinen Spaß hattest. Streng dich an und konzentriere dich. Um etwas zu gewinnen, musst du es wirklich tief im Inneren wollen. Jedes Ende ist auch ein neuer Anfang. Mensch, ärgere dich nicht, sagt uns. Verlieren muss gelernt sein. Life is a game. Also sei nicht sauer. Und wenn dir jemand mit Zynismus begegnet, sei nicht zynisch zurück. Sei schlauer als er. Gib nach. Diskutier nicht. Versuch die Leute nicht zu überzeugen, sondern wirke einfach. Sie werden dich fragen, wenn sie was wissen wollen. Sei einfach gut gelaunt, vergess die schlechten Dinge, alle Negativität. Es heißt nicht, dass du nicht deine Probleme handeln sollst, aber mach lieber Herausforderungen daraus. Herausforderungen, auf die du dich freust, die dich stärker machen. Und trainiere dir deine Fantasie wieder an. Wie das gehen soll? Höre dir Fantasiegeschichten an. Geh auf Astral- oder Traumreisen. Denk dir Dinge aus. Sei kreativ. Hab Träume und Wünsche. Und schreib deine Geschichte. Erzähl sie dir so, wie du es dir vorstellst. In Harmonie, in Frieden. Wenn dein Geist noch etwas beschränkt ist, dann können dir die Drogen helfen. Vor allem die öffnenden Drogen. LSD, Ketamin, Pilze. Alles Halluzinogene regt deine Fantasie an. Denn in Wahrheit hat sich dein Verstand getäuscht. Die Welt ist anders, als sie scheint. Viel größer, viel magischer. You're 14, you got another one. Könnt ihr mich sehen? Ich bin drauf auf der Stage. Ich hab Drugs in den Veins. Puff das laut, mach mich dicht. Sag mir ein, der besser ist, ja. Probier der Xenis aus dem Blister. Drug-Ticker. Und der Apotheker geht.
Heizhusten will einfach nicht weggehen. Die Augen sind rot und die Nase verstopft. Ey, ich smoke das Dope und hab Coca gerollt. Take die Drugs, gib mir mehr. Ich sauf ab im Drogenmeer. Bleib ein Junk, ich hab nix gelernt. Up and down, mag die Drogen sehr. Kapitel Nummer 7: Die Lehre des Meisters. Der Meister der Drogen, er ist ein Übermensch, ein Meister des Bewusstseins, Manipulator und hervorragender Illusionist. Er erscheint oft wie ein Gespenst, manche jagen ihn und manche fürchten ihn, doch kann man ihn weder bezwingen noch entkommen. Er spielt, lacht, hat Lust an der Freude und Interesse an allem, was fern und ungewiss ist. Er hängt am Genuss, hält ihn regelrecht fest, denn sonst drängt die Dummheit ihn mit sich fort. Das bloße Interesse des Meisters rettet ihn vor dem Vergessen, beseitigt nach und nach die Trugbilder, denn er steht wider der Verbote unserer humanitär festgelegten Paragraphen und gesellschaftlichen Grundsätze. Wir Menschen urteilen zu schnell und allgemein zu viel, hinterfragen wir mehr und korrigieren wir uns einfach ohne Scham. Was wussten wir über die Welt in einer Zeit, wo Karten und Ländergrenzen nicht existierten, wo die Entdecker der Welt sich noch selbst enthüllten und eigene Gesetze nur als Abmachungen und Gefühlsempfindungen gegeben waren? Zumindest kann man sagen, dass die Existenz, aus dem alles hervorging, heute immer noch dieselbe ist. Alle kosmischen Gesetze waren damals und sind heute. Ja, nichts hat sich geändert, außer vielleicht unsere Feststellung im Bewusstsein. Wissen tun wir alles nur aus Glauben. Glaubt man nicht an etwas Höheres, Unscheinbares, so wirkt es trotzdem. Es vergeht nicht. Leben ist ein geschlossener Komplex. Das Sterben beendet den Zyklus des materiellen Erlebens. Wir machen uns das klar mit zunehmendem Lebensalter. Man ist lediglich anfangs nur eins von vielen Spermien, wird gezeugt von seinen Eltern, ist erst winzig, dann klein, dann groß und dann grau und kehrt wieder heim. Aufsteigen zum Ziel und herabsinken ins Grab in Dauerschleife. Unser Bewusstsein bleibt im Wesentlichen begrenzt und sieht somit auch nicht die gesamten Möglichkeiten der Dinge. Jede unserer Annahmen ist ein Vorurteil, so wie jedes Wort lediglich ein Vorurteil ist. Der Meister, er beherrscht die Verstandlosen, die geistig Blinden, unternimmt auch Versuchungen, uns Menschen mit Wissen zu beschränken, Meinungen zu spalten und die Neugierigen zu verunsichern. Doch teilen wir Menschen die Welt in Gut für uns und Böse gegen uns. Das lässt uns Unterschiede sehen, die unsichtbar für unser Auge sind. Als Beispiel: charakterisierende Worte sind Frequenzen, die uns öfters das wahre Wesen einer Person zeigen. Der Meister verfügt über jeden Bewusstseinszustand, kann verstärken und dämpfen. Er kontrolliert und herrscht. Nur deshalb ist er der Meister. Er ein Schicksal, was nie hätte anders werden können. Ich fasse den Mut aus Angst heraus. Die Perspektive wird klarer. Die Worte auf dem Papier geben sich endlich zu erkennen, als brauchbare oder unbrauchbare. Und wenn die Brauchbaren allmählich ihre Plätze einnehmen, sich alles ausrichtet wie die Teilchen im Eisen, die plötzlich anziehend und magnetisierend wirken, dann steht der eigene Weg nicht mehr ungewiss im Dunkeln. Die Erregung, die mit der Wahrnehmung dieses Vorgangs verbunden ist, nämlich wenn man zu sehen beginnt, nur weil ein kleines Licht einem die Ungewissheit nimmt, der enge Raum plötzlich erleuchtet und die Platzangst, welche doch nur eine falsche Annahme in unserem Kopf war, nach und nach verschwindet. Das Glücksgefühl, wenn man plötzlich weiß, es ist unumkehrbar und der Text wird gelingen. Mercedes und drive durch Venedig. Ich call die Bitch Shorty, doch sie spricht nur Chinesisch. Ich liefer Packs ab, DHL-mäßig. Leben für dem Karussell, alles dreht sich nur um Geld. In meiner Welt dreht sich alles nur ums Grab. In meiner Welt dreht sich doch alles nur ums Grab.
Und schieße, ich mach so viel Money, dass es nicht mehr auf ne Kuhhaut geht. Ich mach wieder paar Business Moves und zerfick das Finanzsystem. Ich schicke Schale drauf, es geht, früher war ich Skater. Und heute siehst du mich hier im AMG fahren. Hier steht's alle Haare auf, als wärst du Vegeta. Ich hab wieder mal Michel in meinem Paper. Zieh an meinem Joint, Dicker, sag mal bis später. Das weiß an deiner Nasenspitze wie ein Baker. Sitze im Mercedes und drive durch Venedig. Ich call die Bitch Shorty, doch sie spricht nur Chinesisch. Ich liefer Packs ab, DHL-mäßig. Leben für nem Karussell, alles dreht sich nur um Geld. In meiner Welt dreht sich alles nur ums Grab. In meiner Welt dreht sich doch alles nur ums Grab. Achtes Kapitel: Das nötige Mindset. Ich möchte mit diesem Kapitel keine spezifische Anleitung, sondern vielmehr die Verdeutlichung für mein Mindset geben, welches mit der nötigen Aufmerksamkeit und Nachdenkens von jedem bewussten Menschen verstanden werden kann. Das Ziel soll vor allem Selbstsicherheit und psychologische Stärke sein, aber auch philosophische und spirituelle Aspekte betreffend beleuchten, um eine kreative, positive, klare Denkweise zu fördern. Der Mensch von gestern strebt nicht nach Gleichheit, sondern danach, an der Ungleichheit als Privilegierter teilzuhaben. Mach dir klar, dass du ein ganz bestimmter Teil eines riesigen Uhrwerks bist. Es ist nur ein wenig Feineinstellung nötig, um die neue Zeit einzuläuten. Die Selbstliebe ist somit ein Einstellungskriterium, um seine wahre Aufgabe zu verstehen. Jemand setzt auf uns. Du musst anfangen, die Verantwortung für dich und dein Leben zu übernehmen. Du bist die Verbesserung in der Welt. Oft sehen Menschen das nicht sofort. Aber wenn du das Ziel kennst, sind alle ihre Worte nur Urteile über etwas unendlich Verschiedenes. Jede Wahrheit ist bedroht von einer Lüge. Alles Wissen ist halbwahr. Unser Verstand ist die perfekte Täuschung. Magie ist Mind Control und Schauspieler sind Illusionisten. Die Täuschung ist so authentisch, dass gezielt im Zuschauer Emotionen ausgelöst werden. Sie sind von Tränen gerührt. Du befindest dich seit deiner Geburt auf einer Bühne, in den unterschiedlichsten Rollen. Ohne das genaue Drehbuch zu kennen, wird es schwer werden, erfolgreich zu handeln und zu täuschen. Verlass dich nicht zu sehr auf deine Wahrheiten. Heute stehen sie noch als höchst wahrscheinlich und morgen sind sie scheinbar durch eine bessere ersetzt. Nur die Veränderung bleibt immer gleich. Der Rest bewegt sich und kombiniert aus einer bereits seit Beginn an festgelegten Masse. Jede Kraft, jede Verbindung und alles, was existiert, war bereits vor unserer Entdeckung da. Der Meister würde sagen: Egal wie tief wir gehen, egal wie hoch wir fliegen, wiederholt stellen wir fest, wie oben so unten, wie innen so außen. Der Gegensatz muss gegeben sein, um den Glaubenssatz zu erkennen. Die okkulten Lehren, sie sind geheim gehalten worden, weil sie also nicht für Spötter und die geistlose Masse bestimmt waren. Ich fand sie, weil ich 12 Jahre nach Wahrheiten suchte und hinterfragte. Doch alle Wahrheiten, die ich fand, waren nur der Teil einer noch größeren Lüge. Diese Lüge nennt sich der Spiegel der Welt. Es ist nicht real, eine Illusion. Wir erkennen nur die Informationen, die im Frequenzbereich unserer Augen und Ohren liegen. Der unsichtbare Teil scheint uns erst real, wenn wir ein Gerät zum Verarbeiten und Visualisieren haben, wie ein Radio oder auch eine Uhr. Wie können wir also je sicher sein, etwas genau zu wissen? So können wir in einem Labyrinth voller Spiegel zwar den Ausgang sehen, aber im nächsten Moment gegen den Spiegel rennen. Zur Skepsis rät man, doch quälte mich dann der Gedanke oft so lang, bis ich ihn zu Ende gedacht habe. Und die Skepsis sich in eine gewisse Klarheit oder Annahme verwandelt. Es ist kein Regelwerk, was ich schreibe, eher ein zeitgenössisches Beleuchten der universellen Gesetze des Lebens. Es ist das Prinzip jeden Universums und somit in Anwendung für alle Lebewesen bestimmend. Versuche sie nicht nur durchzulesen, sondern versuche sie zu verstehen. Nimm dir jede Woche eins davon vor, auf das du dich konzentrierst. Nimm dir dieses Kapitel des Buches regelmäßig zur Hilfe, um die ersten Eindrücke und Anwendungen zu verinnerlichen. Die Urform dieser Gesetze wurde bereits im alten Ägypten und Griechenland gelehrt. Ihr Überbringer, somit der Meister aller Meister, ist auch bekannt unter dem Namen Hermes Trismegistus, der dreimal Größte. Und deswegen nennt man diese Gesetze auch die hermetischen Prinzipien. Ich fand eines Tages auf der Suche nach Wahrheit das Kybalion, ein Buch über die hermetische Lehre. So bekam ich das letzte Puzzleteil, um den Geist aus der Lampe zu befreien. Der Meister der Drogen, er gab mir einen Einblick und machte mich mit der Macht des göttlichen Bewusstseins vertraut. Ich versuchte, die Wirkung der Gesetze in meinem Leben zu erkennen und anzuwenden. Hier nun eine kurze Übersicht der 7 hermetischen Prinzipien, die wie folgt lauten.
Erstens. Das All ist Mind. Dieses Gesetz ist der Grund aller Existenz. Es besagt, dass alles im Universum durchströmt wird von derselben Ursubstanz, die wir auch als Formen von Energie in ihren verschiedenen Graden von Schwingungen kennen. Zweitens. Das Prinzip der Resonanz oder Entsprechung. Die okkulten Lehrer verwenden den Satz, wie oben so unten, wie unten so oben, wie im Kleinen so im Großen, wie innen so außen. Man kann sagen, alles Äußerliche entspricht immer seinem innersten Wesen. Ein Beispiel, das Atom ist der kleinste Baustein der chemischen Elemente. Der Aufbau ist mit einem Planetensystem vergleichbar. Das dritte Prinzip ist das Prinzip der Schwingung. Es besagt, dass nichts in Ruhe ist. Alles ist in ständiger Bewegung. Alles schwingt, selbst Todes verwest. Stell dir ein Rad vor, was beschleunigt wird. Ab einer gewissen Geschwindigkeit bzw. ab einem gewissen Schwingungsgrad sieht das Rad für das menschliche Auge so aus, als stünde es still. Ein Atom funktioniert ebenso nach diesem Prinzip. Das vierte Prinzip ist das Prinzip der Polarität. Es besagt, dass alles zwei Seiten hat, zwei Pole. Dieses Prinzip erklärt somit, dass nichts ohne ein entsprechendes Gegenteil existieren kann. Die Dualität der Dinge. Sie sagt aus, dass sämtliche Widersprüche in Einklang gebracht werden können und von ihrem Grund her identisch sind. Es manifestieren sich zwischen zwei Extreme dann verschiedene Grade. Ein Beispiel wäre hier warm und kalt. Im Kern ist es die Temperatur, hell und dunkel. Im Kern sind es die Lichtverhältnisse, Liebe und Hass. Im Kern sind es die Gefühle. Fünftens, das Prinzip des Rhythmus. Alles fließt, aus und ein. Der Schwung des Pendels äußert sich in allem. Der Ausschlag des Pendels nach rechts ist das Maß für den Ausschlag nach links. Rhythmus gleicht aus. Sechstes Prinzip, das Prinzip von Ursache und Wirkung. Jede Ursache hat ihre Wirkung und jede Wirkung hat ihre Ursache. Alles geschieht gesetzmäßig und hat seinen Grund. Zufall ist nur eine Beschreibung für eine Wirkung, deren genaue Ursache uns nicht bekannt ist. Jedoch gibt es immer eine Ursache bzw. eine Folge von Ursachen für ein Ereignis. Das letzte Prinzip ist das Prinzip des Geschlechts. Geschlecht ist in allem. Alles hat männliche und weibliche Prinzipien. Das Prinzip des Geschlechts offenbart sich auf allen Ebenen. Das Konzept von Yin und Yang, zwei Prinzipien, die einander perfekt ergänzen und eine Einheit bilden. Man achte auch auf den kleinen weißen Punkt im Schwarzen und den kleinen schwarzen Punkt im Weißen. Das männliche und das weibliche Prinzip, sie hängen voneinander ab und sie brauchen einander. Nur so können sie ihre volle Stärke entfalten und gemeinsam etwas Neues schaffen. Dies nur als grobe Übersicht der hermetischen Gesetze. Ich werde jetzt etwas näher auf mein Mindset eingehen. Merk dir diese Gesetze gut. Verinnerliche sie dir und wende sie auf deine Umwelt und alle Dinge, die du findest, an. Du wirst sehen, dass es nichts gibt und nie etwas geben kann, was nicht den universellen Gesetzen entspricht. Bei den Meistern kann es deshalb so wirken, als würden sie nicht von den Gesetzen beeinflusst werden oder als würden sie diese beherrschen können. Dies ist ein Trugschluss. Sie kennen nur die Gesetze sehr gut und wenden in erster Linie das Gesetz der Polarität an. So ist es möglich, das eine in das andere zu transformieren. Sie wissen, dass der Aufschwung auch einen Rückschwung zur Folge hat. Deshalb rechnen sie bereits mit diesem, bereiten sich vor und weichen dann geschickt dem Rückschwung aus. Der Tag, als ich ein Schüler des Meisters wurde, war es vom Gefühl her so, als wäre gerade ein neuer Morgen angebrochen. Ich begann wirklich alles zu verstehen. Nicht im Detail, sondern im Wahrheitsgehalt. Die Wirkung war unbeschreiblich, für diesen einen Moment. Ich meine es ernst, wenn ich sage, so muss sich eine Erleuchtung anfühlen. Es war ein sonniger Tag, ich hatte einen unglaublichen Tatendrang und spürte das Selbstbewusstsein in Verbindung mit einer absoluten Sicherheit. Es war so, dass ich plötzlich ein sehr intensives Licht der Sonne wahrnahm. Die Welt scheint auf einmal viel größer und tiefgründiger zu sein. Das Interesse und die Vorfreude war so groß, als würde man eine neue,
ganz andere Welt zum ersten Mal betreten. In der darauf folgenden Zeit lernte ich mit der spirituellen Hilfe des Meisters und mit gutem Willen und Zuversicht aus der Trostlosigkeit zu entkommen und jede Abhängigkeit in mir in Selbstbestimmung zu transformieren. So fing ich das Schreiben an und machte mir Notizen. Ich suchte gezielt nach Metaphern, um die Gesetze mir und möglichst auch vielen anderen klarzumachen. Im folgenden Abschnitt gehe ich etwas detaillierter in mein Mindset und beschreibe dessen Überlegenheit sowie die Anwendung im Alltag und bei Suchtverlangen. A. Alles beginnt im Geist. Das Universum in seiner höchsten Form ist geistig. Alles ist von ihm ausgehend erdacht und nach bestimmten Prinzipien errichtet. In der Bibel heißt es: Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Johannes. Dem göttlichen Gesetz entspringt von Grund auf die gesamte Schöpfung. Alles wird von ihm durchdrungen, es bestimmt und ordnet. Wir erkennen nur seine Manifestation, seine Natur. Das heißt, seine Bestimmungen und festgelegten Gesetze in ihrer objektiven und scheinbaren Wirkung. Wir entscheiden deshalb nicht richtig oder falsch. Wir meinen, glauben, raten, forschen und erkennen. So ist jede Meinung nur eine Sicht und somit wird jede Beobachtung durch die innere Annahme und von den äußeren Einflüssen von unserem beschränkten Verstand bewertet. Die Schöpfung zu erkennen, halte ich für besonders wichtig, aber vor allem auch schwer, wenn man dann nicht in der Lage ist, seine Annahme zu ändern. Es ist vergleichbar so unmöglich wie das Beschreiben von Farbe für einen Blinden. Wie soll er verstehen, ohne sie je gesehen zu haben? Gott ist kein Ding, keine Sache. Gott ist das Gesetz der Schöpfung. Das, was alles belebt. Es bildet für die spirituellen sowie die materiellen Dinge einen genauen Bauplan. Es existiert nichts im gesamten All, was undurchdacht oder keinen direkten Grund für seine Existenz hat. Es lässt den erkennenden Menschen einen Anteil haben an seinem göttlichen Bewusstsein. Es gibt uns Muster zum Erkennen mit logischen Abfolgen, bis zu einem Punkt, den unser Bewusstsein nicht genau definieren kann. Ein geistig zerstreuender Widerspruch. Im Paradoxon, da lebt Gott. Wir können das zum Beispiel durch Mathematik erkennen. Die Zahlen 1 bis 9 sind in ihrem Wesen begrenzt, bieten aber dennoch eine unbegrenzte Anzahl an Kombinationen und Variationsmöglichkeiten. Die Grundlage der Informatik kennt nur zwei Zustände, an oder aus. Jedes digitale Bild, jedes Programm, jeder Automat, jeder Rechner verfährt nach diesem einfachen Prinzip. Die heilige Geometrie zeigt uns ebenso optisch, mit welcher hohen Logik jedes Detail durchdacht ist. Jedes Schneckenhaus, jeder Wirbel, jede Blüte, alles folgt einem göttlichen Wachstumsplan. Beweise dafür liefern hier die Fibonacci-Folge, der goldene Schnitt oder die Vortex-Mathematik. Es erschafft alle Farben sowie alle Töne der Tonleiter. Wir können mit diesen festbestimmten Dingen arbeiten, aber wir können weder eins auslöschen noch eins dazu erfinden. All sonstiges Wissen über das Wesen der Dinge ist höchstens nur eine weitere Erkenntnis, wenn nicht sogar ein Trugschluss oder Irrglaube. Die Dinge, die daraus entstehen, sind halbwahr und ständig veränderlich. Unsere Theorien beweisen sich als richtig oder falsch, nicht die Dinge selbst. Die Dinge selbst waren von Anfang an in ihrer Natur gleich. Ja, und auch, wenn du vielleicht glaubst, dass du dir sicher bist, sei dir bewusst, dass man dir zu jeder Zeit plötzlich das Gegenteil beweisen kann. Deshalb urteile nicht direkt, nur weil du die Dinge noch nicht verstehen kannst. Hinterfrage jede deiner inneren Annahmen. Ich gebe dir ein Beispiel. Stell dir vor, du fährst Auto. 60 km/h innerorts. Vor dir zieht einer raus, der schleicht konstant 40. Überholen ist durch die enge Straße riskant, also drängelst du ein bisschen. Du bist leicht genervt, weil du hast Stress. Der Fahrer vor dir, er bremst ruckartig ab und du klatschst dem hinten in das Heck. Wie sieht das weitere Szenario nun aus? Ihr beide steigt aus dem Fahrzeug, wutentbrannt. Er schreit: Sie Affe, Sie sind mir hinten draufgefahren. Sie waren doch viel zu schnell. Und du so: Du blöder Penner, hast mich ruckartig ausgebremst. Er ruft die Polizei, die nehmen den ganzen Sachverhalt auf. Reifenspuren werden ausgemessen, Lackproben gesichert und die Unfallstelle fotografisch dokumentiert. Alles wird berechnet und ausgewertet. Nun, was glaubst du, wie die Geschichte ausgeht?
Mit einem Falschurteil? Wer weiß. So ist das mit dem Recht und Unrecht. Beides ist zur gleichen Zeit. B. Erkenne das Gute und Schlechte. Gut und Böse steckt in allen Dingen. Alles hat seinen Gegensatz, wie oben so unten. Lerne, dass die Einheit immer aus mehreren Dingen zusammengesetzt ist, so wie du und ich von Körper, Seele und Geist. Die Philosophie, Religion sowie Meditation und Sport helfen dir dabei. Der Geist ist Bewusstsein, Intelligenz, hat freien Willen. Die Seele ist ein Lebensprinzip, das dem Geist folgt. Sie ist der Atem des Lebens im All. Ergründe das Reich der unbegrenzten Möglichkeiten, die Fantasie. Halluzinierte, aber bewusst. Erkennst du, dass alle Ideen, die du hast, scheinbar aus dem Nichts kommen? Dieses Nichts ist ein unendliches Gedankenmeer. Willst du Maßstäbe setzen? Dann hebe zuerst die Grenzen in dir auf. Brech die Schranken des Menschen. Hab Mut und sei ein wenig verrückt. Oder ist dein Verstand nicht auch nur eine Stimme in deinem Kopf? Eine Übung. Lerne das Meditieren. Verstehe das Wesen der Stille. Und dass du diese als innere Ruhe in dir selber immer finden kannst, egal wie laut und hektisch es auch um dich sein mag. Erinnere dich an Situationen, erlebe sie nochmal in Gedanken und stelle dir die Dinge detailliert vor. Du kannst damit deine Gefühle steuern. Begib dich auf Traumreisen, denn wir sind alle Visionäre. Das Schreiben, Lesen oder ganz allgemein Kreativität fördert die Vorstellungskraft. Du besitzt einen höheren Teil der Schöpfungskraft. Und diese ist immer erst rein geistig, also mental. Du bist in der Lage, etwas aus dem Nichts in die Realität zu holen und zu erschaffen. Das heißt, du kannst all deine Träume wahr werden lassen. Nichts ist unmöglich. Du solltest das Schlechte nicht verteufeln oder ignorieren. Du musst nur erkennen, dass es nur darauf wartet, verbessert zu werden. Wenn du also Dinge siehst, die falsch laufen, rede nicht bloß oder reg dich noch gar darüber auf, sondern denk nach, wie du das vielleicht besser machen könntest. Oft sind es Kleinigkeiten, die Sinn machen. Versuch allem, was dir passiert, im Kern etwas Gutes abzugewinnen. Versuche immer, das Positive zu fokussieren und sorge für ein harmonisches Umfeld. Das Jetzt, wo die Dinge sich ändern können, ist nur dieser flüchtige Moment. Der Rest vorher ist Geschichte und alles danach ist Fiktion. Die Zeit ist immer nur ein Augenblick. Konstant bleibt nur die Veränderung. Alles fließt zum Positiven. Man kann Katastrophen, schwere Zeiten und Kriege als notwendiges Übel für den Fortschritt und die Entwicklung betrachten. C. Träume und Schwerter. Du solltest ein Ziel haben, einen Traum, den du entgegenstrebst. Diesen Traum solltest du nach und nach aus dem Schlafzustand in den Wachzustand holen. Erstmal nur als einen Gedanken, da Erfolg nicht von heute auf morgen garantiert sein wird. Stetiger Erfolg setzt Anstrengung und guten Willen voraus. Zuversicht und Hingabe zum höheren Zweck. Genau das macht den Anfang von einem guten Leben aus. Schreib auf, was du willst. Setz dir ein Ziel und manifestiere dir nur Positives. Nur so beseitigst du deine Fehler. Führe innere Konflikte. Sag dir offen, was du schlecht an dir findest. Ich habe zum Beispiel eine Liste mit Dingen gemacht, welche ich gerne an mir ändern würde. Habe auch Freunde und Familie befragt, was man denn so an mir verbessern kann. Ich stellte dabei fest, man sieht sich oft viel schlechter als all die anderen, die man befragt hat. Deswegen vergebe dir und allen falschen Entscheidungen in deinem Leben. Vergebung heißt in Gedanken etwas abzuschließen und hinter sich zu lassen. Du kannst Dinge nicht rückgängig machen, du kannst nur weiterlaufen. Richte also besser deinen Blick nach vorne. Du musst der Vergangenheit schlechtes Bild für dich akzeptieren und zumindest das weitere Leben auf deine Art schön zeichnen. Du darfst kein Problem daraus machen, sondern wie gesagt eine Herausforderung. Dein Weg war hart? Ja, vermutlich war er das. Aber du bist nicht allein, weil jeder Mensch leidet. Selbst der mit dem größten Wohlstand. Menschen mit hartem Schicksal oder schlechter Kindheit sagt man häufig eine gewisse Schlechtigkeit voraus. Doch kann das Erlebte durch Polarisierung zum wichtigen Auftraggeber des eigenen Erfolges werden. Umso mehr du erträgst, umso stärker wirst du am Ende sein. Was man vor sich selbst verbirgt, ist es, was man herausfinden soll. Hier erst beginnt der Mensch seinen Charakter und sein Wesen zu verbessern. Übung. Das Gesetz der Polarität ist, wie so oft, der Schlüssel zu unserer Entdeckung vom Grund des Fehlers.
Der Fehler muss offen als solcher von uns definiert werden. Nur wir können uns das sagen, andere können uns nicht ändern. Wieso, weshalb, warum ist oft schon ausreichend, um auf die Ursache zu kommen. Die Suche sollte aber immer auch das Wenn und Aber berücksichtigen, sowie den eigenen längerfristigen Vor- und Nachteil, also im Prinzip die Frage, für was genau suche ich eigentlich? Die Entdeckung ist nie das letzte Ziel, setzt dir das höchste Ziel fast schon utopisch, förmlich unerreichbar. Und am besten so, dass alle von deinem Gelingen profitieren. So garantierst du, dass dein Ziel, deine Verbesserung in der Welt gelingt. Du wirst womöglich so hoch wie keiner auf der Leiter steigen. Motivation zur Selbsterkenntnis. Erkenne, dass Schönheit auch Vergänglichkeit bedeutet, aber wahre Schönheit vielmehr etwas Tiefes und Ewiges ist, so wie Liebe. D. Anziehung und Ausstrahlung. Finde heraus, dass es ein Gesetz der Anziehung gibt. Erkenne, dass du nur das anziehst, was du selbst bist. Denk nach, bevor du etwas sagst oder tust. Das Polarisieren, wie oft schon gesagt, also die Sache zu erkennen und beide Seiten sich klar zu machen, kann wieder helfen. Zwischen verschiedenen Graden derselben Sache, desselben Dinges zu unterscheiden. Stärker werden heißt nachgeben. Denn wenn wir in die Knie gehen, um danach wieder aufzustehen, dann verbessern wir uns. Versuche andere zu bereichern. Erfreu dich an ihrem Gelingen und tu jedem etwas Gutes. Du wirst die Wirkung der Resonanz nur merken, wenn du dein eigenes Wesen dafür verantwortlich machst, was dir passiert. Sei ein bester Freund. Die Menschen um dich herum sehen dir zu. Deine Geltung ist abhängig von ihrer Aufmerksamkeit. Zwinge dich zum Lachen und du wirst sehen, dass alles herum fröhlicher wirkt. Deine Erwartungen sollten nicht durch Materialismus geprägt sein. Habe Ideale, die mit Geld nicht zu kaufen sind. Sei stur und stark. Der Stolz ist Belohnung für dein Leben. Also zweifle nie daran, gut zu sein. Liebe hat immer existiert. Wir spüren sie vor allem in dem für uns Selbstverständlichen. Oft sieht man sie auch in Form von Mitleid. Sie steckt vor allem in Leidenschaft und Leidensweg. Da findest du ihr Potenzial. Es fließt am Ende immer zur Liebe hin. Und so auch deine Emotionen und Gefühle. Diese werden durch Impulse von Äußerlichkeiten und somit deren erzeugter Schwingung zur anstoßenden Kraft deiner Gedanken. Und schließlich schwingen sie in deinem Kopf hin und her. Eine Übung. Versuche beim nächsten Einkauf, dich noch vor dem Geschäft zum Lachen, also zur Fröhlichkeit zu zwingen. Zieh das durch, bis du den Laden wieder verlässt. Du wirst bemerken, die Menschen wirken augenscheinlich angesteckt bei Blickkontakt. Vor dem Einschlafen habe eine Art Ritual, in welchem du dich daran erinnerst, was du dir wünschst und wirklich willst. Träume, ruh dich aus. Wie schon gesagt, lerne, was Stille bedeutet und dass diese in dir zu finden ist. Sei gechillt, auch wenn's schwer ist. Aber was bringt's dich aufzuregen? Sing laut, blödel herum, erzähl Witze, denn Humor ist eine unglaublich mächtige Eigenschaft. Denn nicht etwa durch Hassen, sondern durch Lachen tötet man etwas für sich. E. Dein Glaube ist dein Schicksal. Oder anders gesagt, du bist morgen das, was du heute glaubst. Diesen Satz solltest du dir bewusst machen. Denn wenn du den Ausgang kennst, wird alles ruhiger. Jede Angst verschwindet und die Verbesserung aller Lebensbereiche wird dir ein Gefühl der Belohnung geben, welches dich nie wieder umkehren lässt. Das ist diese Selbstsicherheit, die jeder braucht. Sei mutig und man wird es dir reichlich danken. Doch um mutig zu sein, muss man zuerst leiden. Man muss Angst haben, um diese dann wiederum in Mut zu verwandeln. Insgeheim wird die bestürzende Durchschnittlichkeit des eigenen Lebens als ein Mangel an Mühsal und Leiden empfunden. Zwang kann Fessel oder Halt sein. Druck macht krank. Und krank zu sein macht meistens noch mehr Druck. Ein Arzt einer Krebsstation in den USA, welche mit Orgonenergie nach Wilhelm Reich ihre Patienten behandeln, sagte, der Krebs, er macht die Menschen geistiger, spiritueller. Sie beginnen dann erst über ihre Lebensweise und ihre Art nachzudenken. Die Leiden als Wirkung ihrer ursächlichen Umstände und Verhalten zu sehen. Die Kraft wirkt ebenso mental. Das Gewicht, was ich einer Sache gebe, entscheidet bereits im Voraus meine Haltungsweise. Gesundheit ist ganzheitlich. Seele, Geist und Körper sind drei Aspekte des gleichen Dinges, Mensch. Wer gesund sein will, der wird es. Mit der nötigen Haltung ist auch der Substanzgebrauch mit dem eigenen Willen und zum eigenen Wohle nutzbar. Übung. Etwas zu glauben heißt, es für sich anzunehmen. Deshalb glaube nur etwas, was dir auf positive Weise nützt,
Frag dich, an was wohl erfolgreiche Menschen glauben. Sag nicht, ich kann das nicht. Sag lieber, ich kann das noch nicht. Religion ist in Deutschland zu großen Teilen als negativer Begriff definiert, weil die Leute glauben, dass es viel Leid, Zwang und bloßer Hokuspokus ist. Mit dem Verständnis der hermetischen Lehre wirst du auch diese mit anderen Augen betrachten. Energie geht nie verloren. Verstehe, was das heißt. Energie ändert lediglich ihren Zustand, ihre energetische Form. F. Life is vibration. Schwing dich hoch. Du musst dir klar machen, dass alles Frequenz ist. Höher oder niedriger schwingende Frequenz. Unser Gehirn verarbeitet Frequenzen zu Bildern, aber nur bis zu einem bestimmten Schwingungsgrad. Sonst würden wir von Informationen überlastet wohl ziemlich schnell durchbrennen. Worte sind etwas Festes, auch wenn sie nur kurz hörbar waren. Sie sind gesagt und nicht rückgängig zu machen. Wer denke, dass der Satz, es war nicht so gemeint, ein Pflaster ist, was ganz schlecht klebt. Schweigen ist Gold. Keiner hat lange Respekt vor einem Redner, der nichts tut, als reden. Die Menschen wollen Macher sein und danach bewertet man schließlich. So war es schon immer. Wenn du das nächste Mal jemanden anschreist, dann sei dir bewusst, dass er ab da an genauer hinschaut und dich still bewerten wird. Das gesprochene Wort hat zwar keinen sichtbaren Körper, doch gibt ihm wohl unser Blick die erkennbare Eigenschaft dazu. Der Mund ist etwas Äußerndes, ein Instrument, was einem sofort zeigt, wer Harmonie in sich trägt. Und so auch oft darauf verweist, wie viel er sich im Denken übt. Mach dir klar, wer du bist und wer du sein willst. Übung. Ein Vorbild zu haben kann anfangs von Vorteil sein, bis zu einem gewissen Punkt. Freundschaften sind gerne definiert als Zweckbeziehung. Der Zweck, mit dir befreundet zu sein, sollte sich nur auf dein Wort und dein freundliches Wesen reduzieren. Humor ist überall da angebracht, wo man dich zornig macht. Egalisieren verändert hin und wieder positiv. Lass dir am Arsch vorbeigehen, was dich bedrückt, und nimm dir für die Lösung des Problems einfach mal ein anderes vor. G. Die Welt ist groß und wir sehr klein. Entdecke und wundere dich. Schau genau auf eine Sache, doch denk auch daran, so tief sie dich auch berührt, dass die Klarheit, um den Grund eines trüben Gewässers zu sehen, immer von Ruhe nach aufwirbelnder Bewegung ausgeht. Oft ist es das Stillstehen selbst, welches ab einem gewissen Punkt zu weiterer Erkenntnis und Einsicht führt. Ist etwas klar, dann hat man nur seinen inneren Zweifel beseitigt, dass die eigene Annahme Ruhe gibt. Also, es ist der Drang des Gewissens. Ob es richtig oder falsch ist, sei damit also nicht gesagt. So ist das Verzweifeln an einer Sache letztendlich oft einer der treibenden Wegweiser zum Glück. Sei dennoch hungrig nach der Anschauung, denn so bist du gut zu Fuß. Doch bedenke, dass der zu sehr damit beschäftigt ist, sich in einer fremden Umgebung zur Geltung zu bringen, von ihr auch nicht viel sieht. H. Erwarte nichts und rechne mit allem. Das heißt, erhoffe und befürchte nichts. Hab keine Angst vor etwas. Wo Furcht ist, fehlt nur Mut. Geh hin und wieder Risiken ein. Sei dir aber vorher sicher und rechne mit eventuellem Verlust. Sei dir sicher heißt, hab einfach Vertrauen auf dein Bauchgefühl. Du erkennst es am inneren Signal der Vorfreude. Es ist das Selbstbewusstsein an sich. Oben halten kann man es nur, indem man aufhört zu verlieren. Also hört auf, das Glück irgendwo da draußen oder in irgendwelchen Dingen zu suchen. Es ist immer da. Jeder hat es. Immer und überall ist Glück. Es ist nur ein Ausdruck für das, was wir als die Freude über etwas Unvorhergesehenes deuten. Glück kommt daher immer als Assoziation des Zufalls. So ist die Freude am Spiel nicht nur der Gewinn an sich, was uns reizt, sondern auch die Erwartung. Wir erwarten Glück für uns. Wir gratulieren anderen und wünschen viel Glück, als wäre es zwingend notwendig, Glück haben zu müssen. Der Zufall bestimmt also das Glück. Diese leichtgläubige Annahme der Belohnung führt unmittelbar zu Frust. Wer spielend durch das Leben geht, muss also ein guter Verlierer werden, um nicht noch frustrierter den Spaß am Spiel ganz zu verlieren. Glück ist ein Gegensatz. Bedeutet, ein anderer hat dann wohl Pech. Es ist also nur eine Schmeichelei deines Egos, welche dir die kurzzeitige Belohnung der Annahme gibt, Glück zu haben. Deshalb ist wichtig, glücklich sein ist nicht nur ein Moment, sondern eine Lebenseinstellung des Wollens. Will man Glück haben, so muss man zuerst erkennen, dass man ein Pechvogel ist, also ein Vogel, der zwar augenscheinlich frei ist, aber einfach nicht hoch genug geboren bzw. tief genug gestürzt ist, um zu merken, dass er eigentlich fliegen kann. So in etwa wie das Huhn.
Ist nicht alles eine Art Glück im Unglück, somit ein scheinbarer Gewinn, trotz des anstehenden Verlustes? Es zählt doch am Spiel vielmehr der Spaß an sich, somit ist das Spiel an sich schon der Gewinn, nämlich der Gewinn an Freude. So freut man sich doch selten über das eigene Verlieren, wohl aber, wenn andere verlieren. Wo man Schadenfreude als die schönste Freude definiert, da lebt ihr. Wir lachen über den unaufhaltbaren Zerfall. Wieso auch nicht? Schließlich ist alles vergänglich und geht in seiner Form irgendwann verloren. Es ist nicht weg, nur gerade nicht mehr zugänglich oder eben nicht nutzbar für uns in diesem Moment. Verlust macht dir klar, es ist Platz für etwas Neues. Das Glück ist immer da, wo du es verstehst, ob in Liebe oder in Reichtum. I. Ganz gelassen dir selbst vertrauen. Hinterfrage alles, ganz einfach aus Prinzip, denn die Leute sagen Dinge wie: Alles ist möglich. Aber das geht nicht. Die Träume werden wahr, aber die Chance hast du verträumt. Es ist so leicht, ich mache es mir schwer. Aller Anfang ist hart, jedes Ende ist der Beginn von etwas Neuem. Hochgeflogen, aber tief gefallen. Übung macht den Meister. Du brauchst Talent dazu. Ich werde mich ändern. Menschen kann man nicht ändern. Ich bin stolz auf mich. Sie sind doch alle neidisch. Du kannst mir vertrauen. Vertraue keinem. Das Wort hat Gewicht. Der Wille zählt. Am Großtun erkennt man die Kleinen. Die Letzten werden die Ersten sein. Aber der ist echt das Letzte. Was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Der Schwächere tut sich stark. Man muss stark sein, um Schwäche zu zeigen. Du bist dumm. Der Klügere gibt nach. Arbeit ist das halbe Leben. Du lebst in den Tag. Es reicht, gib her. Nach mir die Sintflut. Der Mensch stammt von Affen ab. Aliens muss es aber geben. Aber sicher nur auf anderen Planeten, weil wir sind das Volk, also Prost. Fragen kostet nichts, aber nicht jede Frage bringt dich voran. Vertrau auch hier auf deine innere Stimme. Lass dich vor allem nicht aufhalten, dein Ziel zu erreichen. Du sollst deshalb nicht ständig nach einer Erlaubnis fragen, dies oder jenes tun zu dürfen. Tu es einfach und bitte nachher um Verzeihung. Die Menschen sind in vieler Hinsicht nachgiebig, wenn man sich einfach bei ihnen entschuldigt. Das Einfache lässt, wie gesagt, viel beiseite. Das heißt, es muss von einer Fülle ausgehen. Man lernt nach und nach und merkt dann erst, wie einfach es ist. Ein Tag hat 100 Taschen, sagt man. So mache ich heute vieles mit innerem Drang und Blick auf das Ziel. Ich schlafe gerne, ruhig und viel. Wenn ich etwas will, dann tue ich es einfach eine Weile, bis ich es automatisiert habe. Es wird unterbewusst und nebenher. Da die Ordnung zu meistern, das braucht Übung. Ich liebe das Chaos und plane kaum. Treffe einfach spontane Bauchentscheidungen ohne Hintergedanken. Ja, ich fühle mich sogar fast schon bedrückt, wenn ich nicht spontan und flexibel sein kann. Nur so bin ich von einer tiefen inneren Ruhe geerdet. Übung. Komm regelmäßig zur Ruhe. Hab Zeit mit dir alleine oder nur zu zweit mit deinem Partner. Lass dann einfach los. Sich fallen lassen setzt Vertrauen voraus. Wer gut schläft, hat keine Zweifel oder Gewissensbisse. Motiviere dich jeden Tag aufs Neue. Mach dir klar, talentiert und besonders zu sein. Deine Aufmerksamkeit ist ein begrenztes Gut und somit enorm kostbar. Genau deshalb ist Werbung so teuer. Aber sie lohnt sich. Jeder Mensch ist ignorant. Der Unterschied liegt nur im geistigen Niveau. Das Niedere bekommt keine Beachtung. Zumindest das Wesentliche sollte geltend gemacht werden. Zeit ist Geld. Ruhe ist Luxus. Gönnt euch die Zeit, die ihr braucht, überstürzt nichts und vor allem sorgt euch nicht. Ihr könnt mit ruhigem Gewissen die neue goldene Zeit begrüßen. An meinem guten Wesen soll die Welt genesen. Sie hat mich geliebt, das hat die Welt verdient. So ein paar Reime sind oft schon ausreichend für positive Denkrichtungen. Bring überall kleine Zettel und Botschaften mit. Gerade Reime verinnerliche ich mir durch meine Leidenschaft zum Schreiben und zur Musik sehr gut. Der Mensch stellt sich Dinge vor, er träumt, sieht mit geschlossenen Augen, träumt luzid, trainiert die Funktion der Zirbeldrüse. Ich beschreibe in Kapitel 10 dieses Prinzip noch etwas genauer. Ein hochbegabter Niedriglöhner zu sein, ist wohl das schönste Leben. Man braucht Vertrauen und Selbstsicherheit, eine Art gesunder Eitelkeit. Falls es noch nicht ist, dann wird es noch mit euch werden. Lehnt euch deshalb zurück und schaut zu. Es ist nun mal bestimmt. J. Haucht ihr Leben ein. Es gibt kein Gut oder Schlecht,
weil wer weiß denn schon, was am Ende zum Guten führt und was zum Schlechten. Dinge, die wir als gut definieren, sind in Übermaß schlecht und tragen zu unserer Verdummung regelrecht bei. Die Dummheit ist nicht für immer beständig. Menschen entwickeln sich, aber für unsere Verhältnisse recht langsam. Also hab keine Angst. Dir fehlt nur ein wenig der Hauch des Lebens. Ein schmaler Grat zwischen Genie und Wahnsinn. Ein Übertreten, ein Kopfschütteln. Ein sich vormachen. Das geschieht unbewusst, durch langes Einreden und Glauben. Man verarscht sich selbst, das geht ganz einfach. Man kann dies aber auch durchaus im positiven Sinne. Vielleicht das eindrucksvollste Beispiel für die Anwendung der Polarisierung des Gehirns aus einer Abhängigkeit eine Freiheit umzudenken, das ist doch das Atmen an sich. Übung. Lerne richtig zu atmen. Atemtechniken sorgen im richtigen Moment für die nötige Ruhe, den Ausgleich. So wie ein guter Bissen Nahrung oft entscheidet, ob man positiv oder betrübt in die Zukunft blickt, so ist das Konzentrieren auf den Atem notwendig, um die innere Ruhe und die innere Sicherheit zu kontrollieren. Gehe in die Natur, campen, Bushcraften, Lager bauen oder ähnliche Aktivitäten, die jung machen. Drill dich regelmäßig und spür, dass du am Leben bist. Dusche wechselwarm, erst heiß und dann kalt. Taste dich ran, wenn du sehr empfindlich bist. Versuch jedes Mal ein bisschen länger und etwas kälter zu duschen. Das Ziel sollte sein, 60 bis 180 Sekunden bei einer Wassertemperatur von 15 Grad Celsius auszuhalten. Es ist am Ende wirklich leichter, als es am Anfang zu sein scheint. Es wird das Immunsystem für 24 Stunden pushen und für dich wie ein Energieschub wirken. Und es gibt da eine Art, die man pflegen soll. Die stille Freundlichkeit, die eine stillschweigende Wiedergutmachung ist. Nicht an einem Einzelnen, sondern an allen. Sie entspringt einem Bewusstsein der Menschenferne. Man zieht sich in die Berge zurück, blickt von oben auf die Menschen wie Nietzsche im Zarathustra. Sie sagen, die Menschen, so als sprechen sie von einer anderen Rasse. Ich hörte damals Rapper über ein hartes Leben rappen. Ich wollte vielleicht auch so hart sein. Ostdeutschland brennt, mein meistgehörter Track auf Soundcloud. Doch keine Spur von Betroffenheit. Mehr Drugs, mehr Junks, mehr Cops, mehr Kriminelle. Die Worte begannen sich aber nach und nach zu verbreiten. Der Mensch hört zu, dank der musikalischen Unterstützung. Ich hab dran geglaubt, nun ist es da. Ich hab's aus Eigenliebe getan, aus Geltungsdrang. Geld ist nur der sichtbare Aspekt dieses Prinzips. Es wirkt für viele als Macht, doch dabei ist es bloß Papier. Die Macht, die geben wir ihm. Das können wir nur, weil uns eben Macht zuteil wurde. Welche Macht wir dem geben, liegt an dir. Besser ist, sich aus der eigenen egoistischen Selbstliebe herauszufördern, sich anzuspornen. Eine gewisse Selbstgefälligkeit, die schützende Eitelkeit, macht uns unempfindlich für die kritische Meinung der anderen. Ernst Jünger nennt sie die pöbelhafte Eigenwärme. Geld ist eine illusionäre Darbietung von Zeit und Macht. Bei vielen ist der Drang nach Geld nicht nur illusorisch, sondern wahrhaftige Annahme. Eine digitale Zahl bestimmt letztendlich den Wert. Das scheint bei näherer Betrachtung völlig hirnrissig zu sein, aber es funktioniert durch die bloße Aufrechterhaltung der Annahme. Geld hat Wert. Sei zuerst einmal minimalistisch, frag dich, was du wirklich brauchst. Und wenn du dies festgestellt hast, dann ist es kinderleicht, reich zu werden. K. Karma regelt. Jede Wirkung hat eine Ursache. Wir können sie alle ergründen. Wir müssen nur fragen, also innerlich darum bitten. Dann wird uns die Antwort zuteil. Wir haben eine begrenzte Aufmerksamkeit und Wahrnehmung. Die Schöpfungskraft aber nimmt alles aufmerksam wahr. Du wirst gehört, wenn du alleine bist, so komisch es auch klingt. Nichts geschieht heimlich, ohne Grund. Es gibt eine direkte, sichtbare oder hörbare kurze Wirkung und eine lange, stille, vom Karma abhängige Wirkung. Manches laute Echo holt dich noch im Schlaf ein, wenn du träumst. Wir sind die Suggestion des göttlichen Bewusstseins. Du bist ein Speicher voller Informationen. Es kann nichts gelöscht werden. Du hast nur die Möglichkeit, zu aktualisieren, ein Update zu machen. Geschichte heißt Aufstapeln der Dinge. Manches liegt verborgen unterm Schutt der Zeit. Doch muss ein Samen nicht auch begraben werden, um zu keimen? Ein Baum strebt zur Sonne. Er lebt von ihrer Energie. Doch um kräftig zu werden und in die Höhe zu wachsen, muss er sich zuerst tief verwurzeln. Das heißt, sein unbedingter Wille, nach oben zur Sonne zu wachsen, erfordert, dass er sich vorerst von ihr entfernt und dahin wächst, wo keinerlei Licht oder Wärme vordringt. So ergibt sich der Gesamtschnitt eines Baums,
doch oben wie unten ein ähnliches Bild. L. Kreiert, wirkt. In keiner anderen Kunst, nur in der Musik, ist das gesamte Weltall, was immer die Wissenschaft über seine Entstehung, seine Beschaffenheit und sein Ende noch herausfindet, jederzeit vollständig als zu empfindende Dimension enthalten. Hör dir die klassischen Meister an. Die Wirkung auf die Gefühle ist intensiv spürbar, wenn man sie hört. Binaurale Beats oder Ayahuasca-Musik können zu einem Rauschzustand führen. Erhebe dein Geist, dass du den Sinn des Lebens endlich begreifst. Zieh es doch ein, die Welt ist groß, du bist klein. Man sucht sich nicht aus, wer man wird. Man hat keinen Einfluss darauf, ne? Ein freier Wille ist es nicht. Bring das Licht in die Dunkelheit und rette damit die Welt. Bring das Licht in die Dunkelheit und erleucht dich damit sehr. Aber lass dich nicht täuschen von dem Geld. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Lass dich nicht täuschen, denk nicht materiell, weil alles an deinem eigenen Geist hängt. Du willst was ändern, doch bist es nicht. Du bekommst, was du verdienst. Du kriegst das, was du bist. Du wünschst dir viel, dann glaube an dich. Kein Ende in sich, doch ein Ende voraus. Du hörst nur nicht damit auf. Selbst wenn sie es dir zeigen, siehst du es nicht. Geblendet vom Licht, bist du vorbei an dem Glück. Und so willst du es nicht wahrhaben, dass schon alles da war. Und nur weil du es dir nicht wahr machst, bist du heute noch am Anfang. Also spar dir das Gelaber, weil du nicht merkst, dass die Lüge wahr war. Die Sonne scheint, ziehst dich nicht warm an. Jetzt ist dir kalt, weil die Wolken nicht da waren. Und es schneit. Die Vergangenheit war eine Enttäuschung. Du fühlst Hass und Schmerz. Ich kann dich verstehen. Doch enttäuscht heißt also, du bist nun nicht mehr getäuscht. Das ist im Grunde genommen doch gut. Also, warum fühlst du dich schlecht? Wir sehen gerade das Ende der Täuschung. Wir stehen nicht wieder am Anfang. Wir stehen am Ausgang des alten Lebens. Das heißt gleichzeitig, dass du den Eingang in ein neues Kapitel betrittst. So schreibt sich die Geschichte. Und du? Du bist auf Emotionen und Gefühle hereingefallen, weil du Liebe zwar spürst, aber nur als ein Gefühl der Lust definierst. Du hast vergessen, Selbstverständlichkeit ist nie selbstverständlich. Die Liebe vieler Menschen ist oft nur verbunden mit einem gedachten Vorteil und einem anhänglichen Profitieren. Liebe ist eher das selbstverständliche Mitleid und gegenseitiges Vertrauen. Man muss definieren, bevor man liebt. Denn am Ende ist das das Einzige, was dir bleibt. Jede falsche Definition hält dich nicht auf, an der Liebe und dem Guten zu zweifeln, und du willst dich regelrecht bewusst wieder an ihrem hohen Wesen täuschen. Um frei zu leben, musst du kein Teil der Täuschung werden. Das ist nur das Spiegelbild der verkehrten Welt, was du siehst. Schau dich um. Ist nicht alles doch recht gut und friedlich um dich? Du musst also deine Annahme wieder richten, der Realität anpassen und in Harmonie bringen. Hör auf, an die Presseberichte und die aufwirbelnden Nachrichten zu glauben, denn sie sind alle halbwahr. Wir neigen von Natur aus dazu, geistige Dinge als Luxus zu betrachten, als eine Art Anhängsel. Essen, schlafen, Geld verdienen, das hat für uns Vorrang. Und die Zeit, die wir ihnen widmen, ist uns heilig. Mit Gebet, Meditation und Studium beschäftigen wir uns nur, wenn uns danach zumute ist, und schon die kleinste Laune schiebt sie beiseite. Du musst Prioritäten setzen, die deinem inneren Selbst angemessen sind. Du musst dich fragen, ob das alles im Leben ist. Stelle einen Plan für spirituelle, bereichernde Aktivitäten auf und halte dich genauso daran, wie ein Workaholic sich an seinen Arbeitsplan hält.
Menachem Schneerson. Eine Anmerkung noch zusätzlich. Um euer Bewusstsein zu stärken, euch vom Suchtgedanken loszureißen, hilft Folgendes. Lesen und sich bilden hilft wohl am allermeisten. Ratsam ist sich mit Psychologie, Philosophie, gesunder Ernährung, innerer Ruhe, Meditation und spezifisch dem Manifestieren zu beschäftigen. Es gibt viele Hörbücher auf YouTube. Gute Ratgeber sind da zum Beispiel Neville Goddard, Eckhart Tolle oder William Walker Atkinson. Ich hau euch noch einige Autoren und Bücher in die Beschreibung unter dem Video, die empfehlenswert sind von meiner Seite aus. Allgemein das Lernen von Neuem, was euch interessiert und Freude bereitet, lenkt euch erstmal vom eigenen Suchtgedanken ab. Das Bedürfnis wird aber nur durch das eigene gute Gewissen nachhaltig entkräftet. Geht in die Natur, der Wald ist besonders gut, denn dort gibt es so etwas wie Stress nicht. Mir persönlich hat es geholfen, Amphetamin als eine Art Ausgleichsdroge zu konsumieren. Jedoch muss es mit großer Sorgfalt angewendet werden. Der nützliche Effekt ist, dass Alkoholkonsum sowie Cannabis kaum spürbar und an sich als sinnlos erscheint, wenn man auf Amphetamin ist. Zusätzlich lenken die Festgänge regelrecht vom Konsumgedanken ab. Dazu raten würde ich dennoch nicht, bevor das innerliche Wollen nicht durch das Selbst gefestigt ist. Hey. Yeah. Die Träume meiner Kindheit, die sind heute schon Utopie. Und nein, ich träumte nie von einem Leben auf der Street. Ey, ich bin wieder am Block, am Rotieren. Frag mich, was mach ich noch? Hab ich mich zuerst völlig falsch fokussiert? War mein Bewusstsein nicht bereit dafür? Jetzt hab ich mit meiner Mind akzeptiert. Alles hat seine eigene Magie. Alchemie, Alchemie. Außen wie innen, Pole können springen. Die Wörter tragen Schwingen. Also überleg dir gut, was du erzählst, ja. Hüte deine Stimme, ey Digga, überleg mal. Alles läuft dir in Kreisen, also warum sollst du leiden? Nimm die Vergangenheit, wie sie ist. Zu viel reden, sollte ich schweigen, ja, die Zeichen dieser Zeit. Also kalt, die Krankheit, die nie heilt. Weil jeder kämpft allein, ich mach mich wieder heil. Ey, das Ort, das steckt in Geist. Kapitel Nummer 9. Annahme, Auswirkungen und Eingebungen. Ich habe mir schon einiges an Drogen gegeben, auch exzessiv und manchmal auch unbedacht. Aber wirklich geschadet hat es mir so gesehen noch nie. Ich würde sagen, ich bin durch das Kiffen etwas müde, vergesslich und langsamer geworden. Oft kommt man körperlich nicht voran, aber dafür geistig zur Erkenntnis. Ein Extremfall war mit etwa 19, nach 7 Tagen ohne richtigen Schlaf. Ich hatte eine Art Nahtoderfahrung. Meine Seele schien wie losgelöst in diesem Moment über dem Körper zu schweben. Die Musik war intensiv spürbar und das dunkle Zimmer wurde immer mehr mit Licht gefüllt. Ich hatte keine Angst, ganz im Gegenteil. Ich war auch geistig völlig hoch. Nur war mein Körper recht angestrengt, den Kreislauf in Gang zu halten. Umkippen durch rasches Aufstehen und durch Dehydrierung war auch schon mal drin. Am härtesten war der Konsum von einem Legal High. Ich hatte schon Erfahrungen damit gemacht, aber dieses Zeug aus England mit dem zynischen Namen Box of Pandora sorgte für ein Verkrampfen, Augenverdrehen, einschließlich Wegtreten für 1 Minute, nachdem ich das Zeug in einer Bon geraucht hatte. Kurz danach war ich aber auch schon wieder auf den Beinen, mit etwas leichter Comic-Ansicht und hohem Kontrast auf den Augen. Ich habe auf jeden Fall daraus gelernt, dass legale Substanzen, sogenannte Research Chemicals, im Grunde immer neu und ungewiss sind. Deshalb sollte man besonders vorsichtig sein mit der Art Experimenten, weil durchaus rasche Überdosierungen und folgenschwere Schädigungen auftreten können. Hin und wieder gibt es dann bei langen und zu hohen Dosierungen kein Rauschen mehr, sondern viel eher eine trügerische Stille. Das Über-Ich scheint stumm. Ein Gefühl der Überhitzung. Eine Art Brennen im Hirn von zu hoher Anstrengung. Man ist ausgebrannt, leer und nicht mehr zu einer Aufnahme von Informationen wirklich fähig. Es folgt dann der Datenstau. Der Mensch ist so ausgeklügelt konzipiert, dass
bei einzelnen Ausrutschern die Schäden recht schnell regeneriert und die ursprünglichen Funktionen problemlos wiederhergestellt werden. Die Verarbeitung erfordert den Schlaf und die natürliche Pendelbewegung muss zeitlich synchronisiert werden. Es muss sich im Grunde alles wieder in Ruhe einpegeln. Um im Hier und Jetzt zu sein, muss Körper und Geist sich wieder gleichschalten. Nach 2 bis 3 Tagen in etwa waren bei mir jedes Mal alle Nachwirkungen dann auch komplett verschwunden. Das kann passieren, wenn man unbedacht alles in sich reinschaufelt, treu nach dem Motto, Hauptsache es klatscht ordentlich. Diese Moral ist es, die Konsumenten dumm macht. Gefährliches Halbwissen kann durchaus tödlich enden. Ich für mich habe keine bleibenden Schäden bemerkt, auch keinen direkten Rückgang der Denkfähigkeit. Nach allen erlebten Exzessen war definitiv Alkoholüberdosierung wohl immer die schlimmste Form der Nachwirkung. Ich hatte mir vor fast jedem Konsum einer Substanz immer schon ein Bild gemacht, was ich grob bei der Substanz zu erwarten habe. Das meiste klang besser, als es am Ende war. Nur die Nebenwirkungen waren wahr, aber anfänglich unscheinbarer als in den Berichten beschrieben. Drogenabhängigkeit erlebt man nicht wie den Ausbruch einer Krankheit. Viel eher schafft man sich Umstände, die dazu führen. Man programmiert sie in das Bewusstsein, das geistige Erleben fesselt. Die Auswirkungen auf die Gedankenkraft halte ich für das Erlebnis schlechthin. Billiger und besser als Urlaub ist nur der geistige Rauschzustand, die Traumreise in die Astralebene, das Mindsurfen. Egal ob Zauberpilze, LSD, 2CB, MDMA oder Ketamin, man muss sich bei allen in den Rausch fühlen, ihn kennenlernen, sich in gewisser Art herantasten. Vorsicht heißt vorausschauen. Sucht will den Ausgang finden. Den Ausgang, verstehst du? Mach ihn dir klar, such ihn. Spürst du Ungewissheit? Dann denk nach. Der Meister sagt, nutze die Drogen dazu. Sie sind ein Geschenk. Und denk genau darüber nach. Also streng dich an. Frag dich, wo alles nach und nach hinführt, bis du grobe Facetten deuten kannst und immer mehr davon erkennst. Die Konturen sich definieren und es klarer wird. Bis dahin, wo du dich selbst siehst. Fokussiere dich und erkenne die Aufgabe in deinem Leben. Korrigiere nur ein paar Feinheiten. Definiere dir die Abläufe und Rhythmen. Nutze den Verstand und die Wahrnehmung dafür, alles zu erkennen. Hast du ihn einmal gefunden, ist das nicht das Ende, sondern ein Anfang. Aus dem Labyrinth zu kommen, ist schwierig, aber die Freiheit lohnt sich ohne Zweifel. Wird dir der Weg bis zum Ausgang nun mehr Freude bereiten? Ketamin steigerte besonders meine geistige visuelle Empfänglichkeit. Ich kombinierte davon etwa 0,4 mit 0,2 Gramm sehr reinem Crystal und legte gut 6 Nasen davon. Etwa nach der 3. Nase hatte ich ein Drückgefühl auf beiden Schläfen und kurz danach war ich raus. In der Sichtweise der 3. Person. Ich sah mein Pro Dirty Age in einem Musikvideo. Das Video geht viral, heißt also, er wird es als erstes von uns schaffen. Dann war die Eingebung schon vorbei. Ich sagte es ihm gleich, etwas nuschelnd als Sprachnachricht. Womöglich, dass er mich gar nicht richtig ernst nahm in dem Moment. Ob das genauso eintritt oder nicht, spielt keine Rolle. Der wichtigste Punkt, um erfolgreich zu sein, ist, du musst an die Sache glauben. Der Blick mit Zuversicht nach vorne, die Vorstellung und Annahme wird dadurch Realität für uns. Es gibt ein Happy End, ich habe es gesehen. Dann lass uns endlich Freude haben und lachen. Wir können es diesmal wagen, das Vertrauen. Die Waffen beiseite legen. Wir können eins werden im Bewusstsein. Die Gemeinschaft. Dann können wir jede Aufgabe endlich zusammen meistern, die Welt vereinen und die Arten in ihrer Vielfalt behalten. Die komplexe Harmonie zeigt, wie jeder Mensch ein einzigartiges Formteil in der Maschinerie des Kraftwerks Erde ist. Alles hat seinen Sinn, alles hat seinen Zweck. Sei der Mensch, den du selbst am liebsten treffen würdest. Wir müssen uns nur noch ausrichten, jeder für sich. Also auch die Drogen. Sie haben uns jahrelang darauf aufmerksam gemacht. Damals hat man vom Stein der Weisen gesprochen. Der Stein ist der mentale Schlüssel zu allen Türen. Die Schamanen haben keinerlei Richtlinien gebraucht. Es war ein bewusstes Experimentieren. Schaut euch die ganze Mystik und Gestaltenvielfalt in der Mythologie Europas an. Sie benutzen die alte Sprache, um zu beschreiben. Zwerge, Elfen, Waldgeister und allerlei Kreaturen. Sie sind wahr gewesen im vergangenen Bewusstsein. Wir sehen sie mit dem heutigen Bewusstsein anders, darum erkennen wir es nicht gleich. Aber es ist verbessert, kennt mehr Begrifflichkeiten. Gerade die deutsche Sprache ist äußerst beschreibend im Wortlaut und allgemein sehr an Materie gebunden. Dann gab es zusätzlich das damals tiefsitzende Naturverständnis. Handeln nach dem Trieb und Instinkt war treibend. Wir heute leben eher entfernt davon, blicken von oben herab, sind mental sehr sensibel
komplexe Denkweisen, Regeln und Ordnung, der Glaube an Forschung und wissenschaftlich in der Annahme. Macht der Globus nach Einigung wieder den Schritt zurück zur Denkweise von dem Erkennen der Naturgesetze? Das heißt aber nicht, dass wir zurückgehen, sondern metaphorisch gesehen wird der Datenstrang komplexer. Wir erreichen eine höhere Stufe. Der Informationsfluss wird schneller. Es werden bald andere Aufgabenfelder für die Menschheit geschaffen. Niedere Arbeit wird weiter durch die Robotisierung der Industrie verschwinden. Der Fleischkonsum wird zurückgehen. Der Rausch wird seltener durch Substanz. Meditation wird sicher mehr Beachtung finden. Durch das Bewusstwerden über Gesundheit werden Pharmakonzerne nach und nach verschwinden. Ärzte behandeln kaum noch Krankheiten, die von Immunschwäche ausgehen. Energie wird nach Nikola Teslas Prinzip revolutionär. Magnetresonanz wird die Lösung sein. Ein Punktemodell und Sozialsystem. Ein Geldsystem als Kryptowährung. Autos verschwinden, fahren wird kostenlos. Drogen werden legal. Das ist gut für uns, um zu lernen. Um zu dem inneren Fokus unserer Potenzialentfaltung zu kommen. Es sollte somit alles nach und nach ruhiger werden. Die Menschen müssen die Zeit erst eine Weile für sich wahrmachen. Sie müssen glauben, um es zu sehen. Wir sind schon längst dort angekommen, falls du es noch nicht bemerkt hast. Wir können also feiern, den Trip genießen und den Rausch bewusst mit Drogen lenken. Der Ausdruck Partydrogen sagt also, du musst gute Laune haben, heißt also in der richtigen Stimmung dafür sein. Dass etwas reibungslos abläuft, braucht Zeit und gute Erfahrung. Die besondere Feinheit in der Abstimmung sowie das ganze Konzept erfordert zuerst Training und Spürsinn. Kinder motiviert man lange mit Süßigkeiten, jedoch war der viele Zucker dann auch letztlich ein Müdemacher, genau wie der Kaffee auf Dauer. Ein Stimmungskiller, wie sich herausstellt, bei allen Gewohnheiten mit Drogen. Also macht eure Stimmungen nicht verantwortlich dafür, irgendwelche Drogen zu nehmen. Besorgt euch erst die Stimmung und dann die Drogen. Ansonsten manifestiert ihr euch in ein Unbewusstsein hinein, worüber ihr keine Kontrolle mehr habt. Ihr habt Kohle, ihr kauft davon Drogen. Es macht Spaß. Habt ihr keine Kohle, dann verkauft ihr Drogen. Zieht wegen Drogen Leute ab und schaufelt euch euer eigenes Grab mit den Drogen. Dennoch, Drogen sind, was sie sind, nämlich da und somit wahr, also mit Nutzen. Das hohe Bewusstsein hat das bereits verstanden. Die letzten Datenpakete für diese Informationen laufen ein. So kommt doch die Vollendung der allgemeinen Geltung mit dem Gewicht an Massen einzeln daher, sowie die einfache Entscheidung nach all der Arbeit, es mit einer Bezeichnung eben geradezu einfach zu machen und es zu einer Leichtigkeit hochleben lässt. Dies ist bereits still im Gange. In Berlin schon angekommen, das Eingeständnis der Politik. Macht ihr doch selber die Regeln im Görlitzer Park. Wir urteilen überhaupt nicht mehr. So könnt ihr alles nehmen, wenn ihr wollt, aber bitte denkt an euch und eure Gemeinde. Drogen sind Teil des Erwachens. Der Schlaf war zuerst, also reines Gedankenspiel. Dann kam das Bewusstsein durch Anordnungen von Sein und Nichtsein zu den ersten Strukturen, hell und dunkel. Die Zustände an und aus in einer bestimmten Art angeordnet enthielt somit die Information, sich für unsere Wahrnehmung zu formen, ähnlich wie bei einem Computer. So ist ein Bit ein Teil, den wir für uns geordnet und benannt haben. So wirkt die Entwicklung als Quellcode auf das Sinnbild der Materie. In erweiterten Aspekten ist eine Unvollkommenheit eine Unordnung, also nur fehlende Struktur. Das heißt also, ein Plan muss erdacht werden. Und der Mangel an Informationen wird allgemein zusätzlich unseren Horizont beschränken. Doch eine kleine Info reicht, um ihn unendlich oft neu zu setzen. Eine Grenze gibt es nicht. Alle Informationen haben ein Ziel. Jede Information deckt etwas auf, macht uns etwas klar. Sie machen frei, deswegen sind sie häufig verboten. Bewusst wird falsch erzählt und geschrieben. Doch wie man es liest, da kommt es drauf an. Weil wenn der erfolgreiche Mensch von der Freiheit spricht, dann ist es für ihn wie ein Gespenst, das ihn jede Nacht heimsucht. Waffen fördern Freiheit. Noch zu stark, um der Waffe überflüssig zu sein. Und genauso ist es mit den Drogen. Also nehmt sie, benutzt sie. Geil ist, wenn's ballert. Also fühl es intensiv, saug es auf. Erleb mehr, indem du wieder zum Kind wirst. Der Verstand sagt dir schon, richtig oder falsch. Oder bis wohin du gehen kannst. So muss man auch schlechte Nachrichten verarbeiten. Aber nur bis der Datenmüll und seine schlechten Verbindungen klar werden. Also hörst du, das A und O ist... Du musst gut drauf sein, drauf sein, drauf sein. Immer gut drauf sein. Drauf sein, drauf sein, drauf sein. Immer gut drauf sein. Also als erstes legst du dir erstmal ein Ziel fest. Wo
wohin du willst. Also, es ist egal, welches Ziel. Du musst dir einen Fokus setzen und dann Schritt für Schritt dich voranarbeiten, sodass alles zu Positiven hinfließt. Check. Es ist perfekt, dieses Leben. Dieses Leben. Hab es mir so sehr gewünscht. Aber so ist das Leben. Wünsche sind dazu da, dass sie sich erfüllen. So wollte ich gestern noch ne Rolli haben. Swoosh. Tada. Funke, Funke. Jetzt trage ich sie am Arm. Glitzer, Glitzer, Bling. Ey, wollte ich 24k. Bling, Bling. Und heute sterbe ich Goldbahn. Früher war ich arm, heute bin ich reich. Früher war ich broke, ey, ich hatte eine schwere Zeit. Ja, jetzt hab ich's geschafft, ja, das war auch super leicht. Denn eines Tages schlief ich mal vor dem Fernseher ein. Dann wachte ich auf und puh. Money on my mind. Wie viele bunte Scheine. Krieger Bilder, Krieger, Krieger Bilder. Macht hat heute, wer viel Geld hat, ja. Hast du gedacht, kommt Inflation und ein Brot kostet jetzt eine Million Euro. Für ein bisschen Nahrung gibst du Goldlohn. In dein scheiß Ego ist der Volkstod. Und du fragst dich echt, warum freie Energie heutzutage noch unterdrückt wird. Wegen dir, Idiot. Und selbst wenn wir auf den Mond können, gegen Leuten wie dir bleibt es trotzdem verboten. Also hörst du, das A und O ist, du musst gut drauf sein, drauf sein, drauf sein. Immer gut drauf sein, drauf sein, drauf sein, drauf sein. Immer gut drauf sein, immer drauf sein, drauf sein, drauf sein, drauf sein. Immer gut drauf sein, drauf sein. Sei nicht immer so eine miese Bitte. Tu mal ein bisschen lächeln. Ja, das freut das Universum, wenn du lachst. Dann lacht das Universum mit. Ja. Danke, Ronny. Sehr, sehr schönes Lied. Wirklich. Eine kurze Geschichte. Ich habe letztens in der Spielo mit 15 Euro 575 Euro gewonnen. Dann spendierte ich für die Crew und mir habe ich auch ordentlich gegönnt. Man hat ja keinen Bezug zu diesem schnellen Geld. Dann nochmal rein, wieder gewonnen. Ich wollte den Automaten studieren und verstehen lernen. Ich wollte unbedingt wieder gewinnen. Ich verliere zwar gerade, aber kommt noch. Ab dem Moment des wiederholten Gewinns hatte ich wieder mal Blut geleckt. Ich habe am gleichen Abend noch alles verzockt. Mir Kohle geliehen, wieder alles verzockt. Es ging so weiter und so fort, mehrere Tage irgendwann mit 1000 Euro Minus, dachte ich, okay, egal, scheiß drauf. Wut ist das, womit sie dich am Ende kontrollieren. Der Zorn, nur deswegen spielst du, weil du wütend bist auf den Verlust. Aus Frust steckst du Scheine rein, weil es dir eben nicht egal ist zu verlieren. Du willst es zurück, doch die Chance kommt nicht schnell genug. Es muss dir egal sein, selbstverständlich, sonst kommt gar nichts. Außer Freispiele auf 10 Cent vielleicht, aber 1000 Euro sind weg, find dich damit ab. Deine Spielweise ist entscheidend. Oft gewinnen Anfänger durch konzentriert sein und ohne Erfahrung, damit auch kein Druck des Scheiterns. Also habe ich aufgehört zu zocken, lieber Drogen geholt und dann eine Woche mal schön drauf hängen geblieben. Dieses Buch geschrieben, also doch noch irgendwie Glück gehabt. Ob Beziehungen, Termine, Chancen, Gesundheit oder Geld, für Drogen habe ich echt schon fast alles aufs Spiel gesetzt. Ich habe mich gehen lassen, mein Kopf gedämpft. Die Freude am Rausch ist dann nüchtern betrachtet auch nur eine innere Freude am Erleben des veränderten Bewusstseinszustandes. Der Zustand des Dauerrausch muss sich anfühlen wie Nüchternheit. Alles ganz normal, wie gewohnt. Uninteressant ist gewöhnlich nichts, nur haben wir Denkmuster für die höheren Dinge, sodass uns die sichere Annahme nicht mehr zur Neugier bewegt. Mich hat es auf eine andere Art in die Höhe gehoben, mir einen anderen Blick auf die Sache verschafft, um die kleinlichen Dinge erst einmal von weiter oben ins Auge zu fassen. Meine falsche Annahme, die hinter der Nüchternheit lag. Also, um aufzuwachen, zog ich Crystal, Pep und Kidder, Mischkonsum auf dem höchsten Level. Es besteht gewiss Lebensgefahr bei solch gemischten Cocktails. Ich rate strengstens davon ab. Es harmonierte aber miteinander.
trotz der Gegensätzlichkeit von Upper und Downer. Überragend ohne Zweifel, aber sehr gefährlich und für den Kreislauf extrem belastend. Der Geist ist sehr weit oben. Das Ketamin lähmt den Körper. Es ist ein Narkosemittel, um zu träumen. Ohne dass es direkte Auswirkungen auf die Atemfunktion der Person nimmt. Es trennt spürbar Körper und Geist. Schmerzen werden nur als Druck gespürt, denn die Seele hat kein Schmerzempfinden. Nur der Körper empfängt und der Geist fühlt. Das musste der Mensch spürbar lernen. Eine Seele ist ein Datenpaket. Der Mensch ist die Verpackung. So liefert dieses Datenpaket Informationen aus seinem vorherigen Testleben, merkt sich somit jeden bereits gegangenen Weg und bringt mit jeder Information, die ankommt, eine Auswertung für die Software mit. So wird alles superschnell, ohne eine groß spürbare Verzögerung, aktualisiert und das hohe Bewusstsein ist immer up-to-date, somit am besten geschützt und nicht manipulierbar von anderen. Es ordnet die Dinge, verbessert Funktion und gleicht aus. Die Kraft wirkt erst von außen, unscheinbar, dann als Gedanke in uns. Die Sicht im Third-Person-Mode war eine Erkenntnis auf Ketamin. Wie ein Computer sich aufhängt, geschieht das auch bei der Erhöhung und Überlastung des eigenen Datenverkehrs. Wir sind die Kraft eines Rechners, lediglich ein Paket an Informationen. All diese Informationen werden zugeordnet und einbezogen in das Projekt, haben also Einfluss am Verlauf, doch keine direkte spürbare Wirkung im eigentlichen Sinn, denn dieser Prozess ist dann bereits abgeschlossen, wenn er beginnt. Wir erleben die Installation zeitlich, nicht in einem Menschenleben. Die Idee ist ähnlich der Software, welche ein Update bekommt. Es wurde erst programmiert, bis das Programm nach dem Reset sich öffnen ließ. Das Gefühl in einer dritten Person kommt einem sofort vor wie ein Urteil. Man erkennt sich anders, wenn man herab auf sich blickt, als sei man der Drehbuchautor und der Schauspieler selbst. Hört mir zu, mir geht's gut, aber ich lebe hier im Dreck. Keine Sau interessiert es, ob ein Junge hier verreckt. Die Mütter sind gefickt, keine Jobs in der Gegend. Menschen sind verrückt in dieser Kopfwicker-Szene. Die Grenze wieder frei, das hier ist rote Zone, wo selbst Rentner und Mütter sich hart Drogen holen. Und kein Kinderspiel, Bruder, hör mir zu. Wo ist unser Leben? Gibt es jemand, der uns sucht? Ich musste rein in den Sumpf, ich hatte keine andere Wahl. Endlich genug Cash, um die scheiß Miete zu bezahlen. Fickt euch da oben, ihr macht mich kriminell. Na dann klaue ich euch die Waffen und rette diese Welt. Bruder, wo ist unser Leben hin? Sag mir, sind wir geboren, um auf Knien zu gehen? Wo ist unser Leben, Bruder, sag mir, wohin sollen wir noch gehen? Wie weit soll es noch gehen? Zehntens. Substanz, Konsum und Anwendung. Hier möchte ich nun aus Erfahrungswerten ein paar einzelne Substanzen beschreiben, ihre Wirkung sowie den für mich resultierenden Nutzen beleuchten und dazu meine Meinung abgeben. Als erstes widme ich mich dem Gebrauch von Cannabis. Das Kiffen ist für mich besonders wichtig. Deutlich geworden ist mir vor allem bekifft, was Drogen sind, nämlich ein Segen und ein Fluch zu gleicher Zeit. Gewicht zieht runter, es macht breit, heißt also, es macht dich stärker? Ich sag mal ja und nein wieder. Es ist so, dass der Begriff Stärke körperlich und geistig ausgelegt werden kann. Mentale Stärke, die Intensität der Gedanken, nimmt bei Cannabis zu. Körperliche Stärke hingegen nimmt ab. Kraft ist somit die aufbringende Energie, mit der ich etwas erzeuge, egal ob mental oder materiell. Macht bezeichnet sozusagen dann den Einfluss, den man auf die Dinge hat. Hanf bringt dich runter, gleichzeitig aber macht es dich high. Es macht dicht, aber es öffnet auch. Dein Körper wird schwer, doch im Kopf wird alles leichter. Es wirkt sich auf dein Bewusstsein aus, was dir sagt: Ey Digga, chill mal, mach dir keinen Stress. In der Ruhe liegt die Kraft. Wir packen das easy. Mach dir einen Smoothie und wir denken über all das nach, wofür wir sonst nie Zeit hatten.
Bei vielen Konsumenten von Drogen ist Weed das A und O. Vielleicht, weil es uns auch in dem Moment Leichtigkeit suggeriert, wo wir eigentlich Stress haben sollten. Allgegenwärtig ist die Hanfpflanze. Deshalb sagt man Gras dazu, weil es wächst wie Unkraut und es bringt uns allgemein zurück zur Natur. Hanf kann männlich oder weiblich sein. Zwitter gibt es unter Umständen durch Stressbedingungen. Geraucht wird aber meist nur die Blüte der weiblichen Cannabispflanze. Stand in der Nähe ein männliches Exemplar, dann kommt es zur Befruchtung und somit zur Samenbildung. Das Prinzip der Schöpfung. Männliche Pflanze produziert den Samenstaub, die weibliche Pflanze bildet die Blüte. Der dritte im Bunde ist der Wind. Er führt beide zusammen. Es kommt somit zur Befruchtung der weiblichen Pflanze durch Windbestäubung und damit bilden sich die Samen in der weiblichen Blüte. Die weibliche Hanfpflanze steckt durch die Befruchtung ihre gesamte Energie in die Samenbildung. Der Samen fällt in die Erde und braucht Regen und Sonne. Ein Gedanke, der mir kam, ist, dass alle irdischen Elemente dabei eine Rolle spielen, aber vor allem der Wind. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Er ist verspielt, er ist unberechenbar, er kühlt, stürmt, tobt. Ist er traurig, heult er. Ist er zufrieden, dann säuselt er. Er flüstert uns was ins Ohr, genauso wie unser Mind. Es ist spürbar, aber nicht direkt sichtbar. Es rauscht durch das Gras. Shakespeare hat angeblich gekifft. Wundern würde mich das nicht, denn es erzeugt ein Gefühl des Fallenlassens. Das heißt, das innere Mind beginnt zu fliegen. Die Gedankengänge werden intensiviert. Man weiß dann in etwa, wie bewusst ein Traum sich eigentlich für uns anfühlt. Die Menschen sollten das über Jahre vergessen. Die Zusammenhänge der Informationen über Körper und Geist sind sehr mächtig. Shaolin beweisen das. Alles ist möglich. Die Menschen aber hatten noch nicht die nötige Vorstellung. Kein Plan von der Harmonie. Eher wild verstreut und animalisch, so begann der Prozess der Ordnung und der Struktur. Die Natur hat für unsere Wahrnehmung Assoziationen geschaffen. In der Schrift heißt das Metapher. Cannabis soll uns nur ein paar Prinzipien erklären. Simpel eigentlich. Aber genug von der Träumerei. Ich denke, bei Cannabis hat das Verbot in Deutschland erst zum Konsumanstieg geführt. Sie haben erstmal Aufmerksamkeit erregt. Zeitgleich lebten die amerikanischen Stars vorbildlich das Gegenteil und bewarben regelrecht das Weed. Ja, gerade die Musik, also Rock und Rap, hat hier sehr viel Beitrag zugeliefert. Ich empfinde es mittlerweile eher als stressig, jeden Tag zu konsumieren ohne Pause. Denn wenn man täglich kifft, heißt das auch hohe Toleranz, also kaum Wirkung und Rausch. Für Kiffen braucht man Zeit. Hier verbreitet sich alles sehr langsam, nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ich meine aber, wir sollten bewusst und schleichend darauf aufmerksam gemacht werden. Ich bin der Meinung, es ist Teil eines Erziehungsprogramms gewesen. Keine Ahnung, wie lange das schon läuft. Aber ich meine, das Christentum musste wohl deutlich schlimmer installiert werden. Wir sollten kiffen. Sehr wahrscheinlich. Alles läuft nach Plan. Und wenn man die Gesetze kennt, dann sollte das jedem einleuchten. Falls nicht, dann kifft mal ein und denkt drüber nach. Als nächstes möchte ich Ketamin beschreiben. Kurz gesagt, Keta, es trennt uns von unserem Körper. Hebt uns geistig höher. Zuerst hatte ich ein Gefühl des neben mir Stehens. Als wäre ich jemand anders. Ich hatte aber gute Ideen für einen Song. Das umzusetzen war besonders lustig. Nach einigen weiteren Malen entdeckte ich dann Ronny. Das ist der Typ, der mir sagt, dass ich bin. Ich sag mal so, ich fühlte mich in Ronny hinein und er diktierte mir dann vor. Somit war die Kunstfigur der böse Freimaurer-Rapper Ronny 6 geboren. Es beflügelte mich zu neuen Projekten, förderte meine Kreativität und ich kam dadurch wieder aus meinen Blockaden. Ketamin wirkt sehr gut als Antidepressiva, vor allem in geringen Mengen. Bei übermäßig viel Konsum schlägt es aber auf die Denkfähigkeit und auf die Motorik. Man kann schon mal kurz nicht mehr klarkommen, im Raum stehen und einfach nur im Kopf haben. Das Gute ist aber, dass es eines der besten Betäubungsmittel für Tier und Mensch ist, welches die Atemfunktion nicht beeinflusst. Der unterbewusste Teil wird also kaum beeinträchtigt, nur das Über-Ich schaut regelrecht zu. Der Körper wird schwer, es ist körperlich wie eine Art besoffen sein, aber geistig noch klarer als sonst. Man kann alles rundherum gut wahrnehmen. Ich hatte öfters das Gefühl, man hört etwas fokussierter und Empfindungen, auf die man sich konzentriert, intensivieren sich deutlich. In der Kabbala beschreibt das Wort Keter die Krone, die erhabene Ebene der göttlichen Emanation, die überbewusst wirkt und zum Beispiel in Vergnügen und Wille zu finden ist. Ich empfange, wie gesagt, nach Ketaminkonsum immer mal Visionen,
Beispielsweise: Mein lieber Freund kann aus, mein Bruder. Ist das so krass, ey. Hartz IV Life wird erfolgreich werden. Das hat dir doch der KGB vor Jahren mal gesagt, oder? Also, dass bald Bürgergeld kommt und so. Hartz IV Life wird die Alternative für uns sein. Das ist krass, ne? Sagte ich in einer Sprachnachricht kurz nach einer Bahn-SK-Termin. Ob er nun ein KGB-Agent ist oder nicht, Kanna und ich haben eine mentale Verbindung zueinander. Genauer gesagt, das Buch von Dr. Ulrich Warnke, Quantenphilosophie und Interwelt. Sehr zu empfehlen an dieser Stelle. Heute sage ich das Gesetz der Anziehung dazu. Ketamin gibt mir gefühlt kurze Sequenzen. Habe ich irgendeine Frage oder weiß ich gerade nicht weiter, dann greife ich gern mal zurück. Also beflügelt einen Abend im Ketarausch, gibt es der Idee den Anstoß für Wochen, Monate oder auch Jahre. Ich meine aber auch, dass ein Langzeitkonsum von Keta absolut unproduktiv und sinnlos ist, wie bei fast allen Substanzen, jedoch bei den öffnenden Rauschmitteln besonders. Ich würde nicht länger als 3 Tage hintereinander konsumieren. Es verliert da den mystischen Aspekt des Traumalebens an sich. Man gewöhnt sich schnell auch an die Einbildung, das heißt dann Psychose. Die dritte Substanz, die ich hier ins Auge fasse, ist Amphetamin. Ja, ich sag mal danke. Wer auch immer diese Scheiße hier kocht, für unter 1 Euro Pep zu bekommen, war immer ein Segen für mich. Viele würden den Profit wittern, aber daran bin ich nicht interessiert. Jeder, der mich kennt, sollte das wissen. Das tägliche Kiffen machte uns zu Hängern, das Kiffen und vor allem das Scheißfressen, welches wir jahrelang konsumierten. Aus der Dauermüdigkeit rauszukommen, den Elan aufzubringen, zur Arbeit zu gehen, eine Nacht durchzufeiern und fit dann abends bei den Eltern am Tisch sitzen. Gute Paste. Ich hab den Scheiß geliebt. Der Antrieb, die Motivation, der Animateur, wie auch sein größerer Bruder, Methamphetamin, welches in Wirkung deutlich stärker und andauernder, aber genau wie beim Pep, unglaublich euphorisch und belebend wirkt. Kaum Muskeltraining, also Mundfasching oder der Kieferkasper, zeigen, dass die Konzentration steigt. Ein gefühlter Überschuss an Energie spannt ein wenig. Man hat das Gefühl, mehr Power zu haben. Ist natürlich völligster Quatsch, aber es redet dir genau das ein. Es macht dich klarer, besser, aktiver und genauer. Der Notmodus, den braucht kein Mensch heute oft. Damals war das noch anders. Pep löst diesen Modus aus. Die Herzfrequenz erhöht sich, Hunger und Durst und Müdigkeit werden unterdrückt. Nicht fühlbar, dass Stress entsteht. Es macht vergleichsweise sauber, weil es wäscht andere Substanzen weg. Oder vielleicht besser gesagt, es übertönt. Betrunken eine Bahn Speed und du fühlst dich nicht mehr betrunken, bekifft das Gleiche. Ein Upper, das heißt aber auch Belastung für den Körper, vor allem bei Langzeitkonsum. Es zerrt, die Reserven werden angezapft, man hat Downs nach Konsum, braucht viel Flüssigkeit während des Konsums und das Ego ist ein arrogantes Arschloch. Man schwitzt übermäßig, der Schweiß hat einen besonderen Geruch, vielleicht etwas süßlich. Die Lust auf Sex ist deutlich spürbar, die Kombination macht das Empfinden stumpfer. Man hat nüchtern keinen Spaß mehr, allgemeine Hemmungen reduzieren sich ebenso. Na so ein Amphetamintheater. Die Schauspieler sind unglaublich realistisch, wisst ihr? Das Filmeschieben wird nach gewisser Zeit unglaublich realistisch. Die Wirkweise erscheint wie die innere Selbsterkenntnis. Ich kann besser sein. Oder es ist ja ganz einfach, 3 Tage wach zu bleiben. Richtig wäre eine lernende Art und Weise. Denn weil es das Ich nun mal festigt und im Glauben verstärkt, kommt es auch zu teilweise falscher Selbstsicherheit. Meth ist gut. Nur Menschen sind falsch. Ihr Ego ist selbstsüchtig. Ich glaube, dass dieses heroische Sofortglück, diese starken inneren Gefühle, die Selbstzufriedenheit besonders von Menschen empfunden wird, die wenig davon besitzen, aus sich herauskommen, das macht süchtig. Der Geltungsdrang, er wird intensiver durch Upper wie Speed, Meth und Kokain. Da frage ich an dieser Stelle ganz gekonnt, aber Pro, was für Kokain? Aus Taxi? Nein, danke. In Deutschland brauchst du Kreise, die besonders wählerisch sind. Richtige Bonzen halt. Nicht Leute, die mal 1 bis 9 Gramm wollen, sondern 50 bis 100 Gramm im Monat wegzerren. Meine Koksquote ist etwa 550 zu 3. Das heißt, von 550 mal Koks hatte ich 3 mal richtiges Koks. Und der Rest war Strecke und etwas Speed mit Lidocain, meiner Meinung nach. Also, ich habe da keinen Bock drauf, auf die Nasennebenhöhlenentzündung. Ich mag es gern rein und gering dosiert. Eine Bahn sollte möglichst lange genutzt werden. Wenn man nicht schlafen kann, aber will, dann meditiert. Lernt es, die Atmung zu kontrollieren. Aber dazu später noch mehr. Das ist Koks, sagen viele zu ihrem Pulver, weil es 90 Euro gekostet hat. Da sie wohl niemals an echtes Koks kommen werden, halten sie das synthetisch gestreckte Lidocain für Koks. Überzeugen kann und sollte man die meisten aber davon nicht, denn so kostet die Sucht meistens zu viel Geld und das ist gut. Die nächsten Worte gelten dem Halluzinieren, dem Anderssehen. Der optischen Einbildung vorausgehend ist immer der Geist.
Der Geist, der in allem steckt, er belebt die Dinge, er macht sie interessant, er macht sie gut, er macht sie böse. Doch Bewusstsein verbindet letztendlich immer. Ein Horrorfilm kann Realität werden. Es kommt aber immer darauf an, wie du selbst das Schauspiel betrachtest. Am Ende funktioniert alles hier wie gewohnt nach Plan. Der Regisseur sieht übrigens auch, wer falsch spielt. Wer Angst hat oder Furcht, der hat sie in Wahrheit nur vor diesem uralten Geist, der in ihnen haust. Es wohnt auch ein alter Geist im Wesen der Pilze. Ein Organismus, der fast unsichtbar, doch eng verwurzelt, wahrlich alles besiedelt. Vom Atommüll, den heimischen Wäldern, wo sie die Tiere und Menschen mit ihren Früchten ernähren, bis hin zu sämtlichen Schleimhäuten und selbst auf Gewebe oder plastischen Oberflächen findet man sie. Vor allem aber, sagt man, Pilze sind das Bewusstsein des Waldes. Ein Netzwerk, welches verbindet und so in überaus großem Maß an der Entwicklung der ganzen Natur beteiligt ist. In der Mykologie gibt es aber auch spezielle Exemplare der Gattung Pilz, welche besonders im Bewusstsein der Menschen große Veränderungen bewirken können. Neben den natürlichen Hefen gibt es zum Beispiel auch die invasiven Pilze. Vor allem im Darm rufen sie durch dichte Besiedlung und der damit verbundenen Mangelaufnahme von Energieträgern etliche Symptome hervor. Das reicht von Hauterkrankungen zu erheblichen Schäden in den Organen bis hin zu Verhaltensveränderungen oder psychotischen Verstimmungen. Warum schreibe ich das? Da ist doch spezifisch der Mutterkornpilz, welcher hier ein Thema sein soll. Er ist auch so ein unscheinbarer kleiner Gottesdiener. Man sagt, es gab Dörfer, die völlig von Sinn waren, durchtreten von scheinbar Mutterkornpilz befallenem Getreide. Auch Krankheiten wie Feitstanz soll er verursacht haben. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, sagt mir die Lysergsäure-Dihydramid, kurz LSD. Die Wahrheit ist scheinbar. Die Wesenheit entspricht dem Verständnis. Man versteht, das heißt in etwa kurzzeitiges Wissen über etwas Flüchtiges. Die Wissenschaft hat LSD erzeugt. Erzeugte LSD bei mir doch auch immer die Wissenschaft, bis heute. Bewusstseinsforschung 1.1 Drogenkunde. Dem Begriff Allgemeinbildung entspringt das Wort Einbildung. Die Quelle der Einbildung kann durch das fließende, strömende Wissen der Allgemeinheit nicht gleich erkannt werden. Man muss seinen Kopf senken, etwas tiefer eintauchen und zumindest bei irgendetwas im Leben in die Tiefe gehen, um das zu erkennen. Menschen arbeiten vor allem, um nicht nachzudenken. Routinemäßig. Aber heißt das nicht unveränderlich? Der Rhythmus ist das Prinzip. Der Rhythmus sagt, es ist und es ist nicht. Daraus entsteht, es wird einmal und es war einmal. LSD zeigt uns die gleiche Welt. Doch wird sie anders wahrgenommen und wirkt fast mystisch interessant bis ins kleinste Detail. Besonders bemerkenswert ist die gemeinsame Verbindung, wenn man in einer Gruppe LSD konsumiert. So ist es doch verstärkt, dass man im gleichen riesigen Gedankenfeld fantasiert. Man fühlt und denkt, die häufigen gemeinsamen Lachflashs und das Ganze drumherum, schon fast das kindliche Filmeschieben, ist gemeinsam für jeden Beteiligten tief fühlbar. Ein Sandkorn enthält eine ganze Welt, ein Wesen ist spürbar hinter allen Dingen. In der Tiefe sitzt eine Wahrheit. Die Zusammenhänge reißen unlogisch, das starre, gelähmte Weltbild muss sich getäuscht haben. Alles bewegt sich, steht nie still. Alles ist unendlich veränderliche Erkenntnis, aufsteigend und fallend bis zum Erstarren. Und das heißt verstehen, verstehen für eine Entscheidung, was so viel bedeutet wie Ende der Trennung, der Schluss des ewigen Hin und Hers. Das Entschlossensein ist festigend für uns, doch bedeutet es im Tieferen das Gleiche wie nicht mehr gefesselt zu sein und noch weiterzugehen, bis an die Grenze seiner Vorstellungskraft. Diese Kraft ist so oft vernachlässigt vom Materialismusgedanke und durch die Monotonie des realen Erlebens beschränkt. Die Nutzlosigkeit beflügelt Menschen. Scheinbar Wertloses definiert jeden Wert als erstes. Urteile über LSD gibt es wohl genüge. Kurz gesagt, LSD erzeugt Psychosen, vor allem in denjenigen, die es selbst nie konsumiert haben. Das Sorgenkind Albert Hoffmanns. Eine wahre Kunst hat sich entwickelt. Man spürt in vieler Weise, wie wandelbar das Bewusstsein ist. Eine Wirkung, die unterschiedliche Dimensionen zeigt. Intensiver Rausch von bis zu 12 Stunden. Dazu keine feststellbaren toxischen Auswirkungen auf die Gesundheit sowie keine bekannten Todesfälle in der Konsumhistorie von Lysergsäure-Dihydramid. Einzigstes Risiko, der direkte Einfluss auf die Psyche. Eine erhöhte Gefahr zur Manie oder Psychose. Wohl abhängig von der allgemeinen Verfassung des Konsumenten, die Dosis und die Dauer der Einnahme und natürlich dem Bewusstsein selbst. Dr. Hoffmann nahm beim ersten bewussten Versuch nach seiner Entdeckung eine viel zu hohe Dosis, etwa 10-fache Menge als üblich.
Der 19.04.1945 ist der Tag, welcher auch als Bicycle Day bekannt. Auf dem Weg mit dem Fahrrad nach Hause erlebte Albert Hoffmann dann Folgendes. Zitat: Mit Velo nach Hause. Von 18 bis ca. 20 Uhr schwerste Krise. Siehe Spezialbericht. Die letzten Worte konnte ich nur mit großer Mühe niederschreiben. Die Veränderungen und Empfindungen waren von der gleichen Art wie gestern, nur viel tiefgreifender. Ich konnte nur noch mit größter Anstrengung verständlich sprechen und bat meine Laborantin, die über den Selbstversuch informiert war, mich nach Hause zu begleiten. Schon auf dem Heimweg mit dem Fahrrad nahm mein Zustand bedrohliche Formen an. Alles in meinem Gesichtsfeld schwankte und war verzerrt wie in einem gekrümmten Spiegel. Auch hatte ich das Gefühl, mit dem Fahrrad nicht vom Fleck zu kommen. Indessen sagte mir später meine Assistentin, wir seien sehr schnell gefahren. Zu Hause angelangt, wurde Schwindel und Ohnmachtgefühl zeitweise so stark, dass ich mich nicht mehr aufrecht halten konnte und mich auf ein Sofa hinlegen musste. Meine Umgebung hatte sich nun in beängstigender Weise verwandelt. Die vertrauten Gegenstände nahmen groteske, meist bedrohliche Formen an. Sie waren in dauernder Bewegung, wie belebt, wie von innerer Unruhe erfüllt. Die Nachbarsfrau war nicht mehr Frau R., sondern eine bösartige, heimtückische Hexe mit einer farbigen Fratze, etc. Albert Hoffmann, Protokoll des LSD-Selbstversuchs. Dieses Erlebnis beflügelte am Ende die Neugier bis heute. Albert Hoffmann erzählte seinem Freund Ernst Jünger davon. Dieser hatte bereits Erfahrungen mit Mescalin gemacht und war als bekannter Abenteurer gefestigt genug, um selbstbewusst die neu entdeckte Substanz und die dahinterliegende Welt zu ergründen und tiefer zu erforschen. Zitat: Wenn ich nun vom LSD als Fahrzeug betrachtet den Eindruck gewonnen hatte, dass es über allerdings höchst geschmacksvoll ausgestattete Vorhöfe nicht hinausführte, dann musste ich wohl über andere Erfahrungen verfügen, die das begründeten. Die Welt bleibt die gleiche. Und doch kann diese Wahrnehmung darüber entscheiden, ob einer zum Maler geboren oder zum Anstreicher. Ernst Jünger. Ein Fingerschnippen, ein Klick, ein kleiner Strahl Licht. Es gibt noch so viel zu entdecken. LSD schenkt eine gewisse Hoffnung. Die Welt ist anders, scheint so viel größer und man selbst ist magisch klein. Die liebe Alice folgte dem weißen Hasen ebenso in seinen Bau, hinein ins Wunderland. Es tut uns wahrscheinlich allen gut, noch kleiner zu sein, als wir schon sind. Der Starke macht sich klein für andere. Das macht ihn noch stärker. Eine Art Training im Bewusstsein. Die nächste Substanz im Bunde ist MDMA, oder auch bekannt als die gute Tante Emma oder Ecstasy. Vorneweg muss ich sagen, dass der Wirkungsbereich von MDMA gerade auf die Empfindung von Gefühlen sehr stark Wirkung nimmt. Man fühlt sich näher als sonst mit anderen verbunden. Man fühlt intensiver. Die Umgebung spielt daher eine größere Rolle. Man fühlt auch negative Gefühle intensiver. Deshalb sollte man möglichst alles Negative ausblenden und dafür sorgen, dass kein direkter Einfluss die Stimmung kippen lässt. Gerade Panikattacken sind häufiger zu sehen bei unerfahrenen Konsumenten. Dazu kommt, dass MDMA sehr potent wirkt. Das heißt, es sind manchmal Milligramm entscheidend, ob der Trip nice oder bad wird, beziehungsweise ob man gut oder schlecht aussieht. Oftmals merken Konsumenten selbst gar nicht, dass sie irgendwie leicht schräg oder fertig aussehen. Das Auge halb zu, den Blick wie 4 Promille, werfen sie mit Komplimenten um sich und suchen nach der wahren Liebe. So erkennt man die Molly-Dipper und Pillenschmeichler. Da die Konsumform meist oral ist, dauert die Wirkung einige Zeit. Zu empfehlen ist hier Geduld zu haben und erstmal langsam herantasten. Gerade bei Pillen kann man die Wirkung schlecht einschätzen, ohne vorher eine versucht zu haben. Selbst scheinbar gleich aussehende Pillen können durchaus andere Milligrammwerte, MDMA oder andere zusätzliche Stoffe enthalten. 2CB ist auch in Pillenform auf dem Markt. Die Wirkweise würde ich aber deutlich unterschiedlicher beschreiben. Wo MDMA eher eine innere Wärme ausstrahlt und der optische Kontrast auf den Augen eher wärmer wird, empfinde ich persönlich 2CB als kälter, als eine Art Blaufilter im Blick und wellenartiges Auftreten von einem gewissen Unterstromstehen. Jedoch ist die Wirkung wellenartig in beiden Fällen, sowie das Musikempfinden ist intensiv. Ich bin der Meinung, bei MDMA ist es eher tief genießend und bei 2CB eher euphorisch und hart. Die erhöhten Glücksgefühle, vor allem bei MDMA, sorgen aber auf kurz oder lang für eine verstimmte Laune im Nachgang.
Man versaut sich das nüchterne Feiern auf jeden Fall. Da MDMA besonders viele Glückshormone und Emotionen hervorruft, ist der nächste Tag dann auch eher depressiv verstimmt, wenn man runterkommt. Leere Serotoninsysteme sorgen für leichte Gereiztheit und Lustlosigkeit, sowie auch Aggression und Überempfinden. Ohne was zu ballern, keinen Spaß mehr zu haben, ist wohl einer der höchsten Preise, die man als junger Mensch dafür zahlt, neugierig auf Drogen zu sein. Die meisten Menschen heutzutage sind doch eher selbstdefinierte Skeptiker, ideenlose Tunnelvisionäre, die nicht bereit sind, ein Risiko einzugehen. Eine bestimmte Angst, die fleht, bitte lass die Welt so, wie sie ist. Drogen können ein gesamtes Weltbild in einer Nacht auf den Kopf stellen. Davor haben die meisten Angst, den beschränkten Verstand zu verlieren. Denn Abhängigkeit kann es alleine nicht sein. Sucht steckt bekanntlich in allem. Wer alles Unbekannte meidet, darf sich der gleichen Traurigkeit erfreuen wie der Süchtige. Dennoch gibt es einen oft verkannten Weg, der Rausch und Nüchternheit verbindet. Der gedachte Rausch kann durch intensives Training erlernt werden. Vor allem aber auch durch diese gewisse Nüchternheit entsteht die Kraft des Körpers, sich statt mit Entgiftung viel eher mit der Produktion von Stoffen und Sinnesempfindungen zu sensibilisieren. DMT ist der Stoff, aus dem die intensivsten Träume sind. Wir erleben eine andere Welt. Die Größe, die wir dort nach und nach erkennen, ist nicht scheinbar, sondern wirklich wahr. Das heißt, alles, was wir im luziden Traum erleben, existiert dort, spürbar. Wir schwimmen dann im See, können die Ahnen sehen, mit ihnen reden und vielmehr ihr vergangenes Erleben in uns aufnehmen. Das Wissen, das Bewusstwerden und die letztendliche Überzeugung von den Dingen, die wir glauben, manifestiert sich im Schlaf. Eine Art von geistiger Sortierung, sie findet im Schlaf statt. Wobei ich mich nie erinnere, einen Traum gehabt zu haben, der sortiert war. Viel eher ist es ein chaotischer Raum, wo ich mich halbwach befinde. Langer Schlafentzug oder Nahrungsentzug, extreme körperliche Belastung und starker Schmerz versetzen uns in einen Zustand, der uns flüchten lässt, in den oft wirren, gedachten, aber schmerzerlösenden Rausch. Doch um das zu erreichen, muss man sich nicht erst selbst geiseln, traktieren oder Substanzen missbrauchen. Es ist in erster Linie wichtig, substanzfrei und entgiftet zu sein. Geistig fit und konzentriert. Am besten für mich ist früh morgens, 4 bis 5 Uhr, wenn es noch dunkel ist. Um den Geist loszureißen, benutze ich verschiedene Wege. Wichtig ist eine gewisse Aufmerksamkeit am Anfang auf die ruhige Atmung zu setzen und alles als eine Art Ritual zu gestalten. Klänge, Frequenzen und Musik kann man als gleitende Unterstützung verwenden. Gerade wenn man inspirationslos ist oder schwere Gedanken hat, hilft Musik sehr, sich treiben und fallen zu lassen. Besonders atmosphärische und naturell klingende Hintergrundgeräusche können den Geist beflügeln, in eine andere Sphäre oder Dimension zu gelangen. Der Raum ist dadurch aber auf eine Art und Weise begrenzt, da der spezifische Klang auch nur bestimmte Bilder erzeugt, die unser Verstand damit assoziiert, und der Hall uns zwingenderweise ein Raumfeld vermittelt, welches zwar von der Größe her ein ganzes Universum sein kann, aber hier auch wieder maßgeblich ist, wie gut das Klangbild produziert und gemischt wurde. Ich verzichte deswegen meist auf alles, was mich drumherum ablenkt. Die beste Methode ist dennoch mit allen Komponenten, Natur, Klang, Geruch, Berührung und rhythmische Stimulation. Das heißt, man braucht für gewisse Impulse möglichst eine zweite Person, um sich den Rausch tragen zu lassen. Aber mit Meditationsübungen und verschiedenen Techniken der Selbsthypnose ist auch dies nach einer Zeit vergleichsweise schnell zu erreichen. Für mich habe ich meine eigene Methode entwickelt, die einfach für mich am besten ist. Versuche aber gern mal immer was Neues und experimentiere ganz einfach. Heißt also, es gibt noch etliche Vorbereitungen und Übungen, die man machen kann. Ich sitze meistens im Yogisitz, habe aber anfangs immer im Liegen meditiert. Doch ist die Chance einfach einzuschlafen bei mir viel zu hoch gewesen. Und deshalb musste ich mir dann eine andere Methode auswählen. Ich mag es sehr gern, wenn es stockdunkel ist. Dann kann ich auch gut mit offenen Augen meditieren. Ich empfinde dies oft schneller und intensiver. Eine Art blindes Starren setzt dann ein. Ich drücke mit der Innenfläche meiner Hand auf meinen Haarwirbel am Kopf und lasse anschließend die dortige Kopfhaut sanft langsam kreisen. Ich mache dies etwa für 30 Sekunden. Ein Schwingungsgeräusch, wie zum Beispiel oder Yi, bringt durch die Vibration zusätzliche Hilfe, um den höchsten Punkt zu erreichen. Nach dem Kreisen der Kopfhaut konzentriere ich mich weiter auf diesen oberen Punkt und stelle mir vor, als wenn die Hand noch da wäre.
das intensiviert sich mit der Zeit immer mehr, denn auf diesem mir höchsten Punkt versuche ich mich dann zu halten. Die Eingabe erfolgt durch Konzentration auf Stirnhöhe in Mitte der Augen. Ich spüre dann so etwas wie ein Kribbeln von sanftem, kühlen Wind auf der Haut. Dann geht's schon los. Zuerst sah ich Höhlenmalereien, große Säulen mit Gesichtern und verschiedene geometrische Formen. Diese wurden mit der Zeit immer klarer. In 90% der Fälle begleiten mich zwei, ich sag mal, Gelehrte mit Kapuze und Robe. Sie reden nie, sie zeigen aber immer auf gewisse Dinge oder machen gewisse Dinge vor, um weiterzukommen. Eine tempelartige Höhle, ich kann ein dumpfes Rauschen von Wasser hören, welches wohl von irgendwo in die Höhle stürzt. Moos überwuchert die alten Felsen, wir gehen durch ein Steintor ins Innere, dann der erste Raum. Die Ornamente sind noch zu sehen. Keine bildliche Symbolschrift, eher eine Art Runen und Knoten an den kaputten Säulen. Links im Raum fällt Licht in die Höhle durch eine Öffnung, durch die ein Wasserfall weiter in die Tiefe der Höhle hineinstürzt. Der Felsabsprung wurde wohl von Menschen so bearbeitet, dass dieser Raum aus der Höhle herausgearbeitet wurde. Die zwei Mönche zeigen mir, ich solle hinterher und winken eilig zu sich. Ich bin fasziniert. Nur ein Beispiel von vielen. Die Wirklichkeit ist abhängig von unserem Vermögen an Erinnerungen. Des Weiteren lieben Menschen ihre Zwänge und Abhängigkeiten. Dann sind es sozusagen keine mehr. So einfach schafft man sie und so einfach verschwinden sie auch wieder. Ich muss nicht viel. Ich soll glücklich werden. Das Gefühl von Euphorie, Anspannung und Gewinn ist das, was die meisten gar nicht als das sehen, was es ist. Der Rausch beginnt mit Lust, sorgt für kurzes euphorisches Erleben und wird in unserem Verlangen als Glücksmoment registriert und damit im Belohnungssystem unseres Körpers gespeichert. Der Impuls kommt in vielen Fällen nur durch den eigenen geistigen Placebo, etwas zu erwarten, im Kopf schon auszurechnen und mit dem Ergebnis belohnt zu werden. Wenn wir richtig liegen, befriedigt dies uns. Recht haben ist auch eine Art Zwang, den viele Menschen haben. Oft sind narzisstische Neigungen typisch für Menschen, die materialistisches Denken auszeichnet. Was meinst du, warum sind manche Menschen so rachsüchtig, unnachgiebig und verletzen andere seelisch wie körperlich? Ach, so triebhaft ist der Geltungsdrang, der uns befriedigt. Negativ und positiv, wie der sexuelle Trieb, definiert sich der Geltungsdrang in negativer Weise im Narzissmus. Aufmerksamkeitsvampirismus. Sie wollen dir das Wertvollste nehmen, was du besitzt. Deine Aufmerksamkeit. Sie saugen dich geistig aus. Besonders Frauen sind in diesen ekligen Charakterzügen gut geübt. Der Inkubus, männlich, oder der Succubus, auch Lilith genannt, aus der christlichen Dämonologie, beschreibt eine geflügelte Frau, die Männern ihre Lebenskraft raubt. Solange ist man sich diesem Charakter durchaus bewusst. Der Trieb nach Genugtuung sowie Rachegelüste ist in erster Linie mit dem emotionalen Empfinden verbunden. Wenn man geistig sich noch nicht selbst gefunden hat, lässt man sich von diesen Empfindungen regelrecht beherrschen, genauso wie der Süchtige sich von der Sucht dominieren lässt. Noch viel wichtiger als eine Schlacht zu gewinnen, ist für den Narzissten, dem anderen zu zeigen, dass er verloren hat. Oft ist aber derjenige am Ende der Verlierer, der sich als Sieger bezeichnet. Diese Parallele findet man auch bei Drogenabhängigen und wird mit der christlichen Sünde der Wollust definiert. Abhängigkeit und die Hingabe zum körperlichen Trieb manifestiert sich in jeglicher Ebene. Gibt man den Suchtbegriff Drogen in Wikipedia ein, bekommt man folgenden Satz als erstes zu lesen. Droge bezeichnet jeden Wirkstoff, der kein Nahrungsmittel ist, sowie Zubereitung aus solchen Wirkstoffen. Eine überraschende Verallgemeinerung für all diejenigen, welche noch in Schubladen denken. Aber deswegen sagt man zum Beispiel auch Drogerie. Während manche Sucht chemisch oder psychologisch begründet ist, treten andere Süchte als Folge von Regelmäßigkeit und Wiederholung auf. Erfolgreiches Diäthalten ist deshalb mit mehr Schwierigkeit als der Entzug von Drogen oder Alkohol verbunden, weil wir diese im Gegensatz zum Essen vollständig aus unserem Leben verbannen können. Das Essen hingegen ist ein lebensnotwendiger Alltagsbestandteil, den wir nicht einfach weglassen, sondern nur durch grundlegende Veränderungen unserer Lebensweise beikommen können. Wir wissen um die Nutzlosigkeit, die Abhängigkeit von Drogen oder Alkohol nur durch eine Mäßigung ihres Verbrauchs kurieren zu wollen. Jedoch können wir die meisten der zu korrigierenden Verhaltensweise und Charakterzüge nicht vollständig entfernen. Wenn wir zum Beispiel nicht mehr über unsere Mitmenschen klatschen und tratschen möchten, müssen wir nur unsere Kommunikationsgewohnheiten ändern, denn mit dem Sprechen vollständig aufzuhören, das können wir nicht.
die zu bevorzugende Methode für die Korrektur einer bestimmten Verhaltensweise bedeutet, dass wir das Problem an der Wurzel anpacken und erst einmal versuchen, die Quelle dieser Verhaltensweise ausfindig zu machen. Der spirituelle Teil des Menschen kann auf ähnliche Weise verstärkt werden wie der physische Körper. Wollen wir gewisse Muskeln entwickeln, wiederholen wir viele Male eine bestimmte Übung. Und so geschieht es auch mit unserem Inneren. Das vermehrte Wiederholen spiritueller Handlungen gewöhnt den Menschen, sich auf höhere, gesteuerte Weise zu verhalten. Kapitel 11 und somit das erstmal letzte Kapitel. Das Resümee. Ich wollte immer ein Entdecker sein. Oder vielleicht auch ein Erfinder. Ich war mir früher nicht sicher, da es laut meinen Lehrern Google und der NASA alles außer dem Weltraum und dem Internet nichts weiter mehr zu entdecken gibt. Außerdem finden elitär ausgebildete Hochintelligenzen, Supernerds und ihre High-End-Rechner alles eh viel schneller heraus als wir. Die Frage ist tatsächlich, ist der Übermensch ein Autist? Ein schmaler Grat zwischen Genie und Wahnsinn. So wechselt sich das eine zum anderen oft nur einspurig, vom Genie zum Wahnsinnigen. So halten selbst arbeitsfaule Normpädagogen uns dann für sozial eingeschränkt, wenn wir uns gehen lassen. Aber wie viel Prozent von all den zukünftigen Sozialpädagogikstudenten haben Erfahrung mit Drogen heutzutage? Fakt ist, es wird sich sicher einiges ändern in dieser Richtung. Ich ließ mich gehen, treiben vom Leben, war aber immer bereit, durch Spontanität und durch die selbst angelernte Gewandtheit, sowie auch durch die eigene Planlosigkeit, mich in kurzer Zeit komplett neu umzustrukturieren. So nahm ich tausende Gesichter an. Erst welche, die mir die Gesellschaft vorschlug, dann jene gegenteiligen, welche in der Sturm- und Drangzeit als eine Art jugendlicher Protest von mir gewählt wurden. Einige persönliche Eigenschaften waren aber Teil aller Masken. Da war stets ein ausgeprägter Idealismus, die Wertschätzung von Treue, Respekt und Gemeinschaft, ein mehr geben als nehmen. Ich gehe heute noch von 90% der privaten Geschäfte mit finanziellem Verlust oder leeren Händen davon. Damals war es eine Art von Unverständnis von Geld, bis ich mit 18 das Geldsystem verstand. Nicht wie vielleicht jetzt vermutet als Banker oder Aktionär, sondern wirklich verstand im Sinne von, es ist eine Illusion. Ein erfundenes Mittel, um Aufmerksamkeit plus Zeit, Arbeitskraft und die entstandenen Güter damit zu bemessen. Viel zu gering, wie mir der Wert erschien, der ich sein soll. Gibt es überhaupt einen messbaren Wert für meine Aufmerksamkeit? Wo ich mich darauf richte, das kann werden. Aber nur dann, wenn ich die nötige Aufmerksamkeit dem Ganzen widme, mich anstrenge und den Willen habe, etwas zu schaffen. Ich habe einige Jobs gehabt. Krankenpflege, dann an Verpackungsanlagen in der Pharmaindustrie und Genussmittelbranche und danach im Homeoffice im Support bei einem der weltweit führenden Smartphone-Hersteller. Mein richtiger Job ist aber das hier zu schreiben. Also natürlich nicht nur. Eher ist das hier ein Teil davon, am Ende mal zwanglos zu arbeiten und mein Potenzial zu entfalten. Ich habe nicht den Traum, viel Geld zu horden oder mit einem teuren Auto draußen rumzufahren. Ich will mehr. Ich möchte vor allem einen Teil dazu beitragen, für ein besseres Verständnis miteinander. Eine Bewusstwerdung für Anwender und Nichtanwender. Für einen allgemein klareren Substanzgebrauch und einen Denkanstoß geben zur geistigen Suchtbewältigung. Ich habe eigentlich alles konsumiert oder versucht, was ich an berauschenden Substanzen finden konnte und werde auch weiterhin ein Interesse am Rausch pflegen. Mir selbst wurde dadurch sehr viel bewusst und aus einem langweiligen Dorfleben wurde zwar ein durchwachsener Dschungel voller Hindernisse, aber auch ein Abenteuer voller Wunder und Entdeckungen. Die Entdeckungen sind keine optische Illusion oder Einbildung, vielmehr ein wiederentdecktes Talent, was eine neue Welt eröffnet. Der Schatz des vollständigen Bewusstseins war also das Ende der Narkose im Wachzustand. Die Welt ist viel mehr, als man denkt. Also was wurde uns noch verschwiegen von der NWO? Dachte ich bereits als 18-Jähriger. Hinterfragt man noch einige Dinge, die einen komisch vorkommen als Kind und bekommt dann nach und nach bewusst, dass Fragen durch auswendig Lernen regelrecht verlernt. Wohl auch, weil die meisten Antworten kindlich abgeflachte Wissenschaft oder umso mehr nach mathematischen Formeln oder Fachchinesisch klingen, als nach Spaß, Abenteuer und Entdeckung. Am meisten entdeckte ich mit Hilfe von Drogen, dass ich belogen wurde und dies aus einem Grund, der mir heute deutlich klarer wird, als das im Teenageralter noch der Fall war. Ich dachte, meine Eltern wollen mir was vorenthalten und die Gesellschaft gönnt mir den Spaß am Trinken, Rauchen und Feiern nicht. Was sei verwerflich daran, genau das zu tun, was alle tun? Warum
müsst ihr mir etwas verbieten, was ihr täglich selbst tut. Das weckt Neugierde, genauso wie betreten streng verboten Schilder. Was hält mich denn ein Schild oder ein Warnhinweis davon ab? Eher fragt man sich, was könnte wohl hinter dieser Tür sein? Noch war ich leichtgläubig und die Angst, die sie mir machten, hielt mich noch vom eigenen Handeln ab. Schließlich glaubte ich ihnen ja auch die Geschichte vom Weihnachtsmann. Ich war artig, bis jemand kam, der das Verbot brach oder viel unerzogener war als ich und trotzdem mehr Geschenke erhielt als ich. Irgendetwas stimmt ja an dieser ganzen Geschichte doch nicht. Junkies waren nicht nur hoffnungslose Fälle oder magersüchtige Penner, sondern plötzlich auch neugierige Freunde. Man urteilte und schimpfte über sie, war jedoch in seiner Vorstellung absolut getäuscht worden. Und das sah man auf einmal vor seinen eigenen Augen. Zuerst rüttelt man die Vorstellung noch irgendwie zurecht. Vielleicht braucht es eine Weile, bis man die zerstörerische Wirkung sieht. Umso überraschender sah man viel eher die toxische Wirkung der gesellschaftlich akzeptierten Substanzen und der allgemeinen Werte in Deutschland. So redet man von freiheitlicher Grundordnung, demokratischer Mitbestimmung und vom Wohlstand aller Bürger. Was ich sah, war das Gegenteil. Die Welt scheint von Lügnern regiert und auf den Kopf gestellt zu sein. So ist es. Ich konnte das nicht glauben, wie auch. Mein Weltbild wurde mir von Kind auf in den Schädel gehämmert, das Hinterfragen ausgeredet, der Konsum und die Arbeit anstelle meines vor allem geistigen Menschseins gesetzt. Der Mensch eine Zahl, körperlich, da aber bewusst fiktiv und numerisch dargestellt in seiner Identität. Fühlt euch wie Sklaven, die glücklich sind, solange sie fressen und ruhig schlafen. Könnte man meinen, doch ist in dem Fall nicht so. Die meisten schlafen nicht ruhig, sind angespannt, im Inneren herrscht ein Konflikt. Maschinen haben keinen Geist. Geister sind auf suggestive Weise programmierbar, vor allem dann, wenn man Gespenster aus ihnen macht. Lust und Sucht sind zwei niedere, aber bedeutende treibende Eigenschaften des Geistes. So empfindet man doch Menschen gar ohne diese beiden Zwänge als emotionslos, langweilig und fast schon mutlos. Der aus Angst ein Verzichter jedes außergewöhnlichen oder gesellschaftlichen kriminalisierten Erfahrungswertes wird, ist eine Maschine. Die Gleichheit durch geistige Unterdrückung und der Verlust aller Lüste, Sehnsüchte und Leidenschaften, durch die Annahme eines Weltbildes, welches entscheidend den Sinn unseres Handelns als unbedeutsam und als einer von vielen Mittel zum Zweck mit Vor- und Nachname deklariert. Freimaurer und Großindustrielle, Lobbyisten, Politiker, alle, die erfolgreich wirtschaften und auf der Weltbühne uns die Lügen präsentieren, ihre Show bis zum Ende durchstudiert, um uns stillzuhalten. Nein, völlig falsch. Um uns aufzuwecken. Deshalb veranstalten sie dieses Theater. Wir werden uns dem gerade erst bewusst, was hier seit dem Alten Testament für die Schaffung eines Gotteshauses getan wurde. Sie haben uns vorgeführt. Sie wirken und weben und wir merken es kaum, weil sie nach den Gesetzen spielen, die man uns immer wieder versucht hat, bildlich und in Ereignissen vor Augen zu halten. Der Vorhang fällt und man wundert sich, wie einfach und flach die Welt plötzlich geworden ist. Die Realität ist simpel, wie oben so unten, wie innen so außen. Eine Heilung ist simpel. Du bist, was du isst. Du fühlst dich, wie du bist. Statt über wissenschaftliche Erkenntnis zu reden, die du weder beweisen kannst noch nachprüfen kannst, solltest du die Dinge um dich herum entdecken. Die Welt um dich braucht deine Aufmerksamkeit. Das heißt, tue etwas, das dich und am besten andere um dich herum glücklich macht. Dein Erfolg ist ausgehend für deinen Profit. Denk nicht in erster Linie daran, reich zu werden. Fang nicht an, Drogen wegen Geld zu verkaufen, sondern aus Gründen der geistigen und spirituellen Revolution. Die Menschen fangen an, sie zu entdecken, ihre Vorteile zu nutzen. Sie geben dir nicht mehr Kraft, Ausdauer oder Kreativität. Sie verlagern lediglich die im Inneren wohnende Kraft, zeigen eine andere Wahrnehmung. Teledin packt dich in eine Wolldecke. Ob ja, der gibt dir die Wärme, die jeder Mensch wohl für das wohltuende, leichte Fliegen vernimmt, in der man eine Art Schweben wie auf Wolken deuten kann, wie sie wohl nur im Himmel dauerhaft existiert. Doch unterliegt der Geist der Täuschung, dass Taubheit und Schmerzlosigkeit sich zwar wie Fliegen anfühlt, doch diese eben auch jene Warnsignale sind, die uns vor weiteren Schäden abhalten sollen. Das heißt, man fliegt immer höher und merkt den Sturz nicht. Erst dann, wenn die Flügel schon gebrochen sind, der Körper Schmerzen spürt und ein Leben ohne Betäubung fast unmöglich geworden ist. Ich denke, dass besonders dies zur hohen Abhängigkeit beiträgt, den Körper als organische Hülle gesondert zu verspüren, das wärmende Gefühl, als würde man behutsam im Arm einer geliebten Person sich fallen lassen und glücklich in Gedanken schwelgen, vergleicht meiner Meinung nach recht gut die super entspannte Wirkung von schmerzstillenden Mitteln, gerade besonders bei Opiat. Es wird warm, dann wird es heiß, du bist im Vorhof der Hölle. Er ist geschmückt wie das Hexenhaus bei Hänsel und Gretel.
Du musst Kraft und Willen beweisen, um dich von der Hexe zu befreien, sie in den Ofen zu werfen und zu entkommen. Danach aber wirst du reich und klüger sein. Was für eine Assoziation dieses Märchens. Also, es gibt Menschen, die sind Maschinen, Arbeitsmaschinen, die ihre Funktion erfüllen ohne eigenen Willen. Und so gibt es auch Drogenvernichtungsmaschinen. Ich habe gesehen, wie Typen 4 320 Milligramm MDMA-Dinger ballern und dazu 0,6 Gramm Meth-Stein auf Blech rauchen. Danach genau die gleichen Typen sind, nur etwas ruhiger und angekommener. Menschen, die 1 Gramm Crystal Meth fixen und danach leben. Ich denke mir, what the fuck, ist der ein Zauberer? Nein, er hat die Annahme gut manifestiert. Geht locker, denkt er sich. Ich habe ein ausgeprägtes Sozialverhalten, deswegen befinde ich mich immer noch hier im Block. Ich kann diese Menschen hier nicht alleine lassen, habe einen Instinkt zu helfen. Nicht, weil ich das müsste, sondern einfach nur, weil ich kann. Ich mich traue. Selbst wenn ich hier keinem helfen kann. Mich übt das selbst. Es macht meine Psyche belastbar, mich mit psychisch problematisch und angeschlagenen Menschen zu beschäftigen. Ich habe einiges lernen können, vor allem, dass es einen viel Kraft kostet, jemanden unbedingt helfen zu wollen. Wenn derjenige diese Hilfe jedoch gar nicht will, sämtliche Ratschläge und gut gemeinte Kritik als Angriff abschlägt. Was fällt mir überhaupt ein, jemanden in seinem Weg zu hindern? Möge er noch so selbstvernichtend sein. Manche Menschen sollen uns eben zeigen, wie man es nicht macht. Sie opfern sich mit ihrer Hingabe, den wir als Unwillen beziffern. Aber nur, weil du dich ändern würdest an seiner Stelle, heißt das nicht, dass dieser Weg der bestimmte, schicksalshafte Weg eines Menschen sein muss. Was für das große Ganze am besten ist, wird unser Horizont nur sehr schwer erahnen können. Aber man stellt fest, dass doch alles etwas Gutes verbirgt letztendlich. Wir sehen oft Probleme aus einer niederen Geistigkeit heraus als erdrückende Lebensplage, die es uns schwer macht, etwas zu erreichen. Dennoch sind es nicht die Umstände, die schuld an unserem Leid sind, sondern nur unser fehlendes Bewusstsein, dass wir dieses Problem überhaupt haben bzw. nicht meistern können. Meistens treibt uns der Wille dann zur Erhöhung, so wie das Weinen durch die Tränen unsere Augen reinwäscht und uns wieder einen klaren Blick auf die Dinge verschafft. Sehen wir die Schwierigkeiten als Herausforderung, so ändert dieses Wort allein schon unsere Annahme. So wie das Wort Drogen bereits bei den meisten das Bild eines asozialen Junkies projizieren, nicht etwa den Leistungssportler oder wie damals den Schamanen. Mit dieser Annahme, die von Kind auf suggeriert wird, vor allem weil die Menschen kaum mehr erlebte Erfahrungen von den täglichen Nachrichten unterscheiden, rutscht man dann schließlich selbst in dieses Muster. Nicht weniger, weil die Meinung anderer ebenso suggerierend für uns ist. Wir lachen darüber, sobald wir die Abhängigkeit besiegt haben. Wir müssen in den Third-Person-Mode. Diesen zu erreichen, macht uns frei von jeglicher Abhängigkeit. Der Seele das Steuer zurückgeben. Dafür müssen wir sie erstmal wieder ins Boot holen. Die Seele verlässt alle irgendwann. Dann, wenn sie es mit dem Körper nicht mehr ertragen kann. Der Ballast zehrt unsere Kraft, doch fördert körperliche Überwindung, vor allem unser Seelenwohl und Selbstempfinden. Wir sind die neue Generation. Die neue Weltordnung ist unsere Aufgabe. Also fürchtet euch nicht, sondern freut euch darauf, ein Teil der Verbesserung zu sein. Ich hoffe, ich konnte dir etwas Gutes mitgeben, was den Umgang mit Drogen und Konsum betrifft und dir helfen wird, die Sucht besser zu verstehen oder ein Wegweiser für deine Suche nach dem Ziel. In diesem Sinne, ein großes Danke fürs Zuhören. Nicht dein Leben, hab's versucht, ey, ich mach mich wieder drauf. Irrte ziellos durch die Gegend, doch dann fand ich die Sucht. Sie ist durch, weil ich muss, schon früh morgens wird gebufft. Sie ist durch, bis zum Schluss, Hearts for life, hab auf Arbeit keine Lust. Denn ich bin Hagel, ich bin dabei. Ich bin dich, ich bin völlig du. Hagel, dich dabei, Hagel, dich dabei, der Hagel, dich dabei. Bitte frag mich nicht, was ich denn wirklich will. Ich weiß es doch selber nicht richtig. Baby, ich kann nicht sagen, was ich wirklich will. Weil ich bin wieder faded vom Rausch. Ich bin nur drunk, ich mach mich wieder ein, hab ich keine Abend. Ich bin auf Drugs. Bring die maximale Action, mach das Kapital mit Action. Ich bin maximal am Flexen. Ich bin so dicht. Hab den Namen von der Ho vergessen. Ey, ich mach nicht stressen, Bitch. Mach mal lieber essen, Bitch. Aber vorsichtshalber wird erstmal noch einer weggekifft.